Ich hatte ja an einen meiner Abonnenten habe ich eine Partie versprochen. Und warum habe ich das getan? Er ist gerade mal 6 Jahre alt hier. KLG 2013. Und gegen ihn spielen wir jetzt hier die erste Partie. Was Ach wollen wir machen so, hat schon zuerst? angefangen? Ja, Ja, noch hat haben wir keinen Zug natürlich gemacht. Niklas Superwaffe C5, ne? Okay. C5, auf geht's. Allerdings werde ich sie zerstören, weil sie für mich keine Superwaffe ist. Okay. Wollen wir hier abwechselnd ziehen machen oder was meinst du, Georgis? Können wir machen? Okay. CD4 kriege ich noch hin. Ja. Ah, jetzt habe ich nicht die Krivas-Variante gespielt, ne? Ich habe dich aus dem Buch gebracht. Mist. Alles gut. So schön Neidorf mal mit dir spielen. Oder wir spielen nicht Neidorf, sondern mal was anderes. Und zwar das hier. Kenne ich aber gar Oh. nicht. Nee, besser nicht. Neidorf, komm. Ja, es macht ja auch keinen Sinn, wenn wir jetzt was spielen, was wir beide nicht kennen, ne? Also. Wieso das denn? B5? Nee, du bist dran, ne? Läufer C4, das ist der Sozin-Angriff, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Wird aber nicht mehr so viel gespielt, ist recht aggressiv Ich kenne mich von hier König ganz wenig E3. aus. Ja, einfach normale Züge machen, dann passt das schon. Erstmal was angreifen, ne? Dame C7 Genau. hier, auf den Läufer gehen. Das kann nicht so verkehrt sein. So, KLG 2013, gerade mal 6 Jahre alt. Und 14, 19, boah, ist der stark. Ist gut, ne? Ja. Der 6, hallo? Ja, der ist ambitioniert. Also Grüße gehen raus auf jeden Fall. Und mal sehen, ob er den Angriff auf den Läufer sieht. Vielleicht hört er auch zu. Das ist immer die Frage. B3, das ist riskant. Du Du bist bist dran. dran, Ah, ne? nee, ich Ja. bin dran. Ich glaube, du bist Okay, dran. das, ja, ich bin dran. Das ist richtig. Hier, der Springer ist ein bisschen lose jetzt. Hier kann ich B5 spielen. Ja. Und ich behaupte mal, dass ein Opfer nicht so gut möglich ist auf B5. Oh, ich glaube, den können wir nehmen, ne? Ja, nehmen wir. Komm. Ja, die Sache ist, wir spielen mit TeamViewer. Es kann sein, dass ich verrutsche mal, ne? Also nicht wundern. Also, ich würde es dir übel nehmen. Ich spiele hier auch mit meiner Zahl, ne? Mit meiner Ja, die Wertung. werden wir erstmal schön zerstören, die Zahl. Oh, nee. Das, die wird nach oben gepusht, meinst du wohl? So. Springer raus. Keine Angst vor, dass die Dame da verloren geht auf C3, Ja, natürlich. da Ist ein bin ich Profi. kaltblütig. Ja, Kaltblütig. voll, da merkt man richtig den Profi, ey. So, wir nehmen die C6 hier natürlich weg. Genau. Ist die Dame wieder sicher? Ja. Okay, C4. C4. So. Ja. Den schlage ich mal. Prima, Herr Jürgen macht. Ist auch okay. Wunderbar. Da sind wir auf einer Wellenlänge. Also wir stehen hier ziemlich gut, weil wir haben eine Figur mehr. Und außerdem ist auch der König von Weiß in der Mitte, der wird nicht mehr rochieren in dieser Partie. Jetzt willst du dich noch vergreifen um E4, Ja, geht, glaube ich, oder? ja? Ja, ich Ist dachte ein eigentlich, du bisschen. bist immer auf Sicherheit bedacht. Nö, ach was. Ist ja deine Zahl. Ach jetzt, also heute opferst du und alles, ja? Ich habe gegen dich übrigens auch in so einer epischen Partie auch einen ganzen Turm geopfert, ne? Ja, aber es war, glaube ich, auch ein bisschen aus der Not geboren, Das weiß ich nicht mehr. oder? Ja, wenn man dich zwingt, dann kannst du, glaube ich, ganz gut angreifen. Ja. So. Ja, den nehmen wir auch noch. Ja, sicher. Mit Zum Schach. Schach. Ja, mit Schach. Das passt. Und jetzt würde ich sagen, ist es mal an der Zeit, die Entwicklung nach vorne zu bringen. Läufer nach E7, kurz auf Rade vorbereiten. Bin ich dran? Nee, ja. Doch, ja, Turm F1. Ja? Er will die künstliche Rochade machen. Aber wir machen die richtige Rochade. Ja, er hat die künstliche Rochade geschafft, das ist gut. König ist ein bisschen sicherer auf G1, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir eine Figur und zwei Bauern mehr haben. Er ist wirklich 6 Jahre alt und spielt alleine am PC schon oder am Tablet oder wo sonst. Ja, er hat mir geschrieben, dass sein Vater also die Nachrichten schreibt, weil er noch nicht schreiben kann, glaube ich. Aber Schach spielen kann er schon ziemlich gut, also Ja. top, ja. Ja, vielleicht schaffen wir es ja durch unsere beiden Kanäle auch ein paar junge Leute. Für Schach zu begeistern, auf jeden Ja, zu Fall. begeistern tun wir ja eh, aber vielleicht auch ein paar irgendwie so gut, dass ein paar so gut wären, dass du mal der nächste Gamehuschenbeet antanzt. Würde Deutschland gut tun. Ja, also von mir aus gerne. Gibt ja nicht so viele.
starke Großmeister, also jenseits der 2600, sage ich mal, ne? Warum Oder? hast du jetzt den Turm verschmäht, wenn ich fragen darf? Ich hab geredet und habe irgendwas gezogen, ich weiß nicht. Ja, naja, das macht nichts. Wir stehen auch so ganz gut. Genau. Aber mit TeamViewer zu ziehen ist schon ein bisschen seltsam. Also für die, die es nicht wissen, ich mache die Züge über TeamViewer. Natürlich hat Niklas einen Vorteil. Ein Oder jetzt Vorteil. mit beim Ziehen zumindest. Beim Ziehen. Ja, Und bei mir bisher ist es klappt so, das aber ganz gut. wenn ich die Dame so übers Brett. Ja, dann macht mir das Angst auf jeden Fall, wenn du das machst. Also, wenn das die Frage ist. So, Dame nach D5, Läufer ist gedeckt. Genau, gerade war die Frage, ob wir auch einen oder ob ich einen Discord habe. Ich habe auch einen Discord. The Big Greek hat natürlich einen Discord. Da könnt ihr gerne beitreten. In beide am besten. So, der Läufer ist angegriffen. Aber ich mache mal einen Gegenangriff mit Turm B2. Da schreibt jemand, ach, zwei erwachsene Männer schlagen ein sechsjähriges Kind. Ja, das war klar. Jetzt kommen hier die Scherze. Das ist irgendwie, das klingt falsch. Wir spielen. So, ich bin dran, glaube ich. Dann nehme ich mal hier. Ja, Läufer B3 hätte den Turm auch gefesselt. Ja, komm. Sei nicht so. Nee, Dann hat ich. der Kommentator auch noch recht. Ja, du meinst, man muss nicht jeden. Muss nicht alles mitnehmen, was hier so drin Jede ist. Ungenauigkeit direkt bestrafen muss nicht sein. Ne? So wie hier zum Beispiel. Dann mache ich erstmal Turm B8. Ja, weil du aufs Grundreinmatt gehen willst, statt den Turm zu schlagen. Das ist doch noch viel fieser. Okay, also der Turm ist angegriffen. Ja gut, aber wenn ich drin bin, ich schlage den natürlich, ne? Da kenne ich nichts. Ja, Niklas ist fies. Okay. Das zieht sich dann, das wird jetzt heute so etabliert, dass ich der Fiese bin von. Du bist also the good cop und ich the bad cop. Ja, du bist dran. The good chess player, the bad chess player. Nee, das passt nicht so gut. Das passt nicht ganz, ne? Good cop, bad cop. So, Turm mehr und wir gehen jetzt auf Matt. Gegen Karl G. Dame E3. Bin ich dran, ja, ne? Weiß ich Ja, gar nicht. ich glaube schon. Komm, bring mir mal den Turm rüber. Ein Schachgebot, das hat noch niemandem geschadet. Ja, jetzt hier, ja, komm, tauschen wir die Dame. Marius, danke für die 10 Euro. 10 Euro, vielen Dank. Ja, das ist für Niklas ist das so ein bisschen neu, dass hier so Ja, Spendabo das läuft. kenne ich gar nicht. Aber jetzt Du mit bist da Big Three. dir ist das, bei dir kommt das häufiger mal vor, sag ich mal. Ja, ich So. kann mich nicht beschweren, ich bin froh. Ja, also danke an Marius für die 10 Euro. Der Marius hat auch gestern bei mir gespendet, glaube ich, auf meinem Stream, wenn ich mir das richtig erinnere. Aber der Name sagt mir was auf jeden Fall. Okay. Good Rook, Bad Rook. Ja, schön, dass ihr alle dabei seid und auch so aktiv im Chat seid. Das gefällt uns auf jeden Fall sehr gut. Der Chat geht völlig ab gerade. Ja, da kommst du gerade. Du verpasst doch immer zu ziehen, weil du so abgelenkt bist durch den Chat. Du liest den Chat unter unserem Bild wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Aber da sehe ich das ein bisschen mit Verzögerung, glaube ich. Ich lese Also. halt links auf meinem Bild. Oh, das ist bei dir, ne? Bitte? Das ist bei dir, Ach ne? so, ja, du bist jetzt am Zug, sorry. Du bist Nee, nee, dran. er hat gerade überlegt noch. Okay, Nee, so. der Notruf kann bei mir warten, ne? Ach so, der Notruf, ja, das war hier ein Krankenwagen vor der Tür. Krankenwagen. TBG soll aufgeben, um Niklas zu ärgern. Auch nicht schlecht. Okay, Der ist gut, ey. ich mach Einfach mal mal einen hier auf die Zug. Fahne klicken zweimal. Total geil. Chris, ja, 10,99. Danke dir. Ja, vielen Dank an Chris. Ja, da kommt was rein hier. Bin ich dran? Genau, einmal die Nachricht an alle, es gibt ja so von Nightbot gibt es so Commands und die könnt ihr aufrufen, wenn ihr Ausrufezeichen eingibt und dann Commands und dann seht ihr alle Commands, die ihr eingeben könnt und das ist für die, die auf Twitch und YouTube unterwegs sind, ist das, glaube ich, eine ganz ist das eine ganz bekannte Sache. So, ich mache hier nochmal einen Zug. The Big Greek ist nämlich abgelenkt.
Die Zuschauerzahlen sind wild. Ja, wie viele haben wir denn mittlerweile? 1500 oder sowas? 1500. Alles klar. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntagabend. Schön, dass ihr alle einschaltet. Ich Okay. glaube, das Ganze allein zu Ende führen. Ist matt, ne? Nee, noch nicht. Ja. Ich kann Turmi? kaum ziehen. Ich kann kaum ziehen. Wie, du kannst kaum ziehen. Ach, wir spielen 3 plus 3. Nee, das dauert mit TeamViewer ein bisschen länger bei mir. Okay. Vincenzo Salvatore, wir danken dir für die 2 Euro. Vincenzo ist ein Ehrenmann. Hoffentlich wirst du bald Ja, den Weltmeister. kenne ich auch schon. Der ist auch aktiv. Grüße Der gehen raus kommentiert an sehr viel bei uns, Vincenzo. ne? Bei dir auch? Bitte? Der kommentiert sehr viel bei mir. Bei dir auch? Ja, ist natürlich auch auf beiden Kanälen am Start. So, vielen Dank an KLG2013 für die Partie. Wir wünschen ihm weiterhin alles Gute in seiner weiteren Schachlaufbahn und gehen jetzt weiter zur nächsten Partie. Georges, ich finde es so schwierig hier auszuwählen. Ich überlasse dir das mal. Komm. Du bist lustig, ey. Wir Also Raphael Carlsen, der Dritte, der ist immer bei uns beiden inzwischen am Start. Der kommentiert sehr viel. Ja, Ist stimmt. Das kann 15 mal Jahre gewürdigt alt. werden, oder? Das ist ein edel Supporter. C. Vega, danke für die 5 Euro. Mach komische Züge, um Niklas zu verwirren. Ja, Okay. was für ein Format wollen wir machen diesmal? Nochmal abwechseln Ja, oder? wir können erstmal abwechselnd spielen, Ja, ne? okay, dann darfst du jetzt mal starten hier. Ach so, dann mache ich mal E5, das spielst du ja auch immer. Ja, ich bin sowieso flexibel. Also ehrlich gesagt, bist du gar nicht flexibel. Du spielst immer E5 oder C5, oder? Nein, also ich bin schon sehr flexibel. Nee, ich habe auch mal Französisch gespielt. Kannst du Louis fragen? Französisch? Kann mich gar nicht dran erinnern. Okay. Ja, eher als Überraschung. So. Starke Partie von Karl, Sieger der Herzen, auf jeden Fall. Karl ist der Beste. Bin ich dran? Ja, immer wenn unsere Zeit länger läuft, bist du dran in der Regel. Aber wir müssen hier aufpassen, weil es 5 plus 0, Ach ne? so, ja. Und D4 an der Stelle? ja, wir haben ja nicht auf E4 geschlagen, ne? Der war ungedeckt. Ach so, Aber hab ich völlig übersehen. Jetzt verlieren wir natürlich Haus hoch hier. ja, jetzt kommt der italienische Killerangriff, oder? Ach du Scheiße. Musst du deine eigene Medizin musst du jetzt hier. Schlucken. Ja. Ich habe nicht aufgepasst. Ich dachte, der hätte D3 gemacht. Ach Mist, Ja, ich egal. habe es auch nicht so richtig gesehen. Wir werden auch abgelenkt hier die ganze Zeit. Aber das macht nichts. Scheiße. Nein. Was denn? Jetzt kommt der. Er spielt jetzt wie du das erzählst in deinen Videos, oder wie? Springer A5 geht gar nicht. Ja, ich weiß, wir müssen aufpassen, dass er uns nicht verloren geht. Aber das machst du schon. Du bist jetzt dran. Ich zähle auf dich. Laber. Ja, C5 ist doch wunderbar. Passt doch. Nein, Benoni-Style jetzt. die Stellung ist total verloren. Mal gucken, ob wir 6-6. Was? Raphael, wenn du das nicht gewinnst, ne, dann spiele ich nie wieder gegen dich. Ist das jetzt echt schon so schlimm, ja? Ja, die Stellung ist komplett verloren. Oh je. Yeah. Da ist der italienische Killerangriff. Der ist am Start hier auf jeden Ah, ich Fall. habe einfach rochiert. Ich habe auch nie aufgepasst. Was war denn das für ein Ja, Quatsch? wir schieben es auf dich auf jeden Fall. okay. Oh, ich glaube, er hat dein Video gesehen. Ja, er hat es gesehen. Aber wir werden kämpfen. Ah, er spielt nicht Springer G5. Das hatte mir hier ein bisschen mehr Sorge noch bereitet, dass er auf Matt geht. Ja, es ist trotzdem komplett verloren, aber egal. Jetzt zähle ich auf dich, du bist dran. Ja, ist schon schwierig hier, ne? Also, Ach sagen wir was. ehrlich. Spielt Ach auch so was. schnell. Sané, vielen Dank für die 10 Euro. Hab seit 20 Jahren nicht mehr gespielt, aber seit einigen Tagen nur noch eure Kanäle gesucht. Gesuchtet. Mal sehen, was passiert. Gesucht, ja. Gesüchtet. Das freut uns. Dann süchte mal weiter, denn das ist eine gute Sucht. Die Ja, können vielen wir Dank. verändern. Da gibt es deutlich schlechtere Süchte, sage ich mal. So, D6, um den Läufer ins Spiel zu bekommen. Wir müssen auch aufpassen, der Raphael, der hört vielleicht noch zu. Aber die Stellung, die ist schon am Rande Der Legalität, ey. ja, das ist ungünstig gelaufen. Gleich die erste Partie und wir werden hier komplett auseinandergenommen, ne? Ich habe da kein Problem mit. Der italienische Killerangriff auf meinem Video, fast 60.000 Views schon. Und ihr seht weswegen, weil man damit sogar Großmeister schlagen kann. Ja, jetzt wird's kritisch. Scheiße. Ich glaube, wir müssen nach, oder? Ach nee, G6 vielleicht? Ja, vielleicht G6, oder? Ja, G6, ja, es ist. Ah, Ja. es ist auch schlecht, es ist alles schlecht. Naja, mach du mal. Ja gut, König G8 geht auch nicht, das geht sowieso nichts in der Stellung. Nee.
Wenn hier der Raphael noch ein paar gute Züge macht, dann ist die Sache gelaufen. Komm, Raphael, du machst dich unsterblich gerade. Springer G5? Nee, Läufer G5 wäre besser gewesen. Ja, Läufer Läufer G5 wäre besser G5, gewesen. das wäre aus gewesen. Springer G5, jetzt leben wir wieder. Jetzt schöpfen wir wieder Hoffnung. Ja, den kann ich noch abwehren. Ich hoffe, auf jeden Fall mit Ja, Turm A8. Ja. wir sind back in business hier, würde ich sagen. Sicher, läuft. So gut standen wir seit dem ersten Zug nicht, so ungefähr. Wir haben noch keine So. Zeit. Ja, die Zeit, das macht dir da mal keine Sorgen. Sonst spiele ich irgendwann ganz schnell. Genau, du bist dran jetzt, ne? Hier droht was, das müssen wir verhindern. Dame F4 leider guter Zug. Sehr Ja, starker Zug, Raphael. Läufer F5 mache ich mal, ziehe den dazwischen. Aber spielt auch schon wieder ein bisschen mit dem Feuer, sage ich mal. Ja, ich pack schon mal die Maus an. Ja, pack schon mal die Maus an. Ja, damit ich schneller ziehen kann, weil ich mit dem Oh, Team der hier. spielt so stark. Ja, der ist doch gut. Ja, schlag weg, komm, hau den weg. Den hatte ich auch geplant. Ich habe schon G4. Ja, Punkt. das ist gut. Ich hatte das gar nicht auf der Rechnung hier mit diesem F6-Zug, aber das hilft uns. Das rettet uns Das. nochmal. Ja. Ja, Ich ich glaube, hoffe. es geht in die richtige Richtung. Er hat jetzt seinen König geschwächt. Bald kommt der Konter, Raphael. Also mach dich darauf gefasst. Oh, das ist. Oh. Jetzt macht er hier den Michael Thal und opfert die Dame. Ja, bei den Springer E6, ne? Ja, okay. Aber ich glaube, die Dame müssen wir trotzdem schlagen. Ja, tut nichts. Gut, ist halt so. Ja, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also das Schön. Endspiel sieht eigentlich ziemlich gut aus für uns, finde ich. Ja. Also, ich glaube, jetzt stehen wir bereits besser oder klar besser. Ja, den schlagen wir mal. Jetzt haben wir sogar einen Bauern mehr. Ja. Puh. Okay, Puh. noch ist die Gefahr nicht ganz gebannt, aber Naja. das sieht schon deutlich besser aus als noch vor ein paar Zügen. Ach, das tut mir leid für ihn. Ach, warum? Also besser so als. Naja, ich weiß nicht. Raphael macht beide. Oh, was ist das denn? Aber jetzt gehen wir auf seinen König. Ja, so. So ist okay, komm. Wie, wird es keinen Schach geben? Komm, auf den König König. H1 bringt auch nicht so viel. Naja, dann bringen wir noch die Türme auf die H-Linie und dann ist matt. Haben Egal, E4 auch super, wir gedeckter eh. Freibauer. Und jetzt kommt der Genau. Springer ins Spiel und jetzt geht es nur in die andere Richtung. Aber die Zeit, ne? Die Zeit. Vor allen Dingen, wenn der TBG hier sitzt, mit Kirschwasser gefüllt, kann sein, dass er sich auch vertut im Team wieder. Ja gut, die Gefahr besteht natürlich immer. Aber bei 1,47 bin ich jetzt noch nicht so besorgt über die Zeit. Jetzt muss Raphael besorgt sein über seinen Turm auf jeden Fall. Was ist denn hier los? 2 gegen 1, sagt Frank Ja, Oliver. aber das ist nicht zu Ja, unserem Vorteil, denke das ist ich. nicht der Vorteil, ne? Genau. Denn wir Schade, spielen Raphael. hier, ja. Wir spielen hier abwechselnd und manchmal hat der andere vielleicht ganz andere Pläne. Aber hier hatte Raphael wirklich eine sehr gute Chance, uns zu schlagen, nämlich an dieser Stelle Läufer G5 und dann hätten wir mehr oder weniger aufgeben müssen. Ich mache mal kurz Analysebrett. Erstmal danke an Schachbander für die 5 Euro und den netten Satz. Schachbander hat auch einen YouTube-Kanal, kommentiert auch mal sehr viel bei uns beiden, glaube ich. Ja, und starker Spieler auch über 2-3. Das weiß ich nicht, weil ich weiß gar nicht, wie er heißt, richtig, ehrlich gesagt. Ja, Schachpanda. Nee, das weiß ich auch nicht, aber. Bei den Feed einfach mal Schachpanda eingeben, mal gucken, was rauskommt, ne? Ja, also hier Läufer G5 ist plus 9. Da wäre hier nicht viel möglich gewesen. Springer G5 dagegen ist nicht so klar. Aber Läufer G5 ist die Idee, wenn die Dame zieht, dann kommt Dame H4 Schach und dann ist es hier matt gegen den König und dann wäre Ja. es vorbei gewesen. Da hätten wir F6 spielen müssen wahrscheinlich, ne? Ja, also wir hätten, also ja, wir hätten es wohl nicht retten können. Eine Frage ist gerade von Docho Diddy. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig gesagt habe. Wie kann man denn donaten? Also wie kann man denn spenden? Ich glaube, bei Twitch geht das noch nicht. Ich bin noch relativ neu. Aber bei YouTube gibt es den sogenannten Super Chat und da kann man theoretisch etwas spenden und dann wird diese Nachricht hier auch hervorgehoben. Gut, ihr könnt bei mir spenden dort, ne? Da bin ich Ja, das geht natürlich auch. schon am Das geht Start. natürlich auch.
So, wir gehen rüber zur nächsten Partie. Du hast ja gerade ausgewählt, dann mache ich das jetzt mal. Boah, das ist hier eine lange, lange Liste. 184 Partien haben wir. Ja, die werden wir schon durcharbeiten. Ja, dann sitzen wir morgen früh hier noch. Okay, ich nehme mal hier. Ja, also es ist wirklich random im Prinzip. Nehme ich die Partie an von Krali. Warum spielen wir eigentlich jede Partie mit Schwarz? Das finde ich ein bisschen seltsam. Komisch, ne? Ja. Jetzt darfst du wieder auswählen, ne? Okay, was hatten wir denn noch nicht? Ja, ich habe doch gesagt, ich spiele Französisch. Ja, Hier. Französisch ist völlig in Ordnung. Ist nur die Frage, welche Variante aufs Brett kommt. Ja, solange nicht Abtausch aufs Brett kommt. Und schon kommt's. Ja, okay, dann mache ich nicht mit. Dame D5. Was haben wir denn jetzt? Alla Penzicillana gleich? Jetzt haben wir quasi. Ja, sowas in der Art oder skandinavisch. Aber Alapin, okay. Alapin, damals, Alapin. Ja, wunderbar, dann passt das auch wieder. Aber der Läufer gehört eigentlich nach G4. Ja, das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Tut mir Okay, leid. das stört uns aber nicht. Okay, Läufer tauschen wir gerne, ist kein Problem. Ja, Bullet-Partie ist, glaube ich, nicht so angebracht heute, weil wir sind dann völlig überfordert. Ja, also dann würde, glaube ich, dann würde ich einfach mal übernehmen für eine schnelle Runde. Können wir zwischendurch auch mal machen. Ihr könnt gegen ihn spielen Bullet. Also für mich macht es wenig Sinn, weil über TeamViewer ist es ein bisschen, naja. Ja, ein bisschen schwierig umzusetzen, ne? Was heißt denn? Hast du Premove gemacht? Ja, du warst noch gar nicht dran und hast dann schon. Ich habe schon gezogen, ne? Hat zum Glück funktioniert. Er hat nicht C4 gespielt, sonst Ja. hätten wir ein Problem gehabt. Ja. Hier eine Challenge für euch von Timothy. Wir sollen mit Damiano gewinnen. Kennst du Damianos Verteidigung? Ja, ich hatte das am Freitag auch in einem Simultan. Ich habe die richtigen Züge gefunden. Echt? Ja, du bist auch ein starker Spieler, ne? Ja, gut, Damiano kenne ich natürlich, ne? Das ist mir durchaus bekannt. Ja, er kennt alles, ey. Das ist schlimm mit dem Jungen. Der ist ein Theoriebär. Aber ich wusste nicht, dass das Damiano heißt. Also das habe ich tatsächlich von dir gelernt. Was ist hier eigentlich los? Irgendwie wird Nichts. mir. Irgendwie ist nur noch Twitch angezeigt im Chat. Also zumindest im Video. Da ist irgendwas nicht ganz richtig. Ich glaube, da werde ich gleich mal einen Blick drauf werfen. Aber wir konzentrieren uns zunächst weiter auf diese Partie. Ja, und da sagst du es ganz richtig, da ist gar nicht so viel los. Da läuft es weiter. Vincenzo hat schon wieder 2 € gespendet. Ich hoffe, ihr Okay. macht öfter entspannte Abende zusammen. Danke, Vincenzo. Molto bene. Ja, da Mutti, musst du der ist weiter einen aber. Blick drauf werfen, weil ich habe das jetzt hier. Was Der denn? YouTube-Chat, der ist wahrscheinlich, das wurde hier überlastet. Also ich sehe ihn ganz normal. Ja, ich meine jetzt von meinem Programm hier Restream, was ja auch in den Stream eingebunden ist. Und da sind aktuell nur Twitch-Nachrichten zu sehen. Ah, okay. Also Vincenzo, auf jeden Fall nochmal danke. Was heißt nochmal vielen Dank auf Italienisch? Molto, molto grazie, glaube ich. Molto grazie. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, leck mich doch. So, was machen wir denn hier? Partner, nehmen möchte ich nicht. Ja, Oh, vorbei, shit. oder? Ja, klar, aber dann spielt er C4. Ja, es ist wie es ist. Nee, guck mal, er spielt gar Das nicht. ist schön. Ja, C4 wäre besser gewesen. Jetzt freuen wir uns. Okay, ich Jetzt schlage kannst du mal. nehmen. Du kannst nehmen. Ja, ich nehme mal mit dem Läufer, mit Tempo, greift den Turmmann auf E1. Mille grazie, okay, alles klar. Mille grazie an Ah ja, mille Vincenzo. grazie. Grazie. Sag mal grazie. Also ich jetzt? Jetzt, wer denn sonst? Ja, ich weiß nicht, vielleicht Vincenzo? Grazie. Wie soll er das denn sagen? Ja, ich bin jetzt kein Italiener, also ich kann das jetzt auch nicht richtig sagen. Mit ein bisschen Übung, Niklas, kriegst du auch Italienische. Okay. Du bist dran, glaube ich. Ach so, ja, steigen wir mal ein. Turm C2 kommt Springer D4, bringt noch nicht so viel. Haben wir Spanier im Chat? Dann kann ich ein bisschen Spanisch reden. Ja, ich spreche auch Spanisch. Wirklich? Podemos hablar Oi. español. Sí. ¿Dónde aprendiste español? Con el internet y visité Sudamérica en Oi. enero y febrero, Colombia y Perú. Y... Okay, ich glaube. Dos meses. Sí, Dos meses exacto. en Sudamérica y habla español. Cree que habla español. Sí. Okay, ich glaube, wir sollten für den Großteil der Zuhörer wieder auf Deutsch wechseln. Sonst fragen sie sich auch noch, was hier los ist. Bin ich dran?
Ja, ich mache einfach mal einen Zug. Turm C2. Springer B3. Man kann einen Slow-Modus reinmachen im YouTube-Chat. Wie, was? Was? Weiß ich nicht. Okay. Nee, das hat ein Mod gefragt, glaube ich. Ach so. Sind wir dran? Wir sind dran, ne? Okay. Ja, ich mache nochmal einen Zug. Ja, Wir. und dann nehme ich den Bauern, okay. Ja, genau. Wobei ja A5 hängt auch, ne? Ja, aber dann nehmen wir den A4 auch noch. Das passt schon. Du hast natürlich schon wieder weitergerechnet, ne? Wahnsinn. Ja, ich werde auch nicht so vom Chat abgelenkt, weil ich sehe ihn gerade gar nicht. Also den YouTube-Chat. Ja, nach der Partie kannst du ja mal gucken, ne? Ja. So, wir haben einen Bauern mehr, aber Bauern an einem Flügel ist jetzt noch nicht so eindeutig. Von daher mal sehen, ob wir das hier zum vollen Punkt verwerten können. Springer D6. Jetzt können wir aber vielleicht eine Fesselung machen oder sowas in der Art. So. Du bist dran. Ach, bin ich? Ja, ich habe doch Okay. gerade gezogen, König G6. Ja, manchmal ist das nicht so nachzuverfolgen. Ja, Genau, wir ja. spielen gerade einfach gegen unsere Abonnenten oder gegen Leute, die zuschauen, komplett offen und spielen dabei verschiedene Schachvarianten. Also gerade machen wir abwechselnd ziehen. Nachher machen wir sicherlich mal Was denn? dass einer die Figur sagt und der andere Ah, den Zug. Hand in Brain. Wie sollen Hand. wir den? Ach so, okay. Ja, ich weiß nicht. Ich wollte lieber die Springer auf dem Brett halten, weil das hält noch Ja. mehr Potenzial in der Stellung. 4 gegen 3 ist aber technisch nicht so einfach zu halten, mein lieber Great Game. Das ist jetzt wahrscheinlich einfach nur Remis, egal. Wie, warum? Wir haben doch jetzt auch einen Bauern mehr. Der gewinnt ja doch auf G7. Ja, okay, hast schon recht, aber ich glaube, hier ist mehr Potenzial für ihn noch fehlzugreifen. Wir haben keine Zeit mehr, vor allen Dingen. Naja, wir kriegen 3 Sekunden. Ach so, ach so. Ja, alles entspannt, alles entspannt. Jetzt kriegt er ja noch einen. Ja, aber dafür haben wir den E-Freibauern. Das ist Schwarz. unser Trumpf. Sag ruhig das Wort, was du gesucht hast. Nee, mir ist aber nicht eingefallen, was soll ich denn machen? Unser ganzes Gut? Unser Nee. ganzer Stolz oder was Ja, unser meinst du? ganzer Stolz, genau. Ich glaube, unseren Stolz müssen wir jetzt noch weiter nach vorne bringen, oder? Der ist nicht zu decken. Stimmt, jetzt kann er kein Springer E4 mehr spielen. Ah. Ja, naja, was soll's. Unser ganzer Stolz rettet das schon. Ich vermute mal nicht, aber gut, probieren wir es mal. Na klar. Guck mal, wie schlecht sein Springer steht hier Stimmt, den haben auf wir. E8. Den haben wir. Wie, den haben wir. So, jetzt haben wir doch erstmal einen Schach. Bringt das was? Ja, das bringt viel. Komm, gib nochmal einen Schach. Ja. Niklas ist sehr ehrgeizig, das merkt man so bei solchen Blitzpartien oder. Das ist unglaublich, der GM. Ja. Der GM. Wir sehen das dann nächste Woche, wenn wir mit deinem Profil spielen, ne? Was soll denn dann sein? Dann gewinnen wir natürlich, ist ja klar. Ja, dann sehen Ja, wir jetzt aber, kann er wie den Bauern ehrgeizig du leider. bist. Ich bin eigentlich nicht so ehrgeizig. Ah, ja, Ach so, ja, ich cool. wollte den Zug machen gerne. Okay. Du schlägst gerne Türme, ja, ich weiß. Ja, gut, ich wandle auch gerne Dame um, von daher, es nimmt sich nicht viel. Okay, müssen wir jetzt noch nach Hause schaukeln irgendwie, ne? Ja, wir können ja gucken, ob wir den Springer nicht irgendwie. Ja, aber der Springer, der kehrt jetzt zurück. Mach Ach einfach du. irgendeinen Zug. Ja, Ja, Springer doch, F6 lass ist mal wunderbar. bleiben. Springer F6 Doch, ist doch lass mal gut. bleiben. Der Springer wird dominiert. Keine Felder für den Springer. Ja, Springer H5. Gut, Ja, ich nimm tausche Bossen mal auf. ab. Der Turm mehr sollte sich durchsetzen hier. Da bin ich guter Dinge. Denn die Bild und weißen Ton ist Bauern. asynchron bei uns? Ein bisschen, ne? Bitte? Bild und Ton ist ein bisschen asynchron, ne? Aber nicht so viel, glaube ich. Ja. Gut, Spannend kann ist. ich jetzt leider nicht beurteilen. Also, aber ich glaube, es lässt sich verschmerzen. Okay, wir Niklas, müssen. seine souveräne Technik bekannt? Naja, ich glaube, Turm E8 wäre besser gewesen. Ich mache irgendwas, ist egal. Ja. So, jetzt fällt der erste Bauer, weil es ist im Zugzwang. Also G6 kommt. Ja. Ich kann pre-moven, ne? Kannst du machen, ja. Eingebaut. Okay, aufgegeben. GG. Alles klar.
Krali. Du kannst vielleicht erstmal gucken, ob das mit dem Ding jetzt. Ja, ich starte mal das Ding hier neu hier, diese Geschichte von Restream. Mango Mann, ich trinke Primitivo. Das ist ein ganz leckerer Wein. Nur vom Feinsten. Nur vom Feinsten. 1900 Zuschauer haben wir inzwischen. Wow, können wir die 2000 noch knacken oder was? Ja, lüge ich denn? Wäre gut, oder? Wo kommen die Leute überhaupt noch her jetzt? Ich meine, wenn die nicht am Anfang dabei waren? Naja. Weiß man Vielleicht nicht, ne? manche schalten das später ein. So, ich schau mal kurz. Ja, Ja, manchmal mach ist das das ein Zeichen. bisschen seltsam hier mit Restream, aber wir machen sofort weiter. So, jetzt dürfte es wieder passen. Jetzt müssten auch wieder gleich die Kommentare reinkommen. Okay, dann nehmen wir mal die nächste Partie an. So, du darfst wieder auswählen, Ja, lass mich Gary. da mal kurz dann einen nehmen. Geh mal ein bisschen runter. Hier einen aus der Mitte. Einen 3-0er hier, Mikaka. Ist ein bisschen Nice. stärker. Ist Dann natürlich haben auch wir eine was. flotte Partie, ne? Ja, 3-2 vielleicht dann. Den Dameneinsteller hier, komm. Nee, ich will aber gewertet. Martinovic. Wie warum wird es denn gewertet? Was soll denn Ja, das? damit du Punkte verlierst, wenn wir verlieren. Ja, bisher habe ich Ich noch fange keinen an. einzigen Punkt gewonnen, oder? Ich fange an, wenn ich könnte. Geht gerade nicht. Warum geht das nicht? Ja, E4 wurde durchgesetzt. Jetzt bist du. Wieso? Du bist doch. Ach Ach so, so. ich habe E4 gespielt, dachte ich Ach zumindest. du. Dann bist du jetzt wieder Ja, dran. guck mal hier, für dich, Georgis. Ja, selbstverständlich. Der italienische Killerangriff. Mal gucken. Schade. Doch nicht. Ja, das ist jetzt eher der solide, aber giftige Italiener, oder? Was für ein giftiger Italiener. Hä? Ich dachte, so heißt dein Buch. Ach so. Heißt das nicht so? Nee, der langsame? Nee, wie heißt es? Genau, The Slow but Venomous Italian. Und zu Deutsch? Okay. Das solide, aber giftige Ja, genau. Italienisch. Irgendwie sowas. Ja. Also wer es nicht kennt, Georgis hat ein sehr gutes Buch geschrieben über Italienisch, wo er auch diese Variante hier bespricht. Und da hat man quasi ein komplettes Repertoire gegen die offenen Spiele, gegen erstens E5. Und da habe ich auch reingeschaut und mir ein bisschen was abgeguckt. Ja, ich erinnere mich, ich habe dir da mal so ein paar Sachen zukommen lassen. So, wie sieht's aus? Wir spielen bisher normale Züge hier, entwickeln unsere Figuren. Springer A5. Er will jetzt unbedingt, dass wir seinen Läufer tauschen. Na gut, tun wir ihm mal den Gefallen, wenn er noch so viele Tempi verlieren möchte. So, B4. Keine Ahnung, ob das gut ist. Ja, doch, ein bisschen Raum gewinnen. Das Immer. sieht definitiv gut aus. Ja, spielen wir mal Springer C4. So. Sieht ganz vernünftig aus bisher. Solche Ja, Stellungen ist sind dir ja bekannt, oder? normal, ja, geht doch auch. Ja, aber ich spiele jetzt nicht so häufig Italienisch. Okay, Springer D7. Da sagt jemand. Ja. Bin ich dran? Nee, was? Ja, ich habe einen Zug gemacht, weil du warst abgelenkt. Jetzt bist du dran. Ja, ich lese im Chat, da sagt jemand, besser als TeamViewer ist was anderes. AnyDesk, habe ich noch nie gehört. Ja, kenne ich auch nicht. Aber ich finde, es funktioniert bisher ganz gut. Ja. Ja, nochmal danke der Hinweis. Es wird gerade nur der Twitch-Chat angezeigt im Stream. Ich bin mir dessen bewusst. Ich werde gleich nochmal schauen, ob sich da was machen lässt. Aber kann ich jetzt aktuell während der Partie nicht so gut beeinflussen. Kann ich mein Video über Londoner System machen? Ja, demnächst mal. Herr Londoner System erfreut sich großer Beliebtheit. Ja, sowohl bei Profis als auch bei Amateuren. Ja. Wie ist die Stellung? Wir stehen hier ziemlich gut mit dem Zentrum, unserem Raumvorteil. Der Springer auf B8 steht auch nicht besonders gut und jetzt E5. Ja, den kann man Ja, wegnehmen, ne? vermute ich. Ich habe es nicht Aber ausgerechnet. ja, gut, da war auch nicht. Ich glaube, war nicht so viel zu rechnen. Ich spiele erstmal Dame B3, Dame auf dem Brett halten, ein paar Drohungen aufstellen auf der langen Diagonale. Und den Bauern können wir uns immer noch einverleiben auf E5.
Springer schlägt E5, Dame D4 hast du gerechnet, ja? Läufer B2. Ja, F2 hing auch, aber wir hatten Springer G6 und den haben wir jetzt auch. Ja, wenn ich den ziehen könnte, mal. Ja. Ja, sorry. Der News Time ist hier. Wer ist News Time? Bekannter YouTuber? Sorry, sag mir jetzt erstmal nichts direkt und du bist am Zug. Läufer B2? Ja. Ja, oder Weiß E5. nicht. Ich. Aber ich bin eh nicht so YouTube, ich kenne mich da eh nicht so gut aus Ja. in der Szene. Newstime hört sich aber noch einen Nachrichtenkanal an, so ProSieben-mäßig. So, E5, Bauer nach vorne, Ja, wer mit Knall Läufer im Meer sieht gut aus. angreifen. Ja, Dame D3 Schach ist auch noch eine Idee. Hier, ich Nicht alles zeige. verraten, ich muss auch einige selbst finden. Ja, das traue ich dir zu. Doppelangriff quasi. So, genug Pfeile. Ja, mach ihn selbst. Also wenn das der News Time ist, dann hat er 340.000 Abonnenten auf YouTube. Okay, wow. Das ist also schon eine Marke. Schon eine Marke. Ja, ich gucke gerade ein cooles Banner auf seinem YouTube-Kanal. Ich glaube, das ist er auch, weil das ist das genau das gleiche Banner, was er da. Ja gut, dann Grüße gehen auf jeden Fall raus an Newscast. News Time. Ah, sorry, ja, sorry. Ich habe auch gerade gedacht, Newscast, das klingt irgendwie verkehrt. Okay. Wir haben schon gewonnen. Haben wir? Ah Haben wir ja. aufgegeben, Martinovic. GG, Alles klar. Martinovic. Danke für die Partie und wir machen weiter. So, ich würde sagen, machen wir mal ein anderes Format, oder? Okay, wir nehmen hier mal Hand in Brain Dunspieler. oder was? Hand in Brain oder wie? Ja, machen wir mal Hand in Brain, würde ich sagen. Ja, erklär den Leuten auch, was das ist. Genau, Hand in Brain, also Hand und Gehirn. Zu Deutsch klingt es nicht so cool, aber worum geht es? Einer sagt die Figuren, der andere zieht sie. Und ja, das ist es auch schon. Also ist nicht so kompliziert. Okay, bevor wir starten, ich will noch mal kurz schauen, ob ich das hier irgendwie reparieren kann Ja, mach mal. mit YouTube. Also das scheint zu funktionieren. Ein Restream. Newstime ist so ein Sauf-Streamer. Stimmt das? Wie, was? Nee, ich lese gerade nur, was hier steht, so ein bisschen. Ja. Ist Sauf-Streamer, aber ich weiß nicht, ob die damit den Newstime meinen. Ein Saufstreamer? Was soll das heißen? Das, Ja, so diese. einer wie ich da, der hier so Ach viel Musik so, trinkt zwischendurch, ein der mal bisschen. ein Kirschwasser trinkt. Genau. Du bist ja völlig abstinent, ne? Größtenteils, ja. Aber beim Stream bisher ja. Es gab noch keinen Grund zur Flasche zu greifen. Kein Grund, sagt er. Braucht man einen Grund irgendwie? Das gibt's aber gar nicht. Bisher gab es noch keinen Grund. So, also das sieht gut aus. Sonst binde ich gleich einfach manuell den YouTube-Chat ein, weil da kommen ja doch ein paar mehr Nachrichten rein als bei Twitch. Muss man ganz klar so sehen. So, ah, jetzt. Ja, was machen wir denn jetzt? Moment mal, Moment mal. Ich will noch mal kurz schauen, ob jetzt Ja, lass dir YouTube. Zeit, lass dir Zeit. Wir haben ja den ganzen Abend. Was ist GG, fragt jemand. Ah, Wo? jetzt kommt YouTube wieder rein. Jetzt funktioniert das wieder. Okay, GG heißt Good Game, oder nicht? Ja, klar, natürlich. Tö. Das ist ein typischer Gamer-Slang halt, ne? Das kennen wir noch. Gamer Slang. Ja, so, Ja, das jetzt. gibt es auch. Okay, Was ist denn? dann sag mal was an und ich mache die Züge. Ja, F4. Also das Ach Spiel geht nee, so. ich muss Bauer sagen, ne? Ja, so geht das Spiel. Genau, ich erkläre das nochmal. Also, Ja, einer sagt Bauer. die Figur dann und der andere zieht sie. Bauer. Nee, warte, weißt du, was wir machen? Wir sagen nicht die normalen Wörter, wir sagen die anderen Wörter. Ich sage jetzt Plepp. Kennst du nicht Plepp? Nee, also ist das Bauer, Altes oder wie? Wort für Bauer, klar. Ja, aber ich glaube, es ist dann verwirrend für die Zuschauer, oder? Okay, wir machen nochmal. Je länger der Abend wird, dann machen wir das viel lustiger. Erstmal Bauer. Okay, also F4 habe ich abgewehrt. Springer. Okay, gut. Bauer. Das heißt, du hast ein lustiges Wort für jede Figur, oder? Kennst du den? Natürlich. Hallo? Springer. Okay. Springer.
Wir spielen 5 plus 3, okay, das ist nett. Ja, entspannt, ne? Mal eine entspannte Runde, können wir auch wieder ein bisschen mehr auf den Chat schauen. Was sage ich denn jetzt? Er stellt Dame, glaube ich, ne? Ja, das wäre gut, danke. Bitte reit mich nicht rein. Nein, ich gebe mein Bestes. So. Dame Oh, F6. was ist das denn jetzt? Er will die Dame vom Brett nehmen, so früh in der Dame, Partie. Dame, Das. auf jeden Fall. Auf jeden Fall Dame, den Rest kannst du selbst überlegen. Ja. Ja, die Damen tauschen wir nicht so früh. Die Damen wollen wir doch auf dem Brett halten. Ist einfach schöner mit Damen. Läufer? Ja, da habe ich erstmal eine breite Auswahl. Ja, genau, deswegen habe ich das auch gesagt. Ja, es ist manchmal einfacher als Brain, ne? Einfach irgendeine Figur sagen, wird Fall. schon passen. Ja. Moment. Jetzt wird gerechnet. Wollen wir Spaß haben? Ja, mach schon. Klar, Springer. Okay, hauen wir rein hier auf B5. Komm, man gönnt sich ja sonst nichts. Und ich Ja, ich habe glaube, nur das einen ist auch Ausweg gedacht, objektiv aber vertretbar. ja, denke auch, weil der König rumlaufen muss. Annas Schachkanal ist auch dabei. Ja, schön, dass du auch einschaltest. Und sie sagt, Herr Stimmt. Nüstheim sieht in echt schon ein bisschen so aus wie sein Logo. Okay, ja, müssen wir uns mal anschauen. Grüße gehen auf jeden Ja. Fall raus, auch an Anna. Er hat auf B2 geschlagen. Das ist eiskalt, ne? Oh, er greift den Turm an. Dann sage ich jetzt mal Läufer. Aber langgezogen, ja? Mit dramatischem Effekt. Ich war mir noch nicht sicher, deswegen habe ich hier. Ja, aber die Dame ist gefangen. Die hat keine Felder. Grüß dich, Anna, übrigens. Georgios, Herr Nüstern sieht echt schon ein bisschen aus wie sein Logo. Oh, Läufer, ne, oder? Ja. Und wir schlagen jetzt den hier, weil wenn wir die Dame schlagen würden, dann würde er auch unsere Dame schlagen. Von daher schlagen wir auf B5 mit Schach. Und dann können wir im nächsten Zug seine Dame schlagen. So, wo sind wir? Läufer? Jo, hier. Ja, das ist natürlich jetzt unspannend, weil er hätte natürlich den Springer nehmen müssen auf B5. Ja, das können wir ja gleich nochmal kurz zeigen. König, Rochade, keine Ahnung, König, Turm. König, ja, König. König sagt man an der Stelle. Bauer. Ja, auf geht's. Linien öffnen. Das ist generell eine gute Strategie, wenn der König in der Mitte ist und wir ihn angreifen wollen. Dann spielen wir die Bauern nach vorne, um Linien zu öffnen. Was hat er gemacht, Bauer? Ja, er hat Springer gemacht, aber wir machen Bauer, genau. Jetzt Läufer. Okay, das kam jetzt wie aus der Pistole geschossen. Gibt es hier irgendwas ganz Offensichtliches? Ich mach mal den. Nee, okay. Ja, den habe ich nicht gedacht, aber macht nichts. Welchen wolltest du Dame? denn machen? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Also, okay, na gut, dann nicht. Oh, ich habe den Läufer eingestellt auf B2. Ah, nein, Nee, Dame. das hat er natürlich, das war so beabsichtigt. Und jetzt im nächsten kannst du schon den Turm. So, das Matt nähert sich, würde ich sagen. Aber noch haben wir es nicht ganz. 2 € von The Not That Big Greek. Wollen wir zu dritt mal Halma spielen? Dafür musst du, glaube ich, ein bisschen mehr zahlen. Also 2 € reichen dafür nicht, um Halma zu spielen. Kannst du Halma spielen, Niklas? Da muss man doch von einer Ecke in die andere gehen, oder? Ich habe das mal mit meiner Oma gespielt. Ziemlich Ich sicher. kenne das. Ich weiß nur, wie es aussieht, aber ich habe es noch nie gespielt. Okay, alles klar. Danke an Dan Spielt für die Partie. Also hier nach Springer schlägt B5, den müsste man herausschlagen, aber ich glaube auch dann, Analysebrett, auch dann, ja, ist das hier, ja, plus 9 ist das schon. Okay, so viel hätte ich jetzt nicht gedacht. Echt? Ja, krass, ne? Aber gut, mit dem König hier auf E7. Ja. Das ist leider, Springer schlägt B5 war ein ziemlich guter Zug. Okay. Ja, liegt aber auf der Hand, ne? Bisschen, ja. Ja. Alles klar, danke an Dan Spielt für die Partie.
Und Arne schreibt, ich wirke ein bisschen unkonzentriert. Wie kommt er denn darauf? Ich gebe hier alles heute Abend. ja, also bisher haben wir alles gewonnen. Ich finde nicht, dass man hier irgendwas uns vorwerfen könnte. So, Ja. dann kannst du wieder auswählen eine Partie, wenn du magst. Ja, sehe ich. Slavina ist jetzt doch wieder nett. Gerade ziemlich langweilig gefunden, aber jetzt findet sie mich nett. Viele Grüße. Ich sende dir all meine Liebe. Was ist überhaupt Seni für ein Name? Ist das ein Mädchen oder ein Junge? Was meinst du? Seini? Ja. Keine Weiß ich Ahnung. nicht. Ne, ich auch Okay, da du jetzt hier nichts auswählst, mache ich das mal. Nimm den Ameisenigel, der hat 5 plus 3, das ist okay. Den Ameisenigel. Nee, ich habe jetzt mal Bock, eine Bullepartie zu spielen gegen Das Plubberlusch. machst du aber, ne? Ja, das mache ich hier. Gegen Plubberlusch, der hat Blabberlust. mich nämlich zweimal geschlagen schon in meinen letzten Turnieren und ich bin jetzt auf Revanche aus hier. Blabberlutsch, Blabberlutsch, Nee, Blabberlutsch, Blabberlutsch. Plubberlutsch. Oder Blubberlutsch, ist mir egal. So, Der wenn sagt er auch denn da ist, wenn Best. er das jetzt hier gesehen hat. Wir warten mal noch kurz. Ja, jetzt ist das doch. Hier eine Partie Bullet zur Abwechslung. Ja, hau rein. Ja, ich mache ja schon. Blubberlutsch, Blubberlutsch. Wer steckt dahinter? Ein guter Spieler wahrscheinlich, ne? Ja. Also, spielen kann er auf jeden Fall. So, Neidorf haben wir auch noch hier. Ja, man darf natürlich nicht, ich kommentiere, du konzentrierst dich mal darauf, dass du die Revanche kriegst. Ja, das geht schon. Plubberlutsch Ja. spielt relativ langsam hier für eine Bulle-Partie. Na, das muss Das eigentlich stimmt zack, zack, allerdings. zack kommen. Das Ja. muss doch hier. Die Ja, Züge klar. müssen wie aus der Pistole geschossen, bis die kommen. Vor allen Dingen bei so einer Theorievariante. Ja, jetzt sind wir nicht mehr so theoretisch dabei. Sind wir, glaube ich, schon raus. Aber. So, jetzt muss doch wieder knallen hier, oder? Soll ich knallen? Ja, knallen wir mal rein. Ja, die Leute wünschen sich eventuell auch Eröffnung. Das macht auch Sinn. Ich bin ein großgeratenes Kind, sagt jemand. Da hat er recht. Das ist, glaube ich, sogar mein Mod. Aber das Ich ist glaube, doch den ein schmeiße ich Kompliment. raus, ey. Ich glaube, den schmeiße ich raus. Wie kann man als Mod sowas sagen zu seinem Chef? Das ist doch ein Kompliment. Ja, ich weiß. Aber guck mal hier, Springer schlägt E6, lässt sich kaum verhindern. So, er läuft jetzt weg mit seinem König, aber das sieht gut aus für mich. Okay, den snack ich mir auch noch auf E6. Ja, das Snacken hast du von wem? Das ist mein normaler Spruch, verstehe ich, was du meinst. Okay. Nee. Ich sag das auch immer. Ach so, das heißt, du hast das also von mir. Nein, ich hab's von. Nee, Ilja sagt das immer. Ach, Ilja sagt das. Okay. Du hast das also von Ilja. Richtig. Snacken irgendwie, ja. Was ist denn das für eine Partie gewesen? Du hast ja noch 30 Sekunden fast. Ja, also ich weiß nicht, ob Plubberlutsch das auch mitbekommen hat, dass es eine Bulle-Partie war. Nee, Spaß. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Plubberlutsch und hier. Ja, hat das ganz gut funktioniert mit diesem Opfer scheinbar. Und hier lässt sich der nicht decken, ne? Wenn der irgendwie den Springer zieht, dann kommt trotzdem Springer schlägt E6. Ist matt. Ja, smart. Okay, ich habe Schönes meine Game, Revanche bekommen, Niklas. endlich. So, Ja, jetzt danke bin ich dir. dran und Jetzt such du mach. mal einen aus, genau. Genau, ich suche mir einen aus. Ich suche mal einen aus, der auch immer bei mir ist. Der war ein Patterkäfer. Komm. Obwohl, nee, warte mal. Ist natürlich fies, wenn du erstmal das sagst und dann nicht nimmst, ne? Ja, du hast recht. Den muss ich jetzt nehmen, sonst ist er traurig. Den muss ich jetzt machen. Wompatta-Käfer. Ich habe so viele Baumas. Wompatta, Wompatta-Käfer. Warum Maikäfer? Das verstehe ich nicht. Okay, machen wir nochmal, dann sag ich diesmal die Ja. Figuren an, okay? Ich sag Bauer. Du bist dran, Wompatta. Jo, Bauer. Da Oh, jetzt fragt sind wir hier jemand in mich. Gefilden, da komme ich gar nicht klar. Ich auch Damengambit. nicht. Ich spiele normalerweise kein D4. Ja, was machst du denn dann hier, Bauer? Ich weiß es nicht. Du willst mal freestylen. Noch. Ist auch in Ordnung. Oh, F6, Damiano ist es hier quasi, ja? Ja, Läufer. F6 ist eher ungünstig, weil es den Springer verstellt, also das Feld für den Springer und auch den König schwächt. Insofern. Ja, Springer. Mit dem Ziel ist ja nicht so einfach. Ja. Ich
glaube, Springer E2 ist eine Feinheit, um den F-Bauern noch ziehen zu Ja, können. das ist genau, das ist hier die Theorie. So, jetzt E5. Ja, das ist ein guter Zug. Ja. Ja, ich sag mal Dame. Mal schauen, ob da irgendwas geht da auf der Diagonale, auf der geschwächten Diagonale, möchte ich sagen. Weil Schwarz schon F6 gespielt hat, sind da die Felder anfällig. Jetzt sage ich mal Läufer. Uiuiui. Ja, aber das ist doch eine schöne Lektion hier. Das passiert, wenn man früh den F-Bauern zieht. Dann passiert genau das, dass hier das Matt kommt auf den weißen Feldern Dame. Also, vielen Dank an Baum, Pater, Maikäfer. Und hier, um das nochmal kurz zu sagen, das Problem war hier dieser Zug. Das hat letztendlich auch zum Verlust geführt. Der Zug F6, besser eine Figur entwickeln. Springer F6, Springer C6, E5, C5. Man kann hier viel machen, aber F6 hilft der schwarzen Stellung nicht besonders. Das weiß Niklas auch sehr genau, weil er zwischendurch, glaube ich, so ein paar Jahre lang angenommenes Damengambit gespielt hat, ne? Ja, wie gesagt, ich bin da flexibel. So einiges im Repertoire. Okay, dann sucht noch mal einen aus am besten. Frechheit. Stimmt überhaupt nicht. Na klar. Du spielst jetzt aber, ne, oder? Ja, ich kann wieder spielen. Andreas Ananda. 5-2. Okay. Einfach zufällig ausgewählt, ne? Ich mache da keine. Ich kenn ihn nicht. Ja, nicht so wie eben. Was machen wir jetzt? Ja, machen wir das nochmal, Ja, oder? das macht Spaß Sag eigentlich. nochmal die Figuren an und dann geht So, wir das haben los. Schwarz. Andreas, du darfst ziehen. Ja, geben wir ihm noch eine Sekunde. Hier war gerade eine Frage. Was ist eine geschwächte Diagonale? Das heißt einfach, dass Felder auf dieser Diagonale nicht von den gegnerischen Figuren kontrolliert werden oder weniger kontrolliert werden, vor allem nicht von den Bauern kontrolliert werden und so man diese Felder benutzen kann für sich selber. Und ich glaube, diese Partie müssen wir leider Gottes abbrechen. Tut mir leid, Andreas, aber wir können hier nicht so lange warten. Ja. Ach, jetzt hat er hat's noch gehört. Er hat's noch, ich habe gedacht, okay, komm, warten wir noch einen Moment. So, hat doch noch einen Zug gespielt. Alles klar. Sehr gut. So, der Big Greek, wir sind dran. Ja, jetzt nicht. Ach ja, Bauer, gut, Bauer müssen wir eh sagen. Komm. Was denn jetzt nicht? Also, Ja, gut, okay, was haben Springer wir heute ist noch nicht blöd. gemacht? Skandinavisch Springer hatten wir ist nicht. blöd. Bauer. Nein, Spaß. Nicht so früh den F-Bauern ziehen, das ist meistens eine gute Idee im Schach, in den Schacheröffnungen. Bauer. Okay. Springer. So, Springer raus, Dame angreifen, mit Tempo quasi, das ist doch ganz vernünftig. Die Öffnungsphase läuft schon mal ganz gut für uns. Was ist das denn jetzt so? Hält den Bauern gedeckt. Bauer. Bauer, gut. Ja, spielen wir es mal ganz normal. Ja. Schadet Springer. nicht. Springer nach E7. Aber nicht, dass er uns jetzt angreift mit Springer G5. Na, okay. Ui. Aber jetzt sind wir wieder dran. Springer. Ja, es Dame ging. angreifen. Bitte? Ja, Springer G5 wäre gefährlich gewesen, Kann sein, ne? Ja. Bauer. okay. Greifen wir den Läufer an. Bauer. Ja, den greifen wir nochmal an und dadurch ist unser Springer nicht mehr gefesselt und wir können hier uns bedienen, theoretisch. Springer. Okay. Ja, Springer, logisch. Ja, ich wollte kurz warten. So. Läufer. Läufer raus, schon mal gegen den König zielen. Das ist ganz nützlich. Sag mal, König. kennst du Ja. die Wayward Queen Attack, Georges? Diese Queen? Eröffnung? Nee. Okay. Aber Fried Liver Attack kennst du, oder? Ich weiß aber Ja. auch gar nicht mehr, was das ist. Das ist diese Fegatello-Variante.
Zwei Springer spielen im Nachzug. Dame. Zwei Springerspiel im Nachzug und dann was? Ach, dieses mit Springer G5 oder wie? Genau, und dann Ach noch so. Springer F7. Ach G4. so. Ach so, okay. Das ist Fried Liver oder Fegatello. Das ist gebratene. Nee. Gebratene Niere. Leber. Leber, genau. Liver ist Leber, logischerweise, ja. Oh, was ist das denn? Das ist ja. Gefährlich, was er hier macht. Gefährlich. Eieiei, ist das schon matt? Das muss ich ja denken, ey. Komm, Springer. Ja, Speer ist wahrscheinlich nicht so verkehrt. Es erinnert mich ein bisschen an ein Video, was ich heute veröffentlicht habe, wo ein Damenopfer kam mit verkehrten Farben von einem Altmeister, Edward Lasker. Aber das geht hier also nicht so gut. Deshalb machen wir mal was ganz Normales wie Springer C4. Den Leuten scheint es aber zu gefallen. Das freut uns natürlich. Schön, dass ihr alle dabei seid heute bei dieser Kooperation, bei diesem Spezial. Sollen wir es eigentlich schon verraten? Vielleicht verrätst du erstmal die Figur, die ich jetzt ziehen soll. Ach so. Dame. Niklas ist zu stark. Springer. Ja gut, du hast das ja auch geplant, oder? Also von daher. Ja. Sind So. wir dran? Ach so. Ja. Läufer. Ich glaube, er will hier uns auf Zeit bekommen, aber wenn mich nicht alles täuscht, kriegen wir Zeit dazu jeden Zug. Wir sind dran, ne? Ja. Bauer? Nein, ach, das war Quatsch. Nee, was? Was denn? War es jetzt schlimm, dass ich den gespielt habe, Sturm. oder wie? Sturm. Okay. Läufer. Außer Türm und Läufer kannst du eh nichts mehr ziehen, deswegen sage ich jetzt immer Turm und Läufer Ja, eigentlich. es wäre schon vielleicht ab und zu gut, einen Bauern zu ziehen. Also. Wir haben deutlich weniger Zeit, ne? Läufer. Ja, wir kriegen jeden Zug 2 Sekunden oder so dazu. Hast gar nicht die Frage beantwortet, ich habe es gerade gestellt. Läufer. Ja, Le Wululu fragt auch schon, ob wir jetzt eine YouTube-WG aufmachen oder so. Ja, Lövolu ist auch häufig Gast bei mir. Fast 2000 Zuschauer haben wir gleich. Wow, lass uns die 2000 knacken auf YouTube. Aber wenn wir Twitch noch dazu nehmen und Facebook nicht zu vergessen, Grüße an alle Leute auf Facebook, dann sind das schon über 2000. Ja, aber das zählt nicht. Ich auf YouTube hier, Okay, Läufer. lass uns die 2000 auf YouTube knacken. Also holt noch eure Verwandten mit rein, eure Freunde, gebt allen Bescheid, dass sie hier auch mal am Start sind und gerne auch uns auf eine Partie herausfordern. Es fehlen nur noch ein paar Zuschauer laut meinem. Laut deinen Berechnungen. Ja, mir fehlt hier mal wieder eine Figur, die ich ziehen soll. Läufer, Läufer, habe ich doch gerade schon gesagt. Ach, hast du schon gesagt? Sorry. Ja. Ich dachte eben, meintest du Läufer. Ja, jetzt wieder. Läufer. Aber die Turm D2 nicht, oder wie? Na gut. Jetzt geht die Partie noch deutlich länger. Turm, ist doch egal. Ja, es gibt fast 200 Leute, die noch auf eine Partie hier warten. Facebook gibt's noch? Fragt Django. Ja, Facebook ist so ein bisschen aussterben. Ne? Rainer Bonnard ist am Start. Hallo Rainer, grüß dich. So, wir sind dran. Turm. Jo, jetzt sind wir bei 2000. Jetzt hat der Jo. Niklas Traum erfüllt. Da hing was, ne? Ja, nehmen wir. Turm. Ja, schön. Power. Power. Ja, herzlich willkommen an alle, die jetzt auch ein bisschen später eingeschaltet haben. Wir haben heute ein Spezial mit The Turm. Big Greek und wir gehen jetzt hier auf Matt. Also wir spielen einfach gegen Abonnenten, gegen Leute, die uns herausfordern. Spielen wir hier eine Runde und haben eine gute Zeit, sag ich mal. Sagt. Giftige Stimmung zwischen den beiden, das stimmt doch gar nicht. Turm. Ja, Oder meinst du, das ist Stimmung? Schachpanda bringt es aber auf den Punkt hier, ne? Ja, Die beste auf Rolle. jeden Chat Fall. gucken, am besten trinken und dann irgendeine Figur reinrufen. Turm. wo ist denn hier das Matt? Ich sehe es noch nicht.
Ich auch nicht. Deswegen wollte ich auch. Deshalb wolltest du jetzt einfach mal wieder eine Figur reinwerfen. Nein, Turm D5 wollte ich. Dann F5, König E3, Turm D3. Oh, aber er hilft uns jetzt. Das ist doch nett, oder? Oh, Bauer. Okay. Matt. Alles klar, vielen Dank an Andreas Ananda für die Partie. Wer braucht Facebook, wenn es Leeches gibt? Ja, Leeches ist schon eine sehr gute Sache. Ja. Okay. So, jetzt mache ich wieder, oder was? Ich dachte, du hast eben angenommen. Ich habe jetzt schon eine Partie angenommen. Das Ja, aber ich wäre. ziehe jetzt, oder nicht? Ach so, das meinst du. Ja, dann machen wir es mal. Ja. Dann Bauer. Das ist ein starker Spieler, da muss ich mich konzentrieren. Ja, schaffst du. Bin mir nicht sicher. Aber jetzt darfst du nicht die ganze Zeit auf den Chat schauen. Ich schaue jetzt auf den Chat, okay? Schau mal auf Springer. den Chat. Bauer. Oh, wir spielen jetzt Hauptvarianten, ja. Oje, Springer. Kannst du Hauptvariante? Springer. Geht's. Ja, geht so, geht so. Springer. Die Frage von Eule, ob ich schon mal japanische Schach gespielt. Springer, ja. Springer. Ich habe schon mal japanisches Schach gespielt. Einmal, glaube ich, oder so. Bauer. Ja, du zeigst mir das schon immer an, das ist nett von dir. Wo du mit der Maus drüber bist. Nee, aber ich glaube, den Zug hätte ich noch hinbekommen. Bauer. Jetzt bist du out of book, oder wie? Ja, eigentlich habe ich das analysiert mal, aber. Läufer? Ja. Raumvorteil passt schon, König. Springer. Aber er oder sie spielt schnell. Läufer? Chess Mary. Macht Druck auf der Uhr auf jeden Fall. Und wir verlieren immer ein bisschen Zeit, weil Bauer. Turm. Genau, ich muss mal die Maus irgendwie unter dem Brett halten. Ja, gut. Was will man machen, ne? Springer. Ist nicht so leicht mit dem mit dem Teamviewer. Dame. Ja, ich finde es bisher ganz gut. Oh, tödliche Falle wird hier aufgestellt von The Big Greek. Von wegen, von dir. Springer. Und die tödliche Falle hat zugeschnappt. Wie? Ui. Ja, ich wollte die Dame nach B3 bringen. Dame. Jetzt hat Chess Mary ein bisschen zu fix gespielt. Das hat sich Ja, zu hier schnell. gerächt. Ja, zu schnell, ja. Turm? Ja, nein. Ja. Ja, die Dame hätten wir reinbringen sollen. Dame nach C7 wäre besser Ist gewesen. egal. Aber eine Dame mehr, das hilft auf jeden Fall. Gegen Läufer. Ja. Nee, Springer, Springer, Springer. Läufer. Turm. Jetzt aber. Rein in die gute Stube, sage ich mal. Rein da. Turm. Ja, Chess Mary, das ist keine Bulle-Partie. Also über die Zeit wirst du uns hier nicht knacken. Das darf ich verraten, denke ich. Nicht aufgeben, lass den Buschenbeet erzählen, was er will. Nicht Läufer. aufgeben. Ja, wir nehmen jetzt alle Figuren weg. Alles. Wir nehmen alles weg. Er ist unbarmherzig, merciless. Dafür kennt man ihn. Läufer. Komplett merciless. Ja, aber du ja jetzt auch. Läufer schlägt D6, eiskalt. Ja. Okay, Ruhe auf. danke an Chess Mary für die Partie. GG, Chess Mary, Schach Marie. GG, aber GG heißt doch Good Game, oder? Game, das sagt man immer, auch wenn man verliert, ist völlig egal. Okay, Also alles bei klar. den Gamern sagt man das immer. Okay. Ob man gewinnt oder verliert, ist wurscht. Einfach so halt, ne? Das ist einfach nett. Okay. Weißt du noch, Niklas, ich weiß nicht, ob du früher Schach gespielt hast online, da wurde super viel beleidigt halt auch, ne? Also das ist quasi so, wie wenn ich dich frage, wie geht's dir? Und dir geht's eigentlich total schlecht und du sagst trotzdem, mir geht's gut. Nö, eigentlich nicht. Ja, weil ja, jetzt nicht bei mir, aber wenn das jetzt jemand ist, den du nicht kennst. Ne? Okay, Ja, also so eine einfach super ist. Höflichkeit tauscht man aus, heißt Man kann das. auch Thank you sagen, ne? Klar. Okay, dann such mal jemanden aus. Du wolltest, glaube ich, mal wieder. Ja, ich habe eine Nachricht bekommen. Mal gucken. Eine Nachricht hast du bekommen. Na, das Eines. ist ja ungewöhnlich. Wegen Slow Mode im Chat. Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist, weil so viele Nachrichten reinkommen. GG und well played. Ja, genau. GG, good game. Was ist denn Slow Okay. Mode? Ich kenne das gar nicht. Ich auch nicht, ich auch nicht. Kann Ach ich nicht, so. weil so, es kommen halt so viele Nachrichten rein. Im Moment finde ich das nicht so schnell. Ja, ich finde, es geht noch. Und außerdem, ja.
Wir müssen uns noch daran gewöhnen, dass hier 2000 Leute gerade zuschauen. Nicht ganz wieder, schon wieder etwas weniger. Ja, Mensch, jetzt holt noch mal eure Verwandten mit ins Boot, da kommt. Ich bin noch ein bisschen nervös. Ne? So, Big Greek, jetzt nimm mal was an hier, bitte. Ich versuche immer noch Seni Slavina auf meine Seite zu schlagen. Sie ist immer noch nicht hundertprozentig einverstanden mit mir. Ich verstehe nicht genau, was du da meinst. Macht nichts. Oh, da ist ein Grieche. Alexios Avramidis. Der hat sich doch extra so genannt, damit er hier angenommen wird. Und er hat recht damit. Okay, hast du angenommen? Ach so, jetzt. Eigentlich ja. Wieso kommt es nicht? Okay, jetzt haben wir es. Okay. Was hatten wir eben? Dann sag du wieder an, ne? Paint and Brain, ich müsste jetzt wieder ansagen. Jetzt sage ich mal Springer. Du hast jetzt 2500, ne? Wie meinst du 2500? Ja, die Elo hier auf Leeches. Ja, endlich. Darum geht's doch schon. Aber Wir haben schon 2 Punkte, haben wir gut Springer. gemacht heute. Also jetzt, wenn du schon Springer H3 spielst, dann kommt jetzt der nächste Springer. Komm. Na gut, dann du hast es so gewollt. Du hast es so gewollt. Ist das die Big Greek Eröffnung oder was ist das hier? Das ist die Huschi-Eröffnung. Ja. Ach so. Ja. Die Double Knight Corner Opening, keine Ahnung. Sagt man Okay. Corner? Nee. Was sagt man? Den, Hand? nee, wie sagt man? Oh, Hand? Edge? Naja, Edge egal. Rim? Ja, Double Knight Rim Attack. Rim Attack, okay, Das ist unsere perfekt. neue Öffnung. Double Rat Knight Rim Attack. So, oh, er besitzt das Zentrum. Ja, er Scheiße. macht das leider gut. Jetzt weiß ich nicht, was ich ziehen soll. Bauer, irgendein Bauer. Okay, müssen wir mal einen normalen Zug machen, auf jeden Fall. Wir beide gegen Carlsen wäre nice. Ja, ich weiß nicht, ob Carlsen das nice finden würde. GG steht einfach nur für schönes Spiel übrigens. Aha, Slow Mode bedeutet, dass man immer nur einmal wie alle 5 Sekunden im Chat schreiben kann oder irgendwie sowas. Ah, So, wir sind okay. dran. Interessant. Bauer. Das ist die Krabbe, das ist die Krabbe. Die Krabbenöffnung, okay. So, jetzt kann doch der Springer Bauer, von Bauer, Bauer. H3 wieder ins Spiel kommen. Nein, nein, Bauer? Nee, Bauer, Bauer. Ja, alles gut. Ich will Bauer. Ja. Er soll den Springer schlagen. Genau, er kann beide Springer schlagen, dann haben wir das wunderschöne Läuferpaar. Genau. So, ich krieg Nachrichten hier. Der Was für eine Sache ist was ganz ging? Neues, ne? Ja, was will er? Sind wir dran? Nee. Alexios Aframidis überlegt. Nee, ich krieg eine Nachricht. Der Typ, der neben dir ist, das ist ein richtig hübscher Typ, schreibt jemand. Aber wer ist das? Ja, danke. Wir sind dran. Ich werde schon ganz Läuft. rot jetzt. So. Läufer. Ich glaube, die Eröffnung ist aufgrund des Alkohols entstanden, wird hier geschrieben. Du Ja. hast doch gar nichts. Hä? Du hast ja Ja, gar du nichts hast doch dazu den gesagt. Springer angesagt. Was sollte ich denn da machen? Nach F3 vielleicht? Ja, okay. Aber das ist ja wirklich, das ist ja Operschach. Opa, schau. Das ist ja sehr langweilig. Kennt ihr eigentlich schon den Instagram-Dame? Kennt ihr eigentlich schon den Instagram-Account von Niklas? Wenn man sich den anschaut, dann denkt man irgendwie, das wäre so voll der Influencer irgendwie. Nee, also eigentlich denken wir da nicht viel, glaube ich. Springer. So, jetzt kommen die Springer, die kommen jetzt ins Spiel. Ja, jetzt. Ja. Aber du hast doch auch einen Instagram-Account, oder? Ja, The Big Greek, aber ne, ich zeige mich da nicht irgendwie nackt unter Wasserfall irgendwie. Ja, wäre aber auch mal schön, oder? Dazu So. müsst ihr erstmal einen Wasserfall finden in Hamburg. Ja, ist gar nicht so leicht. Wo hast du das Foto gemacht? Das war in Kolumbien. Kolumbien. Ja, im Dschungel. Oder Bauer? Ja, komm, Bauer, wieso nicht? Ich denke jetzt auch nicht groß nach. Ja. So, Springer schlägt. Ach so, ja, Springer. Ja, jetzt haben wir doch sogar eine vernünftige Stellung erreicht. Läufer. Ja, mit Tempo den Läufer entwickeln, sehr schön. Wenn er jetzt den richtigen Zug macht, weiß ich noch gar nicht, was ich ziehe, was ich sagen soll. Ja, also er wird die Dame ziehen, davon gehe ich stark aus. Davon gehe ich auch aus, Schlucke.
Schlucke? Ist aus Schnucke? Bang Boom Bang. Bitte? Ist aus Bang Boom Bang. Kennst du den Film? Dame. Nee. Huschenbeet bekommt Heiratsanträge. Ich warte noch drauf, ey. Hast du noch nicht einen Heiratsantrag bekommen? Hier über Twitch und YouTube und so? YouTube, ja. Können wir wieder bei der Partie bleiben? Wir sind nämlich dran. Läufer ist angegriffen. Ich glaube, den möchten wir nicht geben, dann Läufer. Okay, ziehen wir mal den Läufer. Können wir auch hier hingehen, vielleicht sogar. Aber das bringt nicht so viel. Läufer zurück. Auf jeden Fall Chessfluencer, ja, das ist auch ein schönes Wort. Chessfluencer. Chessfluencer, so. Es ist doch geil, wenn uns demnächst einer fragt, so, was machen wir eigentlich? Dann sagen wir, wir sind Chessfluencer. Das klingt wie eine Krankheit. Das klingt echt wie eine Krankheit, ne? Influencer, Chessfluencer, aber. Ja, gut, Influenza ist sowieso halt eine Krankheit, ne? Es ist sowieso schwierig. Okay, wir sind dran mit Tor, Weiß. Tor, Tor. Aber Chessfluencer gefällt mir, das werde ich echt demnächst sagen, das finde ich lustig. Das musst du natürlich richtig aussprechen, nicht Chessfluencer, sondern Chessfluencer. Okay, ja, ich muss das noch ein bisschen üben, glaube ich. Ja, ich weiß. Ja, was? Oh, Bauer. Oh, da geht er auf den Springer. Da kennt er nichts. Jetzt bin ich mal gnadenlos, so wie du. Der Alkohol zeigt Wirkung, meint Raphael Kasen. Ja, aber von allem. Raphael schreibt das immer. Raphael ist erst 15, er ist es nicht gewohnt. Ja, nochmal Grüße raus und an die Mods auf jeden Fall auch hier im Chat, die eifrig die Links posten. Auch Instagram von The Big Greek und mir, vielen Dank dafür. Schön, dass ihr hier dabei seid. Bang, boom, bang ist ein. Sind wir dran? Nee. Nee, kannst du was erzählen? Ja, das ist ein Klassiker, ne? Das ist ein Robotfilm aus dem 90er. Das ist eine der besten Komödien. Hammer witzig. Ja, da war ich noch nicht auf der Welt. Wahrscheinlich, ne? Und wie alt bist Das du denn jetzt? 29? meine Ausrede, 28. 28, okay. 92, okay. Bauer. Kennst du Big Lebowski? Ja, der gefällt mir gut. Dann Ja würde gut, aber der mir. ist auch aus den 90ern. Ja, gut, man kann ja auch ältere Filme mal gucken, ne? Läufer. Weißt du, dass dieser Ausspruch The Dude Ja. kommt aus dem Film? Wie, der Dude kommt aus Big Boom Bang? Nein, Big Lebowski natürlich, du Nase. Was? Ja, das war. Natürlich weißt du das. Wie Ja, kommst du vorher darauf? gab es den Ausdruck nicht. Seitdem Ach so. hat sich das in den normalen Sprachgebrauch, es ist halt übergegangen, gerade in den USA. Ja, aber ich glaube, viele wissen das trotzdem Bauer. gar nicht. Natürlich nicht, Bauer. Und seitdem sagt jeder der Dude. Oder Dude. Dude, also der Dude sagt, glaube ich. Ja. Inzwischen nicht jeder. Ja, gut. Was Also du denn? sagst das In auch, oder Deutschland was? weniger vielleicht. Big Greek Schachboxen. Bauer. Bauer. Ja, ich habe schon gespielt. Ach, du willst Ja, schon mal aber er zieht Pre-Move? jetzt weg und dann sage ich schon Bauer. Du willst irgendwas Besonderes? Willst du den Ich will machen? gar Nee. nichts, aber ich will einfach nur Ja, Bauer sagen. okay. Ja, so viele Bauern habe ich ja nicht zum Ziehen. Von daher, ich zieh mal hier weiter nach vorne, was soll's. Ja, ist vielleicht nicht der Beste, aber egal. Ups. Läufer. Okay. Turm. Ja, der hängt auf C6, da bedienen wir uns gerne. Das klappt ja heute Abend mit uns beiden richtig gut, muss ich sagen. Ja, wir haben bisher auch alles gewonnen. Vielleicht ist deshalb die Stimmung noch gut. Brochieren, was mit den goldenen Regeln? Ja, ist nicht mehr nötig, wir haben eine Figur mehr. Ja, die goldenen Regeln sind ja auch am Anfang der Partie, oder kommen jetzt die goldenen Mittelspielregeln? Oder ist das jetzt goldene Endspielregeln? Du kennst dich ja aus mit den. Meine goldene Trilogie könnt ihr gerne verfolgen. Goldene Endspielregeln, Öffnungsregeln, goldene Mittelspielregeln und Alles. goldene Öffnungsregeln. Haben Alles Sie zu alles finden gemacht? auf dem Kanal von The Big Greek. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das ist nett von dir, dass du das erwähnst, Springer. Den wollen wir auch mitspielen lassen, den Kollegen. Ja, alle Figuren immer ins Spiel bringen.
Keiner will zu Hause bleiben. Leave nobody behind. Wir haben So. übrigens noch gar nicht verraten, was nächste Woche sein wird. Ja, dann verrat mal. Ach so, das Gleiche, was wir heute hier machen, werden wir auch nächste Woche machen. Auf Sonntag. Oh, das war jetzt. Jetzt hast du mir die Bombe platzen lassen, du. Ja, wir haben uns nämlich geeinigt, als wir das hier vor ein paar Wochen besprochen haben, dass wir das zweimal machen werden. Einmal ist er der Host, so wie heute, und ich bin der Gast sozusagen. Und nächste Woche bin ich der Host und Niklas ist der Gast. Genau. Von daher, nächste Das, Woche. was wir uns überlegen könnten, ist vielleicht eine Stunde früher anzufangen, weil ich denke, für die Kinder, ich bin mir nicht sicher, wenn wir Kinder drin haben wollen mehr, ob das nicht zu spät ist. Was meinst du? Ja, das können wir definitiv besprechen. Willst du Überlegen, nochmal einen ne? Zug sagen hier, eine Figur vielleicht? Springer. Okay. Ja, das können wir auf jeden Fall überlegen, würde ich sagen. Und nochmal danke an Anna für den Kommentar. Besser als jedes Fernsehprogramm, ihr zwei. Welche Anna? Anna Endres von Anna Wirklich? Schachkanal. Moment, wo ist denn, wo habe ich das denn jetzt gesehen hier? Viel Danke, Spaß noch. Anna. Zehnmal besser als Fernsehprogramm, ihr zwei. Wer guckt denn noch Fernsehen? Ja, das stimmt auch wieder. König? Also, du hörst dich an, als würden wir hier auf Verlust stehen. Bei diesen Geräuschen denke Nee. ich. Ich möchte einfach nur Raphael ein bisschen nervös machen. Er denkt wahrscheinlich, zeigt Wirkung und. Aber eigentlich bin ich noch total nüchtern. Aber guck mal, jetzt Reinhard schaut von Facebook zu. Der hat es sich bequem gemacht auf Facebook und ja, geht Woher auch, weißt du ne? das? Ja, hab hier den Kommentar gesehen im Chat. Also auch Grüße gehen raus an alle auf Facebook und auf Twitch und Ah! auf YouTube. So. Dorina sagt auch, gute Idee mit 19 Uhr, weil Dorina ist zum Beispiel hat einen kleinen Sohn, der ist auch, der spielt auch gerne, aber der ist halt so jung, ne? Und um zwei, ja, Bauer. Was ist mit Corona? Wie mit Corona? Verstehe ich nicht. Also wir sind Alles nicht auf Spaß. nebeneinander, ne? Springer. Wir sind schon ein paar Springer. hundert Kilometer voneinander entfernt hier. Alles auf Horst. Genau. Das ist aus Bang Boom Bang. Ja, weiß nicht. Ist schon Turm. matt? Nee, ich Tor. sehe es. Ist kein Turm, ist kein Matt, oder? Das hätten wir machen können. Du willst Tor machen? Ja, jetzt habe ich Turm gesagt. Ja, ist ja okay. Ich nehme es dir nicht übel. Ja, Bauer. Bauer. Die Züge kommen hier wie aus der Pistole geschossen von Springer. Alexis. Springer. Ich weiß nicht, wohin des Weges. Irgendwo hin halt, ne? Ja, Bauer. So, ziehen wir mal den D-Bauern durch. Ja, aber. Ne. Wie, du wolltest matt setzen, oder wie? Ja, geht aber nicht so richtig, Springer. Nee, geht leider nicht so richtig. Ja, irgendwie habe ich das hier auch nicht optimal gespielt. Aber die Mehrfigur, die hilft. So oder so. Wo wohnen Sie, Herr Uschenbeet? Fragt jemand, der Fanboy. Springer, Ja. Springer. Ich wohne in Berlin. Achtung, The Big Greek, wenn man Bang Bum Bang zitiert, wird man hier gelöscht. Wer sagt das denn? Was machst du denn da, Springer? Wie, was mache ich da? Jetzt haben wir ihn doch auf Matt, wo wir ihn König. haben wollen. Zeig's doch nicht. Turm. Okay, 11 Sekunden, aber wir kriegen immer Aufschlag, das hilft. Ach stimmt, ich vergesse das immer. Ja, okay. Ja, alles Ich habe auch entspannt. letztens. Bauer. Du hast letztens? Ja, ich hatte besorgt und dachte, ich krieg Zeit Ach dazu. so, ja, den Fehler habe ich auch schon gemacht. Bauer. Bauer. Er hat bald keine Züge mehr. Ja, Bauer. Er setzt auf Patt. Wir müssen aufpassen. Er setzt Ja, auf nee, Patt. warte. Shit, ist Ja, Patt. den können wir schon noch schlagen. Ist Ja, okay. Patt. Turm. Springer.
The Big Greek heißt auf LeeChess auch The Big Greek, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, mein Hauptaccount. Ich habe auch zwei Accounts. Bauer, Bauer-Umwandlung, Bauer. Ja. Ja. Okay, ja gut, ich beende das jetzt mal schnell. Das ist jetzt Genau. witzlos. Mach mal selbst. GG, sagt schon Alexios. Oh, er hat hier noch eine Nachricht geschrieben. Vielleicht kannst du das einmal übersetzen. Nee, das war jemand anders. Bitte? Nee, wie? Hier links, Wer schau mal bei mir. denn? Big Greek ime ondos enas Ellinas. Ich bin ein Grieche, sagt er. Ach so. Ja, das glauben wir dir ja auch. Wieso nicht? Bei dem Namen, das ist ja ein urgriechischer Name. Alexios Avramidis. Oh, ich hätte fast Patt gesetzt, aber habe es Ja, noch ich dachte nur, geschafft. was machst du da? Ja, das. 2 Euro schon wieder, Vincenzo. Alter Lachs, das Geile ist, der spendet nicht mal so 20 Euro auf einmal. Der spendet jetzt den ganzen Abend 10 mal 2 Euro, damit er Ja, ständig sehen schlauer wird. Mann, ne? Dass er hier angezeigt wird. Danke an Vincenzo. Und wie hoch ist dein IQ, Niklas, um so heftig zu sein? Also erstmal danke für das Kompliment und ich weiß nicht, wie hoch mein IQ ist. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt mit der Spielstärke so stark in Verbindung steht. Okay. Ich würde sagen, wir Molte, gehen zur nächsten Partie, mille oder? grazie, Vincenzo nochmal. So, wer ist jetzt dran? Ja, ich glaube, ich bin wieder dran mit Aussuchen, weil du hast ja eben So, den Griechen ausgesucht. stimmt. Okay, wir nehmen hier mal, der Name gefällt mir, Nudelsuppe. Nudelsuppe. Ja. Ja, natürlich, einen richtig starken. Dann verlierst du ein bisschen Punkte. Ja, dann sag ich jetzt mal die Züge wieder, ne? Dann Ja. machen wir mal Springer. Bauer. Läufer. Oh je, jetzt sind wir hier in Gefilden Bauer. Die kenne ich ja gar nicht. König? Spielst du Königsindisch oder wie? Ja. Okay, Bauer. Ja, ich habe das ja, sehr lange nicht gespielt. Bauer. Was ist in deiner ganzen Kindheit gespielt? In meiner Jugend? ganzen Kindheit. Stimmt doch. Ja, also Bauer. Boah. Bauer. Bauer. Ist das jetzt noch Theorie oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja, dann sind wir auf einem. Dann ist das für uns beide gleich hier. Ich glaube, B5 ist Theorie, aber ich. Ja, Sieht interessant aus auf jeden Fall. genau. Ja, du hast Bauer gesagt, was soll ich denn sonst ziehen? A6 H6. vielleicht? H6 hast du gedacht? Okay. Ach, keine Guck mal, denk Ahnung. das schon nach. Denk das schon Ja, nach. das ist gut. Und jetzt? Ja, Gut, dann dass machen du wir was sagen Dame. musst. Gut, dass du was sagen musst. Ja. So, jetzt wird es auch hier ein bisschen konkret. Ja, noch ein bisschen. Obwohl, vielleicht war es auch einfach alles nicht so gut. Wahrscheinlich nicht. Ist Nee, ich egal. hätte das. Ach so, es ging aber nicht anders. Ja. Na, mal sehen, was er jetzt macht. Mal sehen, was er jetzt macht. Ja. Und vielen Dank an das Kompliment von David und Dank für 5. 5 Euro, Jonathan. Alles klar. So, jetzt hauen wir auf den Putz. Aber wie? machen wir erstmal Bauer. Bauer? Ja. Naja, so viele Bauern stehen jetzt nicht zur Verfügung. Genau, erstmal hier den. Katja, grüßt uns, Katja Stolp aus Hamburg, die kennen wir beide. Ja, Grüße gehen raus. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielleicht war der Zug auch gar nicht so sinnvoll. Egal. Machen wir mal Turm. Ich wollte eigentlich erst auf E4 reinballern, Ja, geht aber das nicht? das. Geht das Nee, nicht? nee, weil der König F1 kommt am Ende, dachte ich. Ah, vielleicht geht das. Trotzdem? Ich weiß es nicht. So kenne ich Ich mich weiß nicht. es auch nicht. Läufer? Okay, das ist einfach. Ja, jetzt hat er alles gedeckt. Das ist natürlich, das stimmt. Ja, aber wir haben Kompensation hier. Okay. Springer. Aber ich glaube, das wird eine kritische Partie hier. Es wird nicht leicht. Turm. Bringen wir mal den Turm auf die halboffene Linie Meistens hier. schwierig zu ziehen mit Teamviewer manchmal.
Bisher machst du das gut. Noch kein Mausslip heute. Ja, aber dafür verlangsame ich das auch immer, ne? Ja. Ich bin nicht richtig im Bild manchmal. Nicht richtig im Bild? Ach so. Ja, weil die zu weit nach links rutschen. Ja, du guckst. Ja. So. Machen wir mal Dame. Le Petit will heute noch ein cooles Dame-Opfer sehen. Ja, wir tun unser Bestes, aber heute können wir auch nicht über so erzwingen. Ja, ich wollte Springer D4, Springer C6 nicht zulassen, dass er da reinkommt, aber vielleicht wäre Springer B4 oder sowas besser gewesen. Okay, dann Springer. Ich kann nicht ziehen. Ja. Ist schwierig. Ist ein, ja, ist mich verlangsamt halt. Ne? Läufer. Ist interessant, zu zweit zu spielen, wenn einer was vorsagt. Ja, es ist gar nicht so leicht manchmal. Hast du das schon mal gemacht vorher? Für mich das erste Mal. Echt? Hast du noch nie gespielt? Aber schon mal so als zum Spaß, oder nicht? Nö. Nee? Ich mache keinen Spaß. Verstehe. Wo wohnt The Big Greek, ist hier die Frage. Willst du das verraten? Hamburg. Das wissen sowieso die meisten schon. Okay. Ja, dann Springer. Wo wohnt Niklas? Ist das hier auch die Frage, Nee, ich frag das. oder wie? Das weißt du doch, in Berlin. Ja, die Leute sind für die Leute halt. Okay. Berlin. Nee, ich sollte mich mal auf die Partie konzentrieren, die ist nämlich spannend. Ja, bisher läuft das doch gut. Wir haben zwar einen Bauern weniger, aber schöne Läufer. Die Figuren stehen alle aktiv. Die Figuren sind Der alle in der Schwarze, Partie. der Läufer ist stark hier. Pre-Move kann ich ja machen. Oh, was ist das denn? Bauer? Ja, das ist das typische Bauernopfer in diesen Varianten, ne? Ja, Also, wie ja, ich weiß es doch. ich hatte es schon ein bisschen befürchtet, aber was soll man machen? Was ist das? Ach so, Das? Springer geht, ja. Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Nee, ich bin mir nicht sicher. Ja, dann überleg's nochmal, wenn du nicht sicher bist. Jetzt wird hier gerechnet. Ja, dann zurück. Ja, oder nach F4 geht auch. Nee, der schlägt ja auf Nee, F6 mit Schach. Achso, ich muss was sagen, sorry. Dame. Ich hab gerade das verpennt. Sag mal, ist der Big Week noch am Start? Ich glaube nicht. Irgendwie ist gerade Skype weg, oder? Kann das sein? Erneut verbinden. Verbindung ist schlecht. So, ich mach mal hier die Züge, bis wir den Big Greek wieder am Start haben. Der ist gerade eingefroren. Ich gerade gewundert. Warum macht er denn keine Züge mehr? Ihm hat die Steuerung so schlecht gefallen. Da ist er abgehauen. Okay. Ich rufe ihn mal neu an. So. Wir holen ihn gleich wieder. Keine Sorge. Wird es aber langsam kritisch. Die Springer sind doch ziemlich lästig. Springer G5 ist leider sehr stark. Wow, jetzt kann ich das nicht decken? Ach du jemine. Kaum ist der Big Greek weg und ich verliere hier die erste Partie, oder wie? Oh Mann, oh Mann. Das ist natürlich sehr ungünstig. Okay, wir holen bestimmt den Big Greek gleich wieder rein. Aber erstmal spiele ich noch diese wunderschöne Stellung zu Ende. Oh je, ich glaube, ich muss aufgeben. Dame F7. Und Haus und Hof gehen verloren. Aber auch so ist ja Hopfenmalz ist schon lange verloren. Na gut, ein paar Tricks kann man noch rausholen. Mal sehen, ob hier doch noch was möglich ist.
Aber es ist schwer. Den kann ich schlagen. Ich hoffe auf seine Nervosität jetzt. So, Turm C1. Ich stand schon mal schlechter in dieser Partie. So viel steht fest. Ich stand schon mal schlechter. Ja, jetzt stehe ich sogar auf Gewinn. Wow, dass ich das noch gewinne, das hätte ich nie und nimmer gedacht. Wie habe ich diese Partie, wie habe ich diese Stellung gewonnen? Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Wie im Himmel habe ich diese Partie doch gewonnen? Ich fasse es nicht. Oh Mann, das war echt. Aber das zeigt auch nochmal, was wichtig ist für eure eigenen Partien, dass ihr bis zum Ende es probiert, bis zum Ende hartnäckig seid und nicht aufgebt. Wie stand ich denn hier? Also völlig auf Verlust, wenn er hier Dame F7 spielt beispielsweise, ich kann sofort aufgeben und dann auf F8 schlagen. So, ja, danke an Nudelsuppe20 für die Partie. Das war unser härtester Test heute Abend. Und ich schaue mal, ob ich The Big Greek, ob ich herausfinde, was da los ist. Ich werde ihm mal kurz eine Nachricht schreiben. Und dann holen wir ihn hoffentlich zurück ins Boot. So. Keine Nachricht hier zu sehen bisher von ihm. Sonst machen wir erstmal alleine weiter und er wird sich schon melden, wenn er wieder da ist. Jetzt kommt der Anruf rein. Ja, perfekt. So. Hi, Willkommen zurück. ich hoffe, ich bin wieder da. Ja, ich denke schon. Ja, ich muss aber wieder den Stream anmachen. Du musst mich TeamViewer. auch wieder den Teamviewer anmachen. Ja, du glaubst nicht, was eben passiert ist, als du weg warst, du. Also, ich zeig dir das gleich, wenn du, Ja, wenn du. das muss aber erstmal wieder verbinden, ne? Über Ja. TeamViewer. Du hast noch die Daten? Moment. Konnte nicht zum Partner verbinden, warum nicht? Ja, er versucht es gerade. Gerade läuft die Verbindung. Eingehende Verbindung steht da. Aushandlung des Protokolls fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es erneut. Partner-ID ist ja klar, ne? Ist ja die gleiche. Ja, 159. probier es einfach nochmal. Kennwort sehe ich im Skype wahrscheinlich, ne? Was war denn gerade eigentlich passiert? So alle paar Monate hat Vodafone bei mir immer einen Ausfall. Okay, ja, schön. Ja, richtig kacke. So, jetzt bist du wieder dabei. Wunderbar. Das Ding ist, dass der Ausfall häufig auch über den ganzen Abend geht. Deswegen bin ich jetzt froh, dass es wieder da ist. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Das habe ich jetzt schon seit Monaten nicht mehr gehabt, so, ne? Okay. Dass so ein Ausfall kommt, dann ist einfach weg, so. Ja, ich glaube, es sind einfach zu viele Leute, die hier zuschauen und das. Ja, zu viel los hier. Sehen mich alle, hören mich alle jetzt wieder? Ja, die Leute haben vermutet, dass du ihr neues Kirschwasser besorgt hast. Das ist natürlich auch wichtig. Nee. Okay, pass auf, ich zeig dir jetzt mal, was hier gekommen ist, dass du das Was ist nachvollziehen das kannst. denn? Ja, ich habe das ziemlich. Als du weg warst, konnte ich nicht mehr, konnte ich einfach. Also, du hast gefehlt. Es ging total nach hinten los. Der hat mich komplett platt gemacht. Hier, guck mal. Springer G5 und ich dachte, ich müsste aufgeben. Aber Aber guck dir jetzt mal an, wie ich das hier, wie ich das behandelt habe. ja, Meisterhaft. Also hier nach Dame F7 wäre es schwer geworden, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich auch eine Figur weniger, aber jetzt kommt der erste Trick hier, C3. Ja. ja. So. Ja, und jetzt stieg die Nervosität. Ach du Scheiße! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das Comeback des Jahrhunderts, ey, das Das gibt's ist echt überhaupt das nicht. Comeback des Jahrhunderts. Ja, aber bis zum Ende einfach probieren. Also nicht aufgeben. Und bei wenig Zeit, da kann alles passieren. Und also wir machen uns jetzt nicht gerade lustig über Nudelsuppe 20. Das ist uns allen schon 100 Mal passiert, dass wir gewonnene Stellung nicht gewonnen haben, sondern wir freuen uns hier, oder ich persönlich freue mich, dass ich das hier noch gerettet habe und natürlich meine Zahl beschützt habe. Über 2,5 nach wie vor. Nein, Was das mich ist ein interessiert Scherz ist, natürlich. Das ist ein Scherz. ob dieses Springer E4 ging. Wo meinst du? Am Anfang in der Eröffnung, wo wir Ach B5 gemacht so. haben.
Ja, das interessiert mich auch. Ja, lass mal kurz, komm, ich gehe mal kurz ins Analysebrett. So, du meinst hier, ne? Statt Turm E8. Ja. Ne, vorher schon, nicht C4. Ach so, ja, gut. Hier Springer Tatsache, E4. ja, hast recht. Ja, Läufer E4 und jetzt nehmen. Ja, Jetzt. ich hatte Ach, Sorge. zuerst Schach geben? Oh. Ach so, du meinst Turm E8. Ja, ich hatte das hier gerechnet und gesehen, Läufer D2, Dame E5, aber ich dachte König F1, aber jetzt auch Dame E5. Ah, Läufer A6 hat man. Warum nicht Dame E5? Ach so, das geht auch. Ja. Aber Läufer A6 ist noch stärker. Läufer 6 ja so richtig stark, ja. Unangenehm auf jeden Fall. Wenn wir das korrekt gerechnet hätten, ja, das war Dann wahrscheinlich Theorie, ne? kann gut sein, also dieses Ja, Motiv gibt du es doch klick doch mal auf häufiger. das Buch. Du kannst auf das Buch klicken unter der Notation. Hier meinst du? Das Buch. Ein Ne, bisschen dazu zurück. gab es noch keine Partie. Kein Spiel Bisschen gefunden. zurück. Geh mal zurück, geh mal zurück. Hier gab es ein paar Partien. B5, Tomaszewski gegen Krychuk, ja, sind wir Das ist eine gefolgt. sehr bekannte Partie, Tomaszewski-Krychuk. Die habe ich sogar mal analysiert. Okay, da kam Springer F3 jetzt. In dieser genannten Partie. Okay. Na gut, wie dem auch sei. Gut. Ja. Interessant. Interesting. Ja, also die größte Herausforderung bisher auf jeden Fall gegen Nudelsuppe 20. Zwei Comebacks an einem Abend, Niklas am Brett und TBG im Stream. So muss das sein. So. So, Hauptsache ich sehe es jetzt. Ne? Jo. Jo. The Dynamic Duo. Okay, was machen wir jetzt? Sollen wir was anderes mal machen? Ja. Wollen wir Was haben mal wir noch versuchen mit der dran? Blindpartie, oder? Ja, kannst du gerne machen. Also du spielst blind oder ich spiel blind? Du natürlich, hallo? Okay, dann musst du aber die Züge ausführen, ne? Ja, das kriege ich hin. Okay, dann nehmen wir mal eine Partie hier mit ein bisschen mehr Zeit. 5 plus 3. Und da muss ich mir jetzt nur noch irgendwie Oh, den Gorni freut sich. Gorni 001. Okay, da muss ich mir nur irgendwie den Kopf verbinden. Warte mal. Ich habe hier was. Ich glaube, mit dem Kirschwasser wird es bei mir heute nichts mehr mit dem Blind spielen. Aber ich verspreche euch, ich spiele nächste Woche blind, dann ohne Kirschwasser. Ist das ein Deal? Ich kann das nicht erwarten, ja. So, okay, ich bin bereit. Sind wir weiß? Ja, okay. Ja, es wäre nochmal gut zu wissen, ne? Okay, E4. Sind weiß, ja. E4? Ja. Also du musst Jo. die Züge meines Gegners dann auch sagen, ne? Themen, wie er funktioniert. E5? Springer F3. Stimmt, ich muss die Züge sagen. Springer C6. Läufer C4. Ja. D6. D6. D6, D4. Leider nicht Damianus Öffnung. Auch. Läufer G4. Läufer G4. Okay, das ist möglich. Ja. ja, da bin ich out of book. Ja, das habe ich letztens auch gehabt. H3. Erstmal was angreifen im Zweifel. Korrekt. Läufer schlägt F3. Dame schlägt F3. Oh, jetzt wird's gefährlich. Er kann den Bauern auf D4 schlagen. Ich habe das komplett übersehen. Laber doch. Ja, ich spiele einfach komplett blind. Gorni rasiert jetzt, sagt Le Petit. Ja. Das werden wir anhand seines nächsten Zuges sehen, ob er rasiert. Ob er den Bauern jetzt rasiert auf D4. Er denkt noch nach. Er denkt noch nach. Ja, ob mit dem Bauern oder mit dem Springer, das ist auch eine wichtige Frage. Dame D7. Oh, er hat es gesehen. Matt, schade. Das Ja. Schäfermatt auf F7. Jetzt stehst du schlecht, ja. Ja, jetzt stehe ich schlecht? Ach komm. Obwohl. Übrigens, falls du mich nicht mehr hörst, dann setz das Internet aus, ne? Nicht wundern, ne? Dann schreibe ich Ja. dir auf WhatsApp, aber, ne? Falls nochmal was passieren Das. sollte. Ja, okay. Zurück zur Partie. Ja. Ja, der Gornier spielt das leider gut hier. Was soll ich machen? Tja. Ja, Bauer. Ach so. D schlägt E5. Ich bin schon völlig verwirrt. Was sagt der Chat? Du musst das jetzt auch alles verfolgen, Ja, ne? Blinder, die sagen die ganze Zeit, du bist blind, Ja, eine das ist blinde korrekt. Sau.
Blinder Großmeister? Nein, das ist Quatsch. Niklas spielt wie ein Blindfisch. Ein blinder Ja. Sack. Das habe ich übersehen. D mal E5 zurück. D mal E5. Okay, dann C3. Bin ich bei Wetten, dass? Ja. lange, lange Rochade. Okay. Jetzt hängt auch ein Freund hier, oder? Ich bin schon. Wo stehen denn eigentlich die Figuren? ja, hier hängt doch der Freund auf F7. Mal spielen wir mal Dame Stimmt. schlägt F7. Dame steht auf 7, ja. Ich glaube. Ach, bin ich matt? Oh, das ist natürlich bitter. Bist Auf matt auf D1. D1. Du bist matt Okay, auf D1. das war natürlich ein richtiger Fail jetzt. Ja, schön noch mit der Good Dame Games hat ja auch weggezogen. noch well played. Sehr geil. Good game, well played, ja, ist klar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich dachte schon, ich hätte die Dame eingestellt, aber es kam schlimmer. Ja. Ja, ich habe auch kurz gedacht, so, hä? Ach, das ist ja matt. Okay, schlimmer kann ich es nicht machen, wenn ich blind spiele nächste Woche. Ja, komm, dann probieren wir es jetzt mit dir auch. Also schlimmer geht's nicht. Matt in 9 Zügen mit Nee, Weiß. heute nicht. Ich habe schon Kirschwasser getrunken, das kann ich meine Birne nicht mehr zumuten. Aber nächste Okay, Woche. wir Ja, machen noch nächste eine Woche. Partie. Das kann ich jetzt so nicht auf mir sitzen lassen. Okay, Dann noch nimm ein mal irgendwas Kirschwasser. an Ja, und dann machen wir noch Kurs eine Runde. übrigens, ne? Ja, im Simultan habe ich am Freitag auch schon ein paar Mal Matt in 1 übersehen. Das häuft sich leider in letzter Zeit. Wir spielen gegen Schacho Wislon, 1655, gewertet 5 plus 3. Okay, ah, jetzt gewertet. Oh, jetzt, das muss ich mich anstrengen. Jetzt bin ich motiviert. Weiß oder schwarz? Weiß ich nicht, muss man draufklicken. Ja, dann. Weiß. Okay, Bauer. Achso, Was E4. für E4, E4, E4. Du bist ja völlig von der Rolle, Ja, das ist auch nicht so leicht, wenn man so ein Ding hier vor der Nase hat. Ist auch ganz schön warm C5. hier. C5. Springer F3. Blindspielen ist die Champions League. E6. D4. Wisst ihr, was ich anziehe nächste Woche, wenn ich dann blind spiele? Nicht so ein Ding da, was er da macht. Ich ziehe mir eine Perücke an, glaube ich. CD4. Ah, ja, Springer schlägt D4. Ja, das ist noch gar nicht so ausgereift hier, dieses Modell. Das musst du auch nicht machen. Du kannst ja auch die Hände vors Gesicht machen. Ist doch egal. Springer Ja. F6. Springer C3. Springer C6. Springer schlägt C6. Ja, habe ich. Das ist gut, dass du das hast, ja. Jetzt ist er dran und denkt nach. BC6. E5. Boah, du bist ja voll der Theoriebär. Springer D5. Springer E4. Ja, er aber auch leider. Das ist auch Schachowislon, damit C7. F4. Was ist das? Schachowislon ist das. So heißt er. Dame A5 Schach. Jetzt ist aber Dame B6 nochmal. Dame A5 Schach, das Ich kommt mir weiß. spanisch vor. Ja, du, wer sagst du mir? Theorie B und kennst alles selber, ja? Läufer D2. Dame B6. So, jetzt geht er nach B6. Aha. Ja, C4. C4, ja, Huschi. Ja, ist ein bisschen forsch gespielt, aber ich glaube, das kann man machen. Natürlich. Natürlich. Du kennst das alles, ne? Keine Ahnung. Was machst du denn jetzt auf Springer E3? Ja, jetzt sag doch nichts vor, der hört bestimmt zu. Meinst du? Na klar. Ja, ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich frage nur dich, dass ich vorbereiten sollst. Ja, das wirst du dann schon sehen, was ich da mache. Also ich lasse auf jeden Fall kein Großes Matt in 1 zu, diesmal. Ku Klux Klan, Springer E3. Ja, siehst du, hab doch gesagt, ihr hört zu. Dame ist ja 1. Boah, was für ein feiner Zug von Niklas Uschenbeet. Ja, gut, die Dame war angegriffen, ich ziehe sie weg, ne? Was wirst du da machen? Er denkt nach, aber wir sind bei 407, er ist bei 420. Uiuiui. Springer G4.
Ja, er hat sich gedacht, jetzt nach der letzten Partie kann er es jetzt nochmal probieren hier mit dem Matt setzen, ne? C5. Sehr stark. Matt abgewehrt. Gut, es war auch noch gar kein Matt, von Das daher war kein alles. Springer E4, ne? Alles. Ach so, der deckt ja auch. Ja. Ja. Ups. Ja, egal. Er ist dran, er ist dran, er ist dran. Okay. 147 Herausforderungen, du hast 9 Messages und eine Teamanfrage. Ja, cool. Prima, ne? Ja. Dame D8. Ja, da gehört sie hin. Zurück. Zurück mit ihr. Ja. Machen wir mal Läufer E2. Hätte ich auch gemacht. Ja, Läufer mit Tempo entwickeln. Gute Idee. Was ist eigentlich Tempo? Oder war vorher die Frage im Chat? Tempo ist einfach, dass der Gegner auf eine Drohung reagieren muss. Also in diesem Fall der Springer auf G4, den muss er jetzt entweder decken oder wegziehen. Der Huschi schummelt vielleicht. Nein. Das ist nicht überhaupt der Typ zum Schummeln. Ja, wie soll ich denn jetzt hier schummeln, wenn ich dieses Ding vor der Nase habe? Vor den Ja, Augen. ein bisschen Platz kann man ja immer machen drunter. Ja, ich glaube, das würdet ihr sehen. F5. F5. Ich glaube, ich habe schon ziemlich rote Birne irgendwie vom Springer Kirschkuss. D6. Schach. Ja, sorry, habe ich nicht gesagt. Ja. Wenn er schlägt, wie schlägst du zurück? Überleg schon mal. Mit dem E-Bauern. Mit dem E-Bauern, wirklich? Ja. Sicher? Ja. Was soll das? Willst du mich verunsichern oder was? Ja. Ja, wir wollen doch die Diagonale aufmachen für den Läufer. Hat er immer noch nicht geschlagen? Doch. Doch, doch. Ach so. Läufer D6, ED6. Okay. Mache ich bei den Kindern auch immer, wenn ich Training mache, so. Bist du sicher? Und dann gucke ich mal ganz ernst. Sicher? Ja, aber dass du ernst geguckt hast, habe ich jetzt nicht gesehen. Springer F6, das stimmt. Springer F6. Ja, Läufer C3. Schöner Läufer auf den schwarzen Feldern. Deshalb haben wir mit dem E-Baum geschlagen. Grüße aus Mönchengladbach. Grüße zurück. Dorina Lampe sagt, nee, keine rote Birne. A5, aber das Poster kann man nicht mehr sehen. Ja, das Poster hast du noch häufig genug gesehen. Kurz Rochade. Eine rote Birne, ich denke immer so rot aus. Kurze Rochade. Ja, das könnte daran liegen, dass ich ja, dass ich du guckst auf dein Bild auf meinem Bildschirm, oder? Ja. Ja, das liegt daran, dass ich einen Filter dran habe, dass das blaue Licht ausgefiltert wird und so erscheint der Bildschirm ein bisschen rötlicher. Was für ein Profi der Niklas? Läufer A6. Läufer A6. Ja, spielt leider gut hier, ne? Der Freund. Super, super Spieler. Läufer schlägt A6. Jetzt kommen natürlich schon die Corona-Witze, ne? Mit Maske und so, ne? Ja, aber Maske sieht eigentlich anders aus. Da ist nicht Nase und Mund frei. Er hat natürlich zurückgeschlagen. Okay. Ich küsse deine glänzende Glatze, sagt Don Hugo. Auch nicht schlecht. Ja, dieses, ich küsse so und so, dies, das, ne? Ich küsse deine Augen oder so. Ja, okay. Machen wir mal Läufer. Wohin? Läufer E5. Oh, das ist echt. Wie ist denn die Zeit eigentlich? 2,23 für dich, 2,36 für den Gegner. Uiuiui, es wird ein knappes Ding hier. Spannende Partie, ich kann kaum das Ergebnis erwarten. Kurze Rochade. Niklas hat mega Raumvorteil, aber ja, einen schönen Ja, machen wir Läufer. Dame C4. Der Gegner hat auch einen guten Springer. Irgendwann auf D5 oder E4. Das ist eine interessante, aber dieser Raumvorteil ist natürlich krass. In welchem Schachclub in Hamburg lehrst du? Fragt Florif Eberle. Hamburger SK, größte.
Turm A8 zurück. Ich habe einen wunderschönen Ballerina-Turm. Sehr schön, das freut mich zu hören. H3. H3, ja, machen wir. So, Trinkt derjenige Bier? wir wollen gerne mal die G-Linie da öffnen für die Türmchen, damit ein bisschen Druck ausgeübt werden kann. Niklas, kannst du. Ja. Schulze Sternberg, trinkt der Grieche schon wieder, fragt er. Na, 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 Schulze. Ja, das hat sich rumgesprochen, scheinbar. Nö, der hat doch. Hat das schon mal kritisiert, zu Recht natürlich. Aber Natürlich. wir haben jetzt 10 Uhr, da darf ich auch. Ja, das würde ich aber auch sagen. Springer D5. Springer D5. Okay, er will die Gabel machen auf E3, der Schlawiner. Dame D4. Abgewehrt und selber eine Drohung aufgestellt. So stelle ich mir es vor. Griechischer Wein. Ich überlege, mir dem HSK beizutreten, sagt Stefan Schacht. Ja, wenn du in Hamburg wohnst, wieso nicht? Dimitrios Kostopoulos wollte mich verarschen. Wieso? Wir verarschen niemanden hier. Du gehst jetzt auch auf wirklich jede Frage ein, ne? Turm F7, ja, solange nichts gezogen wird, Turm F7. Okay. Dann. Turm G1. Geht nicht. Der König steht Ach auf dem so, Feld. sorry. Das König steht ja da noch. Ja. Korrekt, danke für den Hinweis. König H2. Ja, mir blieb nichts anderes übrig, ne? Was soll ich denn machen? Ja, guter Punkt. Küsse deine Ohren. Meine Ohren noch nicht. Aber Die von mir Augen aus. ist okay, ja, aber die Ohren nicht. Glatze ist gut, aber Ohren? Ja, es sind Küsse ja auch deine. noch zwei Küsse, ne? Also das ist auch ein bisschen komisch. Wie laufen die Scho deutschen Schachen? Dame H4. Zeit ist noch okay. Turm F3. Turm F3, ja. Hast du mir hier einen starken Gegner gegeben, auf jeden Fall? Den hast du dir doch ausgesucht. Nee. Oder? Nee, 1644, das geht doch. Das ist jetzt nicht so super. Also, das ist normal, ne? Ja. Springer F6. Springer F6. Ja, der spielt mich ja hier an die Wand. Okay. Alles super. Läufer schlägt auf 6. Wirklich? Okay. Ja, weg mit dem. Komm, nervt mich. Was laberst? Wie stylst du morgens deine Haare, Bekrieg? Ja, das würdest du gerne wissen. Turm schlicht F6. Turm B3. Schöner Zug. Du hast jetzt genau 1 Minute, eher 45 Sekunden. Okay. Wie viel Aufschlag? 3 Sekunden oder was? Ja. Nee, der Gegner stummelt nicht. Der spielt ganz normal eigentlich. A4. Der Turm ist angegriffen. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Jetzt werden sie frech. Kannst du mein Haarstyle-Tutorial hochladen? Das wäre geil, ne? Das mache ich mal. Ja, Turm B7. Ja. E5. E5? Was? Ja. E5? Dame schlägt E5. Vielleicht hättest du mit dem Bauern genommen, dann wäre die Dame weg gewesen. Ja, okay. 41 Sekunden von dir, R35. 2100 Viewer. Wo denn? Turm G6. Dame E3. Dame E3, ja. Matt abgewehrt. Ja, Zur korrekt. Abwechslung mal. Korrekte. Turm E6. Turm E6. Du hast nur noch 28, Dame 27. F3, Dame F3. 28, ja, 32. Turm AE8. Dame G3. 24. Hätte ich gleich mal machen sollen, Dame G3. Ja, Nein. 30, 29. Dame H6. Turm schlägt D7. Turm E3. Dame G5. Er hat geschlagen, wir haben zurückgeschlagen. Jo, danke. F4, F4. Turm F1. Ja,
Turm E4, Turm 3, E4. Turm C7. 20 Sekunden noch, eher 29, 28. Ich hoffe, du bist schnell an der Maus. Turm E4. Turm schlägt C6. Geht. 18, du musst mal sofort was sagen. Turm schlägt B2. D7. Turm D8. Turm C8. Ich mach Pre-Move, wenn er schlägt, kriegst eine Dame. Ja, klingt gut. Du hast 18 Sekunden, er ist 17, 16. Das war knapp. Nee, was? 8, 7. Er hat aufgegeben. Okay, wow. Riesenleistung zum Schluss. Ja, das war eine gute Partie auf jeden Fall von Schach Ovislon. Oh, ich muss erstmal Zu wieder sehen. hier zurück Ja. ins Leben kommen, an das Licht gewöhnen. Okay. Das war Hamm. Wenn er den Bauern nicht eingestellt hätte. Du meinst an welcher Stelle? Mit E5, E5 oder was? wo er E5 macht. Ja, E5 war ein bisschen unnötig, aber ich meine, der Turm ist schon ein bisschen lästig, oder? Auf Ja, klar, B7? klar, weiß steht besser, klar. Ja, ich glaube, er hat hier nicht genügend Spiel gegen meinen König. Ne. Ja, war eine saubere Partie, ne? Ja, damit habe ich mich, glaube ich, halbwegs rehabilitiert nach dieser anderen Glaube, das Partie, ist über die dir wir kein Wort mehr verlieren. bei deinen Fans auch unsterblich gemacht. Okay. Ich muss mal ganz kurz, ne? Ihr wisst schon, von daher übernimm du mal und such schon mal einen Gegner raus. Ich bin gleich Ja, ich kann wieder. ja. Brauchst du länger? Nee, nicht so. Nee, ich Ich bin gleich wieder kann ja da. mal spielen, solange gegen jemanden. Okay, mach mal. Hier gegen Halkion. Oder Partie. Großmeister Niklas spielt hier. Halkion. Da ist er. D4. Moderne Verteidigung. E6, was ist das denn? Kenne ich nicht. Ja, ist so eine komische Variante, aber nicht besonders sinnvoll. Der Springer steht nicht gut, der Läufer steht nicht gut dort. Okay, das ist die Idee davon. Läufer G5 jetzt. Spielt sehr schnell, auf jeden Fall. Aber der Läufer ist hier nicht gut und hier gibt es Schwächen. Ich greife die Dame an. Wo geht hier hin? Vielleicht spielt er F6, aber das ist, glaube ich, nicht gut, weil dann kriegt er hier einen flachen Bauern auf E6. Läufer H6 sieht gut aus. Turm angreifen. Hier ist ein schwacher Bauer. Dann nehme ich da weg. Und hier hängt jetzt einfach was auf E6. Schon Bauer mehr. Springer F6, okay. Dame E2 oder was? Nee. Ziehen wir den Turm zurück, der steht da nicht gut. Zurück. Ich möchte das spielen gleich. Springer B4. Ah, da sieht schon ziemlich schlecht aus. Mann, ey. Ruhig hier eine tödliche Ideengabe. Boah, die ganze Dame, das ist zu viel, mein Lieber. Alkion hat die ganze Dame mit Schach auch noch. Das Oh, ist das heftig. ist die Partie schon fast vorbei, als ich wiederkomme hier. Ja, ich habe eine kurze 3 Minuten nur gewählt, damit du nicht so lange warten musst. Ach so, okay, alles gut. Turm E7. Das klingt auch griechisch hier, dein Gegner. Alkion, ja, so ein bisschen. Halkion.
Ja, nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Haben eine ganze Dame mehr. Wow. Da gegen Läufer. Ja, ne? Ich glaube, es ist Ein vorbei. ungleiches Matchup. Ein gewisser, wie sagt man beim Basketball immer? Basketball? Ja, wenn zwei ungleich große Spieler gegeneinander Ach aus so, als ja. Auch irgendwas mit Matchup, ja. Mismatch. Mismatch. Genau. Das passiert aus Versehen in der Verteidigung manchmal, wenn die schlecht switchen. Ja, Hast du in im TV? der amerikanischen Basketballliga, da gibt es ja nicht The Big Greek, da gibt es The Greek Freak, gibt es da. Ja, The Greek Freak, Giannis Antetokounmpo, klar. Der spielt auch Schach, wenn mich nicht alles täuscht. Da hat Ja, man. zumindest hat er was auf Instagram gepostet, ne, oder Ja, sowas. ihr solltet mal was zusammen machen. So von Ja, einem. ich habe echt überlegt, ihn anzuschreiben, Von einem Griechen zum anderen. aber der spricht ja kein Deutsch, ne? Also ist ja Ja, Mist. Englisch glaube ich schon. Ja, das wäre natürlich geil, wenn ich ansprechen würde, so, komm, machen wir mal auf. The Big Greek Der hätte gegen. wahrscheinlich direkt 50.000 Follower mehr. Ja. Matt setzt? Minimum. Achso, jetzt du willst jetzt Matt setzen. Okay, ich sehe es. So. Zup, Schachmatti. Okay, top. Wunderbar. So, was machen wir jetzt? Was sagt der Chat? Was wollt ihr nochmal sehen? Welche Variante hat euch am besten gefallen von denen, die wir gemacht haben? Oder möchtet ihr vielleicht was anderes sehen? Könnte ja auch sein. Also könnt ihr uns auf jeden Fall mal wissen lassen. Über 2000 Zuschauer nach wie vor auf YouTube. Auf YouTube geil. Freut mich, dass ihr alle hier am Start seid. Ah, Kuchen TV, grüß dich. Die beiden schönsten Schachspieler vereint. Das hören Ja, vielen wir Dank. Grüße gehen raus an KuchenTV auf jeden Fall. Ja, wenn Kuchen uns eine Herausforderung schickt, würden wir das annehmen? Was meinst du? Ah, weiß ich nicht. Nur wenn er will, ne? Nur wenn er will. Ja, nee, nee, wenn er eine schickt, ist ja klar. Nicht. So, also was sagen die Was hat. Zuschauer? Bonk Ja, was. laut. Ja, na, Nee. ist, Ach, stimmt, eine dann. Eröffnung ansagen, ne? Eine Eröffnung ansagen können sie, ne? Gegeneinander wollen hier viele sehen. Nee, wir spielen miteinander heute. Ich kann am PC nicht so gut spielen. Die Maus, also das ist wirklich so. Ich spiele normalerweise am Laptop. Ich spiele sehr, sehr ungern am PC immer. Okay. Außerdem sind wir jetzt mit TeamViewer verbunden. Nee, nee, wir spielen miteinander hier nach wie vor. Wir beide gegen Stockfisch, Runde Horde. Oh, das kann ich. Hast du schon mal gegen Stockfish 8 gespielt auf Leeches? Nee. Ich habe es heute gemacht, schon vorproduziert. Er spielt auf einem extrem Großmeisterniveau, aber Okay, ja, das ist gut. richtig, richtig stark. Also da hatte ich keine Chance so richtig. Jetzt verrate ich schon die Ergebnisse, hier geht gar nicht. Ja. Wie kann ich euch herausfordern? Also fragt KuchenTV, einfach auf Niklas Account gehen, auf Leeches. Niklas, GM Niklas, Ja, ich und dann kann das ja könnt ihr nochmal raus. hier posten, oder? Oder wir spielen gemeinsam gegen ihn oder sowas. Er hat eine 5 Minuten und wir haben eine Minute oder so. Ja, irgend so eine Variante können wir ja machen. Oder ein cooles Gambit können wir auch machen, klar. Ein cooles Gambit, Königsgambit oder was? Ja, das spiele ich immer wieder mal. Ja, das kann man mal machen, ne? So, Halloween. Was ist Halloween? Kennst du Halloween? Das ist dieses, glaube ich, vier Springerspiele und dann auf E5 reinschlagen. Ah, okay, ich weiß schon, ich weiß Und schon. dann D4 hinterher und dann F4 oder so, irgendwie sowas. Okay. Das kannte ich vorher alles gar nicht. Wieso kennen Leute sowas? Aber Halloween Gambit, ich glaube, ich habe das mal mit Schwarz gespielt. Also da hat mein Gegner ein G3 gemacht und dann habe ich reingehauen auf E4. Ach so, umgekehrt. Okay. Ja, es ging auch.
So, kommen eigentlich die neuen Herausforderungen unten oder oben rein? Weißt du das? Keine Ahnung, Kuchen, du kannst ja Steuerung-App machen. Kuchen-TV, du kannst ja 6, 8, 10 Minuten nehmen und wir nehmen eine Minute oder sowas. Ja, aber dann müsste er uns eine Herausforderung, warte mal. Ja, du kannst ihn auch herausfordern. Ja, dann machen wir das mal andersrum jetzt. Da ist er, war er schon, ja. Ja, so. Auf X, ne? Ja. Okay, eine Partie in Kuchen-TV. Aber mach ganz wenig Zeit erstmal, ne? Genau. Wie viel denn? Halbe Minute oder? Ne, Wir spielen Minute. zusammen eine Minute. Das ist Okay, das sowieso klingt nicht. gut. Das ist plus null. So, und wir nehmen Schwarz. Ja, und wir geben ihm einfach 10 Minuten. Passt schon. Okay. Und dann So. abwechselnd ziehen. Schaffen wir das? Das ist natürlich. Okay, probieren wir es. Probieren wir Probieren wir es. es. Komm. Die Herausforderung ist auf Sonst. jeden Fall da. Ich meine, ich habe ja eh schon, also einmal fast gegen Kuchen TV verloren, als wir gespielt haben, bei euch im Stream. Das war ganz, ganz eng. Von daher. Aber der hat richtig Bock auf Schach in letzter Zeit, haben wir gesagt. Ja, cool. Coole Sache auf jeden Fall. Wir So. schon seit Wochen, ne? Jetzt sind wir dran, ne? Fang du mal Ja, ich gebe ihm erstmal. Wie viel Zeit wollen wir an. ihm geben? Ja, so viele du willst, keine Ahnung. Okay, wir machen 10 Minuten hier. Das habt ihr ja bei euch auch immer im Stream so gemacht. Aber ich glaube, der hört jetzt mit, ne? Wir müssen schauen, was wir sagen. Okay, also, bist du bereit? Big Greek, GM Hushbeet versus Kuchen TV. Auf geht's. Ich hoffe, du hast gute Pre-Move-Skills, Georgius. Obwohl, dann macht es ja keinen Sinn mehr mit dem abwechselnden Ziehen. Aber okay, Pre-Moves sind erlaubt, würde ich sagen. Ja klar, wieso nicht? Ist ja Risiko. Ja, ich meine, so in dem Sinne, dass ich dann quasi den Zug schon für dich wiederum. Ach nee, Quatsch, stimmt ja gar nicht. Nee, ich habe Unsinn geredet. So, ich habe Pre-Move gemacht. Aber wenn er jetzt guckt, welchen Pre-Move wir gemacht haben, das ist natürlich gefährlich. Aber es gibt auch eine gewisse Verzögerung, von daher, das ist nicht zu empfehlen. So, Nee, wir haben nee, es nee, jetzt. ich nicht pre-moven. Nee, warum nicht? Meinst du, er guckt wirklich? Weil er eventuell den macht. Ach so, meinst du? Ah, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ja, das ist ein guter Punkt. Vielleicht können wir uns den Läufer snacken. Vielleicht können wir gleich schlagen. Jetzt sagen wir die ganze Zeit snacken. Ja, den Läufer schlagen, meine ich ja. Okay, nochmal Angriff auf den Läufer. So. Das muss ich ihm noch beibringen. Wir werden Dienstag wahrscheinlich wieder mal wieder was machen. Okay. Was, die Eröffnungsphase meinst du oder was genau? Ja, da muss er noch ein bisschen feilen. Steht zu passiv jetzt hinten drin. Ja, Sehr aber gut. bisher ist nichts passiert. Ein paar Figuren entwickelt. Wir haben noch keine einzige Figur entwickelt, ne? Also, Ja. eigentlich ist die Stellung noch vollkommen okay für Weiß. Also, MF, da kann ich dir nicht zustimmen. Kuchen spielt hier bisher absolut vernünftig, entwickelt alle Figuren und. Du, ich habe schon andere Streamer gesehen, die gezockt haben. Das war bei weitem schlechter. Nee, also bisher ist hier absolut gar nichts passiert. Ich meine. Ein bisschen Zeit verloren, aber so viel bringt uns der Raumvorteil jetzt hier auch nicht am Damenflügel. Also, ja, Springer E5 auch guter Zug. Springer nach vorne. Vor allem finde ich es cool, er hat total Bock auf Schach, streamt Schach regelmäßig, spielt online. Er hat sich sogar einen Tisch gekauft, hat er mir erzählt, so einen Glastisch. Wie? Ja, so ein Glastisch mit Figuren halt, ne? Ah, Geil, oder? ja, richtig nice. Ja. Das macht natürlich auch stylmäßig was her in der Wohnung. Aber wahrscheinlich in seiner Villa. Ja, wir können ihn ja ein bisschen ablenken. Wenn er jetzt hier zuhört, dann. Vielleicht fühlt er, ich weiß es gar nicht. Nee, okay. So. Er streamt? Nee, offline, er ist offline, er ist offline. Das wäre auch witzig jetzt, wenn wir beide hier streamen würden. Ich weiß gar nicht mal, ob wir hier besser stehen. Also die weißen Figuren, Ja. die kommen ganz gut ins Spiel, leider, muss ich sagen. Das ist nichts Besonderes. So, er hat Bin gezogen, ich du bist dran? Bin ich dran. dran? Ja, Bin du ich bist dran? dran. Shit. Alles gut, alles gut. Wir haben noch 44 Sekunden, also noch ist nicht der rote Bereich, sag ich mal. Als nächstes Nacktschach gegen Katja Krasavice. Und Kennst du wer? Katja Krasavice? Schon mal gehört, aber.
Ich könnte jetzt nicht direkt ein Gesicht zuordnen. Ich auch nicht. Irgend so ein Blondinchen wahrscheinlich, Weiß ich nicht. So ne? Ja. F4, aggressiv. Aber warum erst den Turm nach Er spielt eine E1? Riesenpartie bisher. Ja, hätte auch direkt F4, F5 sowas machen können, Beste tatsächlich. Kuchenpartie, die ich je gesehen habe. Ja, aber gegen dich hat er auch schon ein paar gute Partien gespielt. Hans-Walter Schmidt steht da, Kuchentuchen. Das ist aber nicht der Hans-Walter Schmidt, oder? Nee, vorhin war schon Donald Trump im. Okay, Du wir bist sind dran, du da. bist dran. Ja, locker bleiben. Ja, ich. So, hier. Was? Nein, nicht sowas zeigen. Das darfst du mir nicht zeigen. Wie, ich bin noch dran als nächstes. Ach so. Aber das hätten wir eben machen können. Naja, egal. Gesicht nicht, aber tippen. Was? Das ist eine. Du musst auch nicht jeden Kommentar hier vorlesen. Das ist eine Influencerin. Okay. Was influiert die denn? Weiß ich nicht. Katja krasser Witze. Muss ich nachher mal gucken. Mal, du bist die ganze Zeit an meiner Maus hier. Ich bin noch dran als nächstes. Ja, du bist dran. Genau. Deswegen. Er hat ja überlegt, du bist dran. Oh. Kuchen nicht nehmen. Kleiner Tipp. Nicht nehmen. Nehmen, ja, sehr gut. So Oh sehen wir das shit. Gene. Er läuft blind in sein Verderben. Er Aber läuft das, blind in sein. also, hat er sich jetzt gedacht, dass ich den einfach so abgebe oder dass wir ihn einfach so abgeben? Dass wir einfach so den Springer hergeben für nichts und wieder nichts. Jetzt ärgert er sich bestimmt. Wer ist denn diese Katja? Kannst du doch auch googeln, Arne Peters. Das mache ich auch nachher. Oder wahrscheinlich YouTube. So, Dame Donald 2. Trump, lass den in Ruhe, den guten Mann. Wer ist denn jetzt dran, du oder ich? Ich Egal. weiß nicht. Okay. Nach vorne hier. Noch ist die Sache nicht vorbei. Wir haben nur 25 Sekunden. Ich habe mal ja auf Zeit verloren gegen ihn beim Streamen. Ja, das kann natürlich passieren. Ich habe es gesehen. Ein Zug vom Matt oder so war das. Ich dachte, es wäre matt gewesen vorher und dann war es doch kein matt. Ja. Da hat er sich noch gut verteidigt. Sollen wir gleich mal gegen Jan-Henrik Schröder spielen? Ich glaube, Können das ist wir ein kleiner machen. Junge und der bettelt die ganze Zeit und der will gar nicht ins Bett. Ich weiß, vielleicht stimmt es auch nicht. Du bist dran. Oh, er hat wieder schnell gespielt. Ja, darauf setzt er jetzt. Er spielt schnell. Er spielt schnell. Wir müssen mit Primus arbeiten auf jeden Fall. Tue ich gerade. Ja, sehr gut. Gefällt mir. Obwohl man dann auch mal den Springer nehmen könnte, ne? Ich glaube. Nee, das ist viel genauer. Okay. Dein Zug, dein Zug. Du bist übrigens ein bisschen raus aus dem Bild manchmal. Ja, ich weiß. Ja. So, jetzt bist du dran. Auf 15 Sekunden. Er wehrt Lange sich hier mit Spiel. Händen und Füßen, ne? Kann man nichts sagen. Scheiß. F2 hätte ich nehmen sollen vielleicht. Ja. Aber Hauptsache schnell einen Zug gemacht. Was? Ja, Ja. mach. Oh nein, verdrückt! Oh, 11 Sekunden. Ja, mach einen Pre-Move, mach einen Pre-Move, mach einen Pre-Move. Locker bleiben. Oh, jetzt zieht er aber schnell, ne? Jetzt Jetzt zieht er schnell, weil zieht er er gemerkt, schnell. dass wir nur noch 11 Sekunden haben, die Sau. Ja, leider lässt er sich nicht so leicht hier matt setzen. Der König ist noch gut verteidigt von den Springern. Wir müssen auf jeden Fall immer mit Primus arbeiten jetzt. Nicht unbedingt. Ja, 9,7 Sekunden. Also, wenn wir einen Ja, aber Pre-Move kann machen, dann sitzen. verlieren wir keine Zeit. Ich weiß ja nicht, was er macht jetzt hier. Das stimmt. Hoffentlich macht er keinen guten. Kann er das sehen, wenn ich schon das mache hier? Wenn er das sieht, Also ja, ne? theoretisch schon, wenn er zuschaut. Er zieht, zieht, zieht! Er hat einen guten, der hat den besten Zug Ja, gemacht. das ist problematisch. Bis wann Ja. spielt ihr noch? Da werden Leute müde. Der Xaver, ne, Xoren. Okay. Oh Mann, Herr. So, du bist dran. Mach einen Pre-Move. Ja. Ich. Oh, aber wenn er jetzt schaut, wenn er jetzt schaut. Egal. Ja, Turm E8 super. Ja, wie sollen wir ihn denn hier matt setzen? Wir haben nicht genügend Figuren. Nee, nicht so richtig, ne? Ja, ich bin dran, ne? Shit. Oh Du Mann, hast noch, vier. ja. Oh Gott, das war jetzt viel zu Eigentlich musst du langsam. immer. Das war viel zu langsam. Vor allem so lange Turmzüge kosten mich 2 Sekunden mit Team Jörg. Ja. Ja, schlag gleich mal da den. Genau, schlag den mal, ne? Ja, wenn er mich lässt. Ja. Ja, schlag, 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 schlag. Puh. Ja. Oh. Oh je. Jetzt bist du dran. Du bist dran, ne? Ja, ich weiß. Was machst du denn da? Mach Na, das doch. ja. Ach so, Du meinst meinst, du, es bringt der. nichts, oder was?
Meinst du nicht, dass da... Ah, doch, Oh hast gesehen. Gott, ja, ich glaube, das schaffen wir nicht. Okay, ich mache jetzt Pre-Moves, alles. Hilft nichts. Lass mich, Ach, lass du mich, machst lass ja, mich. spiel du mal, ja. Lass mich einfach jetzt das probieren. Nur mit Pre-Moves mit 0,1 zu gewinnen. Ah, hat er zu schnell gespielt, Schade. alles klar. Okay, QTV, da waren wir einfach nicht schnell genug, GG. kann man nichts sagen. Wir haben jetzt nicht irgendwie, okay, wir haben ein bisschen zwischendurch ein bisschen zu viel Zeit verplempert, Ja, wir aber. waren uns zu sicher, nachdem wir die Dame gewonnen haben, dass wir es nach Ja. Hause fahren, dann waren wir zu langsam einfach. Was will man sagen, ne? Ja, Aber er hat dann ist auch ein besser paar geworden. gute Verteidigungszüge gespielt. Ist besser geworden. Tja, na gut. Alles klar, Grüße gehen raus, auf jeden Fall an Kuchen TV. So, Da war dieser Junge, ich weiß nicht, ob wir gegen den spielen sollen, der hat schon ein paar Mal ein bisschen ja, gebettelt. wie heißt er nochmal? Jan? Jan? Oh, bis ich den jetzt gefunden habe, ne? Also das ist auch Jan eher. Henrik Schröder. Mein Liedesname ist Jan Henrik 2009. Der ist ja so 11 Jahre alt. Ja, ich habe ihn hier, ich habe ihn, ich habe ihn. Hast du? Ja. Ja, mach mal. 11 Jahre alt. Okay. Schenken wir mal dem Jungen Vertrauen. War super Kuchen TV. So, willst du spielen? Ich bin abwechselnd Ja, wieder. machen wir abwechselnd einfach. Dann fange ich jetzt mal an. Was hat der? 1662? Oh. Davon ist jetzt dein erster Zug abhängig, oder was? Ja. Der wartet schon lange und muss ins Bett, ja. Deswegen ziehen wir das. Spielen wir jetzt gegen den Jungen auch, damit die Eltern auch nicht sauer sind auf uns. Springer C3, machen wir den portugiesische, wie heißt der eigentlich, portugiesisches Gambit oder Variante? Das kennst du besser als ich, um ehrlich zu sein. Ja, doch portugiesisches Gambit, aber ich Läufer E2 ist ein bisschen langweilig. Okay, aber ist gut. Ich bin dran, ne? F3 ist ein bisschen spannender wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Das ist ja das, was ich analysiert habe auf dem Kanal Dr. Nykterstein gegen Ali Reza 2003. Ach, da kam das? Ah, okay. Genau. So, jetzt haben wir noch eine schöne aktive Dame hier, das gefällt mir. Alter, wer schreibt denn das? Katja ist ganz mein Geschmack, das habe ich nicht geschrieben. Naja, dann müssen wir direkt mal blocken hier. Wenn sich hier Nee, nee, Leute. nee, nee. Wahrscheinlich war das ein Mod von mir vielleicht, Nee, weiß nee, nee, nee. Das ist bei mir auch schon häufiger passiert, dass Leute sich unter meinem Namen ausgegeben haben auf anderen Kanälen. Das wird direkt. Also wenn das ein Mod war, können wir auch später entblocken, aber direkt Ach so. blockiert. Okay. Aber wieso hat So. er. Und die benutzen die gleichen Emojis? Du meinst denselben Namen und dasselbe Logo? Ja, Ja. kopieren die einfach. Ja, es ist leider lästig. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum das da Scherzkekse. steht. Ja. Wie schlecht ist das denn? Wieso machen die Leute sowas? Ja, zu viel Langeweile wahrscheinlich. So, du bist? Was eine Frechheit, ey. Ja, in Ist der echt Tat. so weg. In der Tat, ja. Aber wir haben ja hier ein Auge drauf und die Mods sind auch am Start und solche Leute werden dann natürlich sofort blockiert, das ist klar. Läufer C5? Ah, Egal, komm, läuft sei nicht nicht so weg. ernst. So, jetzt kann ich es doch Ja, noch du kannst spielen. es ja machen, genau. Ja, passt Ihr ja. solltet mal Steve Berger zum Stream einladen. Man kann Ja, so viele Leute einladen zum Stream. das stimmt. Gute Idee auf jeden Fall. Du bist dran auf jeden Fall. Schreibe ich mir auf. Was denn? Was für Quatsch! Schreibe ich mir auf, was? Schreibe ich mir auf meine lange Liste Ist von klar. To-Dos. Schreibe ich mir auf. Niklas kennt sich in dem Gebiet gut aus. Welchem? Auf einmal sind alle 12. Ja, okay. Ich bin ein bisschen gut, glaube ich. Nee, ich schenke erstmal den Leuten Vertrauen. Ist ja wohl klar. Ja.
So, wie sieht's aus? Wir haben ein paar Bauern mehr, aber die Partie läuft noch, ne? Ich dachte eigentlich, es ist gleich vorbei, doch irgendwie. Was ist denn los? Ja, ich bin Vierer, ich muss auch bald ins Bett. Könnt ihr mit mir spielen? Ist klar, ne? So, hier können wir rein, aber kommt noch mit Dame schlägt A7, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich achte gar nicht auf die Partie, erzähl ruhig. Du Ja. bist dran, oder? Ich bin dran, ja, ich überlege gerade, wie wir es hier machen. Mach Machen mal wir mal Blattstein mit. Springer Wir C4. eine blöde Variante Eröffnung spielen gleich noch. Okay, können wir machen. Ja, wieso nicht, ne? Ja. Wenn es sein muss. Oh, was ist das denn? Ja. Hast du das alles berechnet, Ja, Kollege? hast du nicht aufgepasst? Hab doch alles angesagt hier. Nee, du bist jetzt dran, von daher, ich dachte, du machst das schon. Dame F4 hatte ich geplant, aber das geht auch. Nein, damit viel stärker, das recht. Naja, ach, nee. Ich glaube nicht, dass sich das viel nimmt. Ich bin wirklich elf, Paul Willing. Niemals. Wer ist jetzt dran? Weiß, der König Ich steht glaube im jetzt Schach, das niemand ist mehr. immer ein Ich guter glaube jetzt Hinweis. niemand mehr. Nee, aber ich. Okay. Was ist das denn? Nehme Ja, ich weg. nimm. Wer hat denn eigentlich Bayern gespielt heute? Haben die nicht gespielt heute? Fußball. Ja, ist schon klar. Ich habe keine Ahnung, ich habe die Ergebnisse nicht. Du bist dran, ne? Ja, ich habe es auch nicht gesehen. Ich suche das Matt, aber ich finde es Gibt's nicht. nicht, ne? Gibt's nicht, ne? Wir spielen 3 plus 0 übrigens, ne? Okay, dann machen wir schneller die Züge. Ja, habe ich. Nicht, dass wir hier nochmal auf Zeit verlieren, das wär's jetzt. Jetzt bist du dran. Ach, nee, ich habe gerade die Dame geschlagen, du bist dran. Ah, der verteidigt sich wie ein Stier hier. Wie ein wilder Stier. Was ist denn Den das jetzt? Warum gibst du den Turm ja, ab? Den brauchen wir warum doch. nicht? Zu Das was Matt ist jetzt? gleich. Oh Mann, oh Mann. Dame B3 Pre-Move in Style. Ja, sicher. Bayern hat 2-0 gewonnen. Gegen Union oder was? Ach so, gegen Union. Ja, gut, okay. Okay. Ja, gut, gegen Union. Meinst du, Katja Krasavice kann Schach spielen? Du fragst mich Fragen, also ich kenne sie nicht. Oder ich weiß das nicht. Ich weiß das doch alles nicht. Was Was haben wir ist noch denn? für Varianten auf im Petto? Ja, dann machen wir mal irgendeine lustige Eröffnung, oder? Was können wir denn jetzt machen? Königsgambit oder sowas? Ja, aber das hängt ja auch vom Gegner ab. Ja, irgendein Gambit. Na, Königsgambit. Ja. okay. 926 Euro. Hast du schon mal Königsgambit gespielt? Ja, ich habe es schon dreimal in Turnierpartien gespielt. Echt? Bisher erstmal und gegen ungefähr 2,6 Gegnerschnitt. Bisher ist meine Ausbeute 2 aus 3. Ich habe es einmal gegen Almaji gespielt. Der war auch ein bisschen schockiert, glaube ich. Aber ich stand auch klar besser. So, was haben wir hier? F6 wieder gespielt. Das hat die Diagonale geschwächt und das versuchen wir jetzt auszunutzen. Die Kommentare sind echt lustig. Ich erfreue mich lieber an den Kommentaren hier. Okay, dann erfreue ich mich mal an der Stellung. Und klar kennt Hushi Katja, jeder kennt ihn, ne, der kennt sie halt nicht. Also ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich kann jetzt kein Gesicht zuordnen. Oh, der Big Greek geht in die Vollen hier. Sehr. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ups. Sorry, ich habe nur mal kurz geschaut, wie viele Leute hier gerade zuschauen. Immer noch 1800. Ja, schön, dass ihr auch nach wie vor am Start seid. Ich hoffe, ihr habt alle eine gute Zeit. Wir auf jeden Fall schon. Oh, das Botes Gambit. Kennst du das Botes Gambit? Nee.
Ja, das ist auch keine Eröffnungsfeier. Das ist, wenn man einfach seine Dame hergibt, einfach so, Ah. dass das Boot das Gambit. Lustig. Und hier, lustig, ja, sehr lustig, ja. Und hier hat unser Gegner den König hergegeben. Jetzt siehst du oder ich oder wer willst du Du machen? darfst den. Ach nee, ich darf. Ja, egal. Mach. Zusammen, den finalen Zusammen. Schlag. Der finale Schlag, Dame 7. Okay, danke an Bus 4881 für die Partie. Da ein bisschen zu früh F6 gespielt. Das hat hier die Felder geschwächt, die Diagonale. Einer spielt die Königshälfte, der andere die Damenhälfte, wurde vorgeschlagen. Aber ich weiß nicht, wie man das macht. Ja, das verstehe ich auch nicht ganz, weil manchmal, also ist ja jetzt nicht unbedingt klar, welche Seite man spielt. So, So, Spaß jetzt, ne? willst du Sollen wir einen nochmal richtig, auswählen? Auswählen? ja, ich suche jetzt mal einen richtig starken Gegner für uns und dann machen wir auch mal ein Gambit. Richtig stark heißt hier so irgendwas mit 2-2, ne? Da hier 5-5 gegen Terrakotta. Oder ist es zu lang? Ja, mach einfach. Okay. Aber warum willst du jetzt den starken Gegner in Gambit spielen? Das ist eher kontraintuitiv, finde Wieso ich. das denn? Wir spielen zusammen, hallo? Du meinst, dann kann nichts schief gehen, ne? Nee. Okay, jetzt schon das Gambit oder später? Ja, weiß ich nicht. Du bist dran, fang an, wähl was. Ja gut, machen wir erstmal noch den hier. Den hier? Ah, jetzt wird's schwer mit dem Gambit, verdammt. Na, hier gibt es kein Gambit, was soll man denn hier spielen? Den? Ja. Ich hätte doch Jetzt? E5 im ersten Zug machen sollen, ne? E5 England? Oh Gott, oh Gott. Ja, wie willst du denn sonst das Gambit spielen? Das geht doch gar nicht. Ja, was ist ich? Wolga Gambit oder modernes oder irgendwie. Ach Ja. so, ja. Der Gegner muss auch mithelfen. Wenn er hier so solide Gut, spielt, hier ist das schwer. gibt es keinen Gambit, ne? Das war's mit Gambit. Er spielt Ja. ganz normal Londoner System, ganz übelst Ganz langweilig. trocken, ja. Ganz trocken. Obwohl ich kenne mich nicht so gut aus. Nee, ich auch nicht. Was ist denn Gambit, wird gefragt. Gambit bedeutet, dass man einen Bauern opfert in der Öffnung, um andere Vorteile zu bekommen, wie beispielsweise Entwicklungsvorsprung oder Figurenaktivität, einen Bauern oder mehrere. Und das ist eine Möglichkeit am Anfang der Partie, aber auch manchmal ein bisschen riskant, denn es kann passieren, dass man den Bauern nicht zurückbekommt und dann hat man nun mal einen weniger. Mutio Gambit. Das ist Königsgambit zum Ah, das ist Beispiel. eine Variante, ne? Ja. Innerhalb des Königsgambits gibt es natürlich Tausende von Gambits, ne? Logischerweise auch mal, dass man eine ganze Figur reinknallt auf F7 oder so. So, du bist dran. Ich? Ich habe doch E6 gemacht gerade. Echt? Okay. Sorry. habe Weil ich ich wohl habe verbockt. verpasst. Ja, ich habe keine Lust, den Zug zu machen an der Stelle. Ach, ist doch alles entspannt. Er lässt sich doch Zeit. Dafür, dass er Londoner Systemexperte ist, der Terrakotta. Ich kenne mal. Wie hieß die Sendung nochmal? Die heißt so ähnlich, ne? Nein, nee, was anderes. Was, Familienduell? Ja. Kennst du das? Schon mal gehört, ja. Was? Best of Familienduell. Super geil auf YouTube. 6-Minuten-Clip. Ich habe mich selten so kaputt gelacht. Und da ist auch irgendwas mit Terrakotta dabei. Dann sollen nämlich die Leute immer hier Terrakotta irgendwann irgendwie irgendwas sagen, was welche typische Fliesenfarbe oder sowas. Okay. Und dann sagt die erste Terrakotta, dann sagt die zweite irgendwas anderes, dann sagt die dritte Terrakotta wieder. Und das ist total lustig, weil die gerade erst Terrakotta gesagt hat und dann wiederholt die das einfach nur, anstatt was Neues zu sagen. Da gibt es sowieso gute Clips, weil da gibt es ja auch, du bist dran übrigens. Gibt es ja auch kommt ja aus den USA, wenn mich nicht alles täuscht, Family Feud oder irgendwie sowas. Und gibt Ah. es witzige Clips. Oder, warte mal, nennen Sie einen Ort mit wenig Beinfreiheit. Spanien. Nee. Hä? Ich verstehe das nicht. Wo ist der Witz versteckt?
Ja, was für ein Witz, das ist völliger Blödsinn. Ja, Spanien. natürlich, Wenn es ja natürlich. noch mit wenig Beinfreiheit. Nicht so Flugzeug, Aufzug, keine Ahnung, Auto. Spanien. Ja, ich bring's gerade nicht so gut rüber, weil es halt dieser Ja, Sechs aber besser warum zum hat man im Englisch Aufzug als. keine Beinfreiheit? Das ist ein bisschen eng halt, ne? Weiß ich nicht, keine Ja, für die Ahnung. Beine, aber okay. Okay. Du bist dran. Ja, Terrakotta lässt sich auf jeden Fall Zeit hier. Das ist eine ganz entspannte Runde mal für uns. Ja, das spielt echt langsam. Ja. Du bist dran, ne, oder? Ja, hast Ich recht. weiß es nicht, ja. Nee, ich glaube schon. So, schlagen, schlagen. Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Carlos. Ja, ist gut. Das freut dich, ne? Nennen Sie etwas, das man schlägt. Ein Kind? Ja, den kennst du aber schon, oder? Das kommt in dem Video vor, ein Ja, Kind? das ist ein Klassiker. Leider, leider. So, du bist dran. Ich? Der Läufer hängt, den wollen wir nicht geben. Ja, Läufer zurück. Das sieht solide aus. Ja, das mit dem Hairstyling-Tutorial haben wir schon verstanden. So, was passiert hier? Wir haben 2 Minuten mehr auf der Uhr. Stellung ist eigentlich noch ziemlich normal, aber wir haben das Zentrum, stehen hier ein bisschen angenehmer. Ah, da kommt eine nächste Spende rein von Ferdinand Glaser. Ja, vielen Dank. Ja, seid ihr Fußballfans? Fragt er. Wer Ja, ist ich dran? Bin ich glaube, dran oder du? nee, ich bin dran. Okay, dann schaue ich erstmal hier auf den Zug. Seine Dame sieht irgendwie so gefährdet aus. Na gut, schlagen wir mal hier. Mal sehen, was passiert. Also, nee, ich verfolge Fußball nicht besonders viel. Nur die großen Turniere wie Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Ja, ich auch. Und ein bisschen mehr. Bitte? Und ein bisschen mehr. Was droht mehr? Und ein bisschen mehr. Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und ein bisschen mehr. Hörst du mich nicht? Ich verstehe dir nicht. Was meinst, also was meinst du mit mehr? Champions League oder was? Champions League, Kreisliga, Bolzplatzgezocke, Ach keine so, Ahnung. okay. Also Was du bist macht schon eine Rolle? Fußballfan, willst du damit sagen? Ja, geht. Also. Okay, alles klar. Champions League auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja, und die Moderatoren, die posten hier auch eifrig die Discords. Also ihr könnt gerne dem Discord von The Big Greek beitreten und auch meinem. Die Links dazu findet ihr in der Be in der im Chat aktuell. Ja. Und ansonsten könnt ihr auch gerne in unsere Teams kommen, sowohl The Big Greek als auch ich. Wir haben ein Team auf Leadchess und dann könnt ihr an Turnieren teilnehmen, dann könnt ihr an Simultanturnieren teilnehmen und so weiter und so fort. Stell nicht den Springer ein, bitte. Ja, locker bleiben. Also, da könnt ihr gerne mit reinkommen in die Teams. So, wir haben einen Bauern gewonnen, das ist ganz positiv und stehen hier ziemlich gut. Ja, jetzt haben wir hier was angestoßen, Georgios. Ja, Jetzt kommen die mit den ganzen Gags. Witze. Ja, jetzt kommen die ganzen Witze. Okay. So. Ja, ihr dürft auch gerne meinen Twitch-Kanal aus followen. Ach so, ja, habe ich noch gar nicht Twitch erwähnt. TV. Twitch TV The Big Greek Schach. Genau. Ich streame dreimal die Woche übrigens live. Montags, Mittwochs, Freitags jeweils ab 21 Uhr. Ja, also alle, die jetzt auf Twitch zuschauen, da könnt ihr auf jeden Fall die Sache mal abonnieren, die Sache, den Kanal von The Big Greek. So, ich bin dran, oder? Weil da gibt es regelmäßig guten Schachcontent. So, H6. Gerade Wasser getrunken, Michael. Und hier kam die Frage, ob auch mit Kuchen TV gestreamt wird.
Georgios hat es schon erwähnt. Der nächste Stream ist schon in Planung, mehr oder weniger. Also auf jeden Fall zu Gast, wenn ich das richtig verstanden habe, Ja, bei Kuchen TV. ich bin häufiger zu Gast bei KuchenTV gewesen. Auch mal wieder, wahrscheinlich dienstags mal wahrscheinlich mal wieder. Okay. Ja, was machen wir? Wir zwingen ihn mal zum Abtausch jetzt mit Turm C4. Ja. Was denn? Diese ganze Partie bringt dich nicht zum. Löst nicht die große Begeisterung bei dir aus, oder? Nee, ich mag den Doppelbauern jetzt nicht, den ich da ausgelöst habe. Ja, ist okay, würde ich sagen. Dafür hat er auch ein paar schlechte Figuren da. Diese Läufer, die machen keinen guten Eindruck und deshalb kümmere ich mich jetzt auch mal um die Läufer da. Kennst du eigentlich IM Eric Rosen? Ja. Ich habe auch mal Ja. gegen ihn gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, habe mal gegen ihn gespielt. In den USA wahrscheinlich, Ja, logischerweise. genau. Der ist ziemlich erfolgreich auch, ne? Du meinst auf YouTube? Ja. Oder ich glaube schon, oder Also, Twitch macht er auch, oder? YouTube ja, und kann Twitch. gut sein. Der streamt sehr viel live, ne? Das kann sein. Ja, es gibt sehr viele Schachstreamer im englischen Bereich zumindest. Ich bin dran, ne? Machen wir den hier mal. Ja, ich hatte schon den letzten Zug mit einer Idee gespielt. Ja. Muss auch mal hingucken. Ja. Wir verfolgen ja hier gleichzeitig den Chat, von daher. Ja. Natürlich, gewisse Ablenkung ist da. Pandasis Andoniadis, ein nächster Grieche. Grüß dich. Der hängt der Läufer, dann machen wir mal den oder den, ist egal Ja, der wo. Läufer kann ziehen, wohin er will. Letztendlich ist das immer das Problem, dass der Läufer auf H3 weg ist. Ja, klar, machen wir auf Deutsch, weil auf Deutsch gibt es halt auch nicht so viel, ne? Ja, und Deutsch ist auch unsere Muttersprache, das liegt irgendwie nahe. Sogar bei mir, kann man sagen. Ja. Eigentlich bin ich Grieche, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen, deswegen, also, ist schon meine erste Sprache. Aber du wolltest dich jetzt nicht The Big German nennen, oder? Ich bin schon Grieche, ne? Also, Ja, schon klar. allein Nee. schon vom Feeling her, ne? Ja, vom Feeling. Okay. So, das bringen wir jetzt nach Hause, Terrakotta. Also, das kannst du uns auch zutrauen hier mit der Mehrfigur, dass wir das schaffen. Das sind echt einige, die auf Griechisch was schreiben, ne? Das freut Ja. mich. Ich mache noch eine griechische Fan-Community, auch nicht schlecht. Wahrscheinlich alles Griechen, die in Deutschland leben, halt auch, ne? Nicht irgendwie aus Ja. Griechenland zuschauen, logischerweise. Ja, Weil ich glaube, die ja, verstehen uns natürlich auch nicht. das vermute ich auch. Okay. Hast du dem letztens noch mal auf Chess24 Bentablitz gemacht? Nee. Wie kommst du jetzt darauf? Weil das gefragt wurde, gerade Ach kommt da so. Fragen. Nee, habe ich nicht gemacht. Nee, ich mache ja hier auf meinem Kanal genug, von daher wäre das dann ein bisschen zu viel des Guten. Vielen Dank an Terracotta für die Partie. Hat So. aufgegeben? Ja. So, ja, danke. Okay. Ja, machen wir noch ein paar, oder? Ja, sicher. Du willst doch nicht schon Schluss machen, hallo? Da schauen Okay, okay. 1900 Leute zu. Ja, aber das könnte in 2 Stunden auch immer noch so sein. Also, das ist jetzt kein Argument, würde ich sagen. IM Rosen spielt gern Stafford Gambit. Ach so, weißt du, was das Stafford Gambit ist, Nee, Niklas? das kenne ich nicht. Du kennst ja einiges nicht, ne? Aber ehrlich gesagt, ich kannte das vorher auch nicht. Ja, dann sag mal an. E4, E5, Springer F3, Springer F6. Springer schlicht E5 und dann Springer C6, glaube ich. Okay. Also nicht D6 oder sowas, Ja, sondern probieren Springer. wir es, ne? Stimmt, machen wir, stimmt, machen wir, komm. Mal gucken, ob er nimmt aber. Ja, klar nimmt er. Komm, Julius. Ach, Julius. Aber wir Ja. können. Nee, wir können nicht. Melovin Gambit? Nee, aber mit Schwarz geht das nicht so gut. Da fehlt uns ein Tempo, außer er macht hier G3. Aber ich glaube nach. Gleckvariante, die drei Gleckvariante. Ja. G3, dann schlagen wir auf E4. Also kannst du überlegen hier, wenn du zuhörst. Wenn du die Figur gewinnen willst, dann
kannst du das hier spielen. Wieso sollte ich nicht zuhören? Ich bin nur da. Ja, nicht du, unser Gegner. Machen wir Läufer C5 oder Läufer B5? Kommen wir mal durch. Springer D4 natürlich. Was ist das für eine Frage? Was ist das für ein Zug eigentlich? Stimmt. Was ein Blödsinn, ne? Nee, Lauf C5 ist normal auch. Kann man machen. Ja? Ja. Man kann eigentlich so gut wie alles machen gegen vier Springerspiel. Läufer D6, Läufer C5, Läufer B4, Springer D4. Läufer C5? Ja. Egal, gut, dass er genommen hat. Wo bist du denn aufgewachsen im Pott? Ja, ich bin im Pott aufgewachsen. Weißt du, was mit Pott gemeint ist? Ruhrgebiet? Oh, Moment. Ja, Lauf schlägt auf 2. Das sieht gut aus. Genau, im Ruhrgebiet, ja. Ah, du bist. Ah, das wusste ich auch gar nicht. Das heißt, wann bist du nach Hamburg gekommen? Vor 7 Jahren? Ach, gar nicht so lange. Nö. Vor 7 Jahren erst. Ich dachte, du Oder bist ein acht? Hamburger Acht? Urgestein schon. Acht? Ja, was? Niemals. Ach, erst vor 8 Jahren, ach so. Es war 8 Jahren und 2013 haben wir ja gespielt, ne? In St. Ja. Pauli. So. Ja, spielt das gut bisher hier, finde D4 ich. ist, ja, D4 ist gut. Aber der König ist natürlich jetzt ein Problem. Der hat jetzt schon gezogen und ist in der Mitte jetzt. Stimmt, der hat das schon gezogen, Ja. Also Rochade ist hier nicht mehr möglich. Im Schach, wenn man einmal den König gezogen hat, dann darf man nicht mehr rochieren. So, du bist dran. ja. Ja, alles entspannt. Fabrizio, ein Geschwätzblitz oder Banterblitz auf Chess24 ist erstmal nicht geplant. Ich mache viel auf meinem eigenen Kanal, auch Streams. Freitag habe ich 4 Stunden Simultanturniere gespielt und von daher reicht mir das an Schach eigentlich ganz gut. Machst du jetzt wieder deine Arena freitags immer? Ja, ne? Ich überlege noch für nächsten Freitag, ob die Arena oder es gibt auch dieses Elite-Team-Battle, irgendwie sowas, bin ich mir noch Okay. unsicher. Also dieses Team-Geschichte, ne? Wohl Agathmatos-Team und so Team und so alles mitmachen, Ich, ne? ja, ich muss mir das nochmal genau anschauen. So, den schlagen wir auf. Wir haben den Bauern gewonnen, den Zentrumsbauern, und das ist nützlich für uns. Okay, Damen sind getauscht. Wir entwickeln den Läufer mit Schach. Das ist sinnvoll. So, lange Rochade. Der Bauer hängt, aber unser Läufer muss erstmal ziehen. Läufer F5. Ja. Ja, ist vernünftig. Gut, er kann jetzt beide hängenden Bauern decken mit einem Zug. Aber das ist nicht so schlimm. Und nochmal Shoutout an Spin, meinem geschätzten Moderator hier, der die Links postet zu den Discords, zu Instagram, wenn ihr da dabei sein wollt, von mir. Und auch zu dem Oh, Team. Ups. geht aber noch. Ja. Haben wir nicht aufgepasst hier, aber Glück gehabt. Tom Das geht doch D2. noch, geht doch noch. Ja, aber das hattest du nicht gesehen. Stimmt. Also gerne dürft ihr den Discord beitreten von The Big Greek und auch von mir. Links dazu in der Beschreibung. Da könnt ihr Fragen stellen an mich, da kriegt ihr die neuesten Nachrichten, also was so ansteht und könnt euch auch austauschen. Da wächst eine richtige Community heran bei The Big Greek und bei mir auch. Und ist eine schöne Plattform, um sich ein bisschen auszutauschen mit Gleichgesinnten, um Gegner zu finden, gegen die man spielen kann auf League Chess. Und von daher schaut da gerne mal rein. So, wie sieht's aus? Sieht gut aus. Wir haben 2 Bauern mehr. Unsere Türme sind sehr aktiv. Generell Turm auf der zweiten Reihe ist eine schöne Angelegenheit. Und hier gibt es nicht viel Hoffnung, sage ich mal, an für unseren Gegner. Komme ich noch mal dran? Nee. Ja, wenn er zieht, wärst du, glaube ich, wieder dran. Ja.
Ich lese den Chat heute. Ich feiere den Chat heute total. Ja, freut mich. Okay, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran? Ja. Sicher? Ziemlich sicher, ja. Oh, zwei Türme auf der zweiten Reihe, das ist ja noch besser. Das ist ja noch besser. Das ist so das Endziel eines Turmes. Das Endziel ist matt, wenn mich nicht alles täuscht. Eines Turmes. Eines Turmes, ja, das stimmt. Obwohl matt setzen ist auch nicht schlecht. Spielt doch mal zusammen gegen Carlsen, sagt Daniel. Ja, Na, wenn Carlsen uns herausfordert hier, dann wären wir dabei. dann würden wir uns vielleicht dazu herablassen. Hat er eigentlich, wie ist das Turnier ausgegangen? Er hat es gewonnen heute. Okay. Er gewinnt alles, der junge Mann. Hab gerade noch eine Mail bekommen, deswegen. Auch schon wieder gelöscht. Du kriegst auch immer dann direkt einen Ton, ja? Aber ich könnte das Nee, nicht. Pressemitteilung halt, ne? Nee, aber ich meine, du kriegst so einen Ton als Benachrichtigung. Wenn eine Mail kommt? Nee, also dann war es was anderes. Du nicht? Was ist denn das Nee. für eine Stellung? Wow, Läufer E1 habe ich nicht gesehen. Der ist gut, leider. Das gibt's doch nicht. Ah, nee, ist doch. Ah, es geht noch, es geht noch. Auf verschiedene Art und Weisen, denke ich mal. Ja. Also, so verlieren wir kein Material zumindest. Aber wir hätten auch die Qualität geben können mit dem Turm auf der zweiten Reihe. Freut er sich auch nicht. Seltsame Stellung irgendwie. Läufer und Turm. D1 und Das war ein E2. Witz, René Rocks. Das geht doch nicht ablassen, meine Güte. Wenn Magnus Carlsen gegen uns spielt, dann haben wir keine Chance. Gut, Niklas würde sich natürlich eine Chance ausrechnen, weil er so ehrgeizig ist, aber ich kann euch sagen, wir hätten keine Chance. Ja, zusammen wahrscheinlich Ja. Wer klingt denn jetzt herablassend, ne, René? nicht. Wer klingt denn jetzt herablassend? Ja. Eine Chance hat man immer. Carlsen verliert auch mal eine Partie. Vor allem, wenn er so unorthodoxe Eröffnungen spielt und sich ja, da, sag ich mal, ausprobiert. So, wie sieht's aus? Er sieht prima aus. Sieht gut aus. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll hier. König ran oder Bauern laufen? Schwierig. Okay, bringen wir mal einen König ran. Magnus hat Bill Gates meinen 80 matt gesetzt. Kennst du das gar nicht? Doch klar, aber ich meine, Bill Gates weiß gerade mal, wie die Figuren ziehen werden überhaupt. Ja, aber naja, trotzdem. Ja, Riesenleistung, ja, klar. Ich will den Bauern nicht abgeben. Es braucht doch hier relativ lange mit unseren. Wie viel mehr Bauern? Vier haben wir, Zieh doch mal vor, die Eddies. ja? Ja, ich ziehe sie vor. Nee, kein Remis. Sorry, wir haben vier mehr Bauern. Das wollen wir weiterspielen. So, den Elias Wissli könnt ihr auch mal langsam blocken mit seinem blöden Witz über die Bahn. Den habe ich jetzt schon 15 Mal gelesen. Ja, Elias, danke für den Witz, aber wird nicht besser, wenn man ihn mehrmals erzählt. Stimmt. Also auch, ich sehe auch andere, ich habe mich schon gefragt, ob das ein Bug ist hier von dem Chatprogramm oder ob die Leute wirklich ständig dasselbe schreiben. Also einmal bitte schreiben, sonst ist das Spam und dann müssen wir da leider eingreifen. Gleich so richtig den Gegner aus, ja? Ja, gerne. Oh. Oh, jetzt willst du es wissen, jetzt zack, zack, zack. Okay, komm, weiter nach vorne. Julius kämpft bis zur letzten Patrone. Aus solch einem Holz sind Sieger geschnitzt. Was denn? Jetzt hast du den Baum gegeben, hat er nicht genommen. Ja, du willst auch wirklich alles behalten, ne? Ja, sicher. Willst du es zu Ende bringen oder wie? Ja, bring du es mal zu Ende jetzt. Ich schaue auf den Chat. Hast du automatisch auf Dame eingestellt, umwandeln? Nee, habe ich nicht. Soll ich? Nee, ich glaube, das hast du gerade. Nee, Nee? eigentlich nicht. Okay. Kannst ja gleich nochmal umwandeln, dann siehst du es. Genau das habe ich vor.
Sehr gut. Oh, the Big Greek hat das vor. Neue Dame hier. Schach. Doch, hast du nicht. Okay. Schach. Schachmatt. Okay, geschafft. Alles klar. Danke an Jürs für die Partie. Muchas gracias, señor. So, machen wir mal den Kollegen hier. Du Das willst ist ein jetzt die Freund. Starken rausholen, ne? Ja, ich glaube, wir müssen auch mal zeigen, was wir können. Ja, bisher haben wir nur eine Partie verloren, Spielt man gegen Antonio Radic? Weißt du, wer das ist? ne? Ja, Agamotto. Ja. Meinst du, der hätte eine Chance gegen dich? Ja, ich habe ja vorhin gesagt, jeder hat eine Chance. Wie geil du dich immer ausdrückst. Diplomatisch. Ich Diplom. sag's euch. Antonio Radic hätte noch nicht mal eine Chance, wenn Niklas 3 Promille hätte. Also, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass er. Ich weiß jetzt nicht genau, was er zahlt ist, aber ich glaube 1900 oder 2000, also so eindeutig würde ich das nicht sehen. Ja, du willst jetzt nicht der Buhmann sein, jetzt bin ich der Bugriech. Was mache ich? Läufer E7 aus Versehen. Wollte ich gar nicht. Egal. Was haben wir hier eigentlich gespielt? Irgendein Mist. Benoni-mäßig, Irgendein aber Mist. jetzt den Läufer nach E7 gestellt. Ja, schlechtes Benoni. Ja, du wolltest ja jetzt mal zeigen, was wir können, ne? Bist du dran? Nee, du. Shit. Boah, ist das schlecht. Egal. Warum habe ich aus Versehen diesen Zug gemacht? Wollte ich gar nicht. Das macht nichts. Ich dachte, du Weil packst jetzt wir. schon wieder B5 aus. Weil wir, ja, in der Stellung. Antonio Radic. Ich weiß nicht, ich spiele ja noch nicht mal Benoni und jetzt auch noch ein schlechter Benoni, das ist noch schwieriger. Wobei manche würden sagen, jeder Benoni ist ein schlechter Benoni. Ja, wahrscheinlich. Hast du mal Benoni gespielt? Nein. Aber Königsindisch manchmal ist ja ähnlich, ne? Also von der Struktur. Ja, jetzt hatte schon. Gottes Willen. Jetzt Ja, die war es Stellung schon ist alles schlecht. erreicht, ne? Ja, aber. Wovon er träumt. Gott. Ja, der ist wahrscheinlich nicht gut. Egal. Wir brauchen Egal. Felder für unsere Figuren. Wir haben nämlich keine Felder. Ich weiß nicht, warum ich Läufer E7 gemacht habe, aus Versehen. Ja, es ist schon spät. Das Kirschwasser zeigt Wirkung. Ich trinke schon seit einer Stunde nichts mehr. Okay, das heißt, du bist schon wieder nüchtern? Eigentlich schon. Bin die ganze Zeit nüchtern. Wir können Ja. künftig aufkommen lassen. War ein Spaß, war ein Spaß. Alles im Griff. Wie Carsten Müller immer sagt. Alles im Griff. Ja, ich denke, jetzt, wo der Läufer doch auf der Diagonale noch aufgetaucht hat, aufgetaucht ist, Ah, Gegenchancen. sieht das schon wieder besser aus. Und nachdem wir die eine Partie vorhin gewonnen haben gegen Nudelsuppe, was ja auch ein Bin ich Benoni dran oder war, du? du bist dran. Ja, das kommt mir bekannt vor. Oh, Taktik. Taktikfuchs ist am Start mit Springer D3. Er schlägt erstmal auf F7. Du Okay, bist davon dran? lasse ich mich nicht beirren. Das ist gut für uns. Oh, das ging. Oh, das hat er gesehen vielleicht. Ich dachte, wir gewinnen was, aber Ich auch. zack, kommt der Konter hier. Schade, schade, aber Ja, gut schaut mal nach. gesehen. 2-1-68 macht sich hier bemerkbar. Springer E4. Oh, er geht auf den Bauern. Ohne, lästig, lästig spielt er. Den müssen wir wohl decken irgendwie. Ach, ich bin dran, ne? Ja. Ja gut, hilft nichts. Ja, den hatte ich auch irgendwie als einzigen angesehen. Das Gute für mich ist, du musst die schwierigen Züge jetzt machen. Ja, ich glaube, mittlerweile stehen wir nicht so gut. Dieser Springer auf E6 ist doch ziemlich lästig. Den werden wir auch nicht so leicht los. Und der ist so nah bei unserem König und nimmt viele Felder weg. Bist du Agamotto-Fan? Also, du fragst wieder Fragen hier. Nee, das steht im Chat, nicht von mir. Ja, ich weiß schon.
So, wer ist dran? Du. Ach, ich bin dran, mal wieder. Ich hab auf D3 geschlagen. Ja. Also ich verfolge jetzt nicht regelmäßig seine Videos, aber ich finde es auf jeden Fall großartig, was er für einen Beitrag geleistet hat für die Schachcommunity und dass er sehr viele Leute zum Schachspielen motiviert hat, inspiriert hat, begeistert hat. Und das gefällt mir gut. Also Ermator, guter Typ. Kann man auf jeden Fall sich geben. So, ja, den Turm hast du reingelassen, ne? Der freut sich jetzt hier. Ja. Als ob wir eine Wahl hätten. Ja, gut. Ja, aber ist doch okay, droht doch gar nichts. Ja, noch nicht, aber. Den? Nein. Hm? Was Nee, willst du? du musst ziehen alleine, Ja, nicht ich. hast schon recht. Ja, machen wir den wahrscheinlich, ne? Dann. Ah, dann kommt Dame H5, meinst du? Ja. Aber ist doch sowieso schwierig hier. Dame H5 wäre der Killer dann, ne? Dame H5 ist sowieso ziemlich lästig, finde ich. Was spricht gegen Entwicklung? Aha. Naja. Naja. Was sehe ich hier nicht? Ach so, der spricht dagegen. Nee, spricht Ja, er. machen wir es mal. Ja, was sonst? Ja, es ist eh schlecht, so oder so. Ich weiß nicht, also so klar finde ich das nicht. Er steht noch ziemlich schlecht, oder? Mit seinen Figuren. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber wenn der erstmal hier hinkommt, dann haben wir erstmal die wichtigsten Sachen gedeckt. Ja, hast schon recht, stimmt. Also, noch sind wir in der Partie auf jeden Fall, aber wir haben auch eine Minute weniger auf der Uhr. Also auf den können wir abwehren. Ja. Den können wir auch abwehren. Einigermaßen, ja. Ja, gut, aber einziger Zug, ne? Und das ist alles noch nicht im Spiel bei ihm. Das ist der Vorteil, den wir noch haben. Er sucht jetzt natürlich nach einem direkten K.O., den es nicht gibt. Ja, aber das ist auch ein guter Moment, um ein bisschen Zeit reinzustecken. Also kann er gerne machen hier. Ja, bin ich absolut für. Ich finde unsere Stellung gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Okay. So, du bist. Einziger Zug. Gut, den wird er schlagen, hat geschlagen. Gut, aber Jetzt ist der spricht aktive Turm wenigstens weg, ne? ja, Immerhin. das ist natürlich ein Monsterspringer. König G8 ist, glaube ich, Pflicht. Ja, das ist Pflicht, auf jeden Fall. Der kommt mit Tempo. Ja. Uns hat Zeit aufgeholt. Ja, aber ich glaube, wir haben gleich ein Problem. Ja. Nee, es geht doch noch. Warte mal, zack, 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 zack. Na, mal sehen, was er macht. Ja, das habe ich befürchtet. Jetzt müssen wir leider aufgeben, oder? Ganz simples Matt, so ein billiges Matt haben wir übersehen. Ja, das hat er gut gesehen, muss man sagen, aus der Ferne. Tja. Was wollen wir machen? König raus, ne? Haben wir noch irgendwas anderes Sinnvolles? Ne. Außer wir spielen mit Dame weniger weiter. Die 6, okay. Ja, G6, Dame E7 ist das Problem. Sammelt jetzt erstmal die Bauern ein, oder wie? Okay. Ja, hat er gut berechnet da mit dem. Oh, das freut uns sehr. Was ist denn das? Er greift uns doch an und der tauscht die Damen? Are you kidding me? Das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Er hat einen kostenlosen Angriff und tauscht die Damen. Ja, jetzt sind wir natürlich wieder back in business hier. Ja, wir müssen schnell spielen, auf jeden Fall. Weil wir kriegen keinen Aufschlag. Ja, hau rein da den Turm, genau. Ja, das ist mindestens Ausgleich, wenn nicht besser für uns.
Weil der Bau ist dann auch stark. Ne, hier stehen wir schon besser. Ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass er die Damen getauscht hat. Also. Ne, Remis machen wir nicht. Komm, wir spielen das hier aus. Ist doch klar. Was ist los mit dem? Er verliert auf Zeit. Bist du dran? Ja, ich nehme den weg, ne? Das war jetzt irgendwie sehr seltsam, oder? Ja, Also. das war seltsam. Wenn hier. Wenn unser Gegner, okay, statt König, statt Schach F5 spielt und den Läufer ins Spiel holt, dann haben wir, können wir gleich aufgeben. Oder erstmal die Bauern nehmen auf A7 mit Schach halt, ne? Ja, oder so, aber das ist auch egal, ob der Bauer da ist oder nicht. Wow, dann bin ich wieder, hat man gerade meinen Sieg gefeiert. Was denn? Guten Tag, da bin ich wieder, hat man gerade meinen Sieg gefeiert, sagt er. Ja, das ist nach wie vor die einzige Niederlage, die wir heute eingesteckt haben. Wir haben sonst, oder? Ja. Oder haben wir noch eine verloren? Nö, ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Ach doch, ich wurde einmal matt gesetzt, als ich blind gespielt habe. Ach stimmt, ja, das zählt ja nur für dich, ne? Ja. Also. So, was haben wir noch für Varianten für die Leute? Sollen wir sagen bis 11:30 oder was meinst du? Ja, sagen wir bis 11:30. Ja, 11:30. Okay, such du noch mal was aus dir. Ich finde das immer so schwierig bei 100 Herausforderungen. Ja, gut, als ob es für mich eine einfache Aufgabe wäre jetzt hier. Irgendwo mit plus irgendwas. 1 plus 1, nee, danke. Delhi, das ist einer meiner, der häufig bei mir ist. Pat, der hier, Naja, Pavel. gegen Papra habe ich schon gespielt. Okay, dann nicht. Also Grüße an Papra, an Pascal. Wir haben eine sehr spannende Partie gespielt, die auch auf YouTube zu sehen ist. Da sind zwischendurch drei Damen auf dem Brett. Aber wir Gegen wollen. Dorina spielen wir. Okay. Ja, dann drück mal Ja, drauf. die ist super nett, deswegen spielen wir jetzt gegen die. Okay. Ich schreibe die immer sehr, sehr nett. Und ihr Sohn, aber der schläft natürlich schon längst. Hat auch schon gespielt gegen uns. Okay, machen wir nochmal Figurenansagen vielleicht? Genau, Figurenansagen, habe ich Bock drauf. Ich sage jetzt einfach die Figuren an. Ich sage jetzt Alles klar. einfach Springer. Okay. Nimzowitsch, haben wir heute noch nicht gespielt. Springer. Nein, erstmal muss ich ziehen. Ich bin jetzt nicht ganz so fies, sagt Bauer. Wie, du bist nicht ganz so fies. Dass du nicht nochmal Springer gesagt hast, Ja, oder was? genau. Ja, was machst du denn jetzt? Dame. Dame. Ist zu zweit spielen nicht mehr ein Handicap als eine Hilfe? Ja, Ja. ist schon ein Handicap, ja. Ja. Klar. Also man kann hier nicht sagen, dass wir jetzt hier einen Vorteil dadurch haben, dass wir Naja. zu zweit spielen. Wir kombinieren nicht die Elo und sind dadurch 3000 stark oder so. Dann Das wäre schön. würde ich dich heiraten, ne? So, Boah, Läufer, keine Ahnung. ja, ist hier auch normal, oder? Das ist doch dieses System. König? Ja, spielt sich doch von selbst her. Ja, aber ich muss ja die Züge ansagen. Das stimmt. Ich muss mich wieder daran gewöhnen. Ich muss die Züge ansagen. Ich verstehe immer noch nicht, warum mein Internet für 5 Minuten weg war. Und jetzt bin ich die ganze Zeit wieder dabei. Was war denn hier? Eigentlich ist es nicht so schwer für dich, die Figur zu sagen, denke ich. Läufer. Oder? Ja, Für mich Bauer. ist die Frage, wie sowas, ich verstehe dich. Geht nicht, ne, geht nicht. Ja. Springer wäre interessant gewesen. Der Läufer, ne? Ja, ich habe schon verstanden. Ich muss auch mal nachdenken, ne? Ja, komm, nehmen wir weg hier. Ui. Ah, es war Wenn sie nicht so nimmt, gut. Remove Dame, ist ja klar. Ja, ich glaube, es war nicht so gut. Spielt doch mal bitte gegen starken Gegner. Aber haben wir doch gerade Marco. Der gerade war ziemlich stark. Da hätten wir auch fast verloren. Ja.
Springer H2 habe ich nicht so sehr gefürchtet. Springer G5 wäre stark gewesen. Okay, jetzt muss ich aber was sagen. Ne? Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Es droht das, also muss jetzt Bauer kommen. Okay. Nehmen wir mal den hier. Dann kann der Turm noch schön schwenken. KuchenTV fragt, was ist euer Lieblingsfeld beim Schach? Hast du ein Lieblingsfeld? Nee, eigentlich nicht. Nee, ne? Obwohl ich hau gerne irgendwie was rein auf, weiß nicht, auf F7 vielleicht? Retro-Mann Nostalgia. Jetzt machen wir mal Springer. Okay, Springer raus. Vielleicht kann der mal nach G4 kommen. So, und Stimmung zwischen den beiden? Nein, ist es überhaupt nicht. ja, das hat er das vorhin nicht schon gesagt? Irgendwie so ein Kommentar. John Mayer? Ich weiß es nicht. Aber ja, gut. Egal. Bauer. Oder warte mal, warte mal, warte mal. Nee, Bauer, Bauer, Bauer. Ja, wir müssen das erstmal vorbereiten hier, ne? Springer G4 wäre ein Reinfall gewesen. Ja. Erstmal die Diagonale verstellen und dann den nächsten. Oh, Oh, der ist shit. gut. Der ist leider Jetzt gut. nicht. Shit. Dame, okay, Dame. Ja. Gehen wir mal Das hat hier sie gut hin. gespielt. Das hat sie gut gespielt. Ja, also mein Opfer war ein bisschen zu optimistisch. Ich dachte, komm, hau mal rein hier, König aufmachen, aber es könnte nach hinten losgehen. Elo 2300, aber ich glaube, 2300 gibt es überhaupt keinen in der Challenge. Ja, was jetzt? Jetzt vielleicht den Springer? Die Leute wollen uns verlieren sehen, ne? Hier gegen einen mit 2-3 und dann mit einem Opfer in der Öffnung. Also, Ja, und ich da können dachte wir an uns, glaube ich, nicht erholen davon. sowas hier. Ja, aber die H-Linie öffnet sieht doch auch Ui, gut aus, oder? ui, Corina, H, Bauer. Das war doch nötig. Also der F2 hängt und der H2 hängt. Ich glaube, sie musste ihn schlagen. Ah, stimmt, der F2 hing. Ja. Bin so schlecht. Mit dem Läufer auf G2 ist das ja hier noch kein Matt, von daher. Ja, korrekt, korrekt, korrekt. Herr Marco will hier auf jeden Fall, dass wir Risiko. Ja, ich meine, wenn die Partie nicht aggressiv war, was möchtest du denn noch? Ich habe hier direkt die Figur geopfert nach 9 Zügen oder so. Und immer noch fraglich, ob ich genug Kompensation dafür habe. Oder Ja, wir. sie spielt gut, aber ne? Ja, auf jeden Fall. Läufer, Läufer X. Schön, der Niklas. Danke, danke. Ja, der Punkt auf F2, der ist weich. Es droht matt auf F2. Oh, Springer Was hat er? E4 ist schon wieder ein richtig guter Zug. Boah. Läufer. Ja, Läufer. Wohin? Naja, einfach mal einen zurück. Fang an zu gehen. Bitte? Was kommt bei dir morgen für ein Video? Hast du auch gesehen vorhin? Die Elefantenfalle. Morgen früh? Ja. Muss ich dann wohl morgen früh noch machen. Oder wenn ich Bock So, habe. die Elefantenfalle, stimmt, ja, stimmt. Jetzt Hat. musst du mich fragen, was bei mir kommt. Ach so, was kommt bei dir? So, sag mal noch eine Figur erstmal an. Läufer G5 hat sie gemacht, Dame. Was kommt denn bei dir? Bei mir kommt Stockfisch 7, zwei Partien. Let's Oh. Play Schach, Stockfisch 7. Zwei Partien gleich. Ja, ich habe direkt poste ich beide. Ich will das nicht zu sehr in die Länge ziehen. Verstehe ich, ja. So. Und nächste Woche Stück für Stufe 8 habe ich alles abgedreht heute. Okay. Dann ist diese Let's Play-Reihe gegen Stockfisch. Ich kann nicht echt, Stockfisch ist interessant, also ja, wir müssen mal Ach, bis ziehen. Level 8 geht's, oder wie? Hm. Bis Stufe 8 geht es auf Leeches. Bauer. Und Stufe 8 ist verdammt stark. Ja, ich bin ja noch mit der Play Magnus-Serie am Start und ich glaube, damit habe ich auch noch länger zu tun. Ja, aber mit Springer. Play Magnus kann man aber nur auf dem Smartphone spielen, ne? Kann das Ja, sein? das ist ein bisschen schwieriger dann. Vergiss es, mache ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Okay. Kannst du für dich haben. Kann ich Ja, für mich haben. auf dem Smartphone finde ich einfach nervig zu spielen. Ja, das ist Ja. klar. Vincenzo, molto grazie, mille grazie. Nochmal 1,23 von Vincenzo. Warum so komischer Betrag, Salvatore? Springer. Vincenzo meine ich. Ja.
So, ziehe ich mal nach F5. Dorine verteilt sich auf jeden Fall gut. Ist nicht leicht Ja, hier durchzukommen, ne? sie hat mir Also. erzählt, dass sie in den letzten 6 Wochen fast jeden Tag mehrere Stunden Schach spielt, trainiert. Das macht sich bemerkbar hier in der Partie. Nicht Ja, leicht, das zu knacken. vermutlich hat sie wegen Corona, muss sie weniger arbeiten, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Das freut uns doch hier im Schnitzel. Dame Ja. schlägt 4, dann jetzt Läufer. Ja, danke für das Lob. M. Schnitzel freut uns. Springer. Bauer hinterher, wenn sie nimmt. Ja gut, das war wohl abzusehen. So, mit der Gabel gewinnen wir jetzt den Springer auf E4 und dann öffnet sich auch die F-Linie und das ist gut für Bauer. uns. Aber auch Dame F4 nochmal guter Zug, um hier zumindest die Dame vom Brett zu nehmen und nicht direkt im Angriff unterzugehen. Also gut in der Verteidigung. Ah, okay. Gerade noch gesagt, habe jetzt doch nicht die Dame getauscht. So. Ich höre Spiel dich mal zu gerade. Ende. Spiel mal zu Ende. Ich lese mal gerade was vor hier. Die Okay. beiden sind zwar unterschiedliche Typen, aber das macht den Stream eben attraktiv für so viele. Ich finde den Hintergrund von The TBG einfach nur genial. Niklas erklärt nach vielen GES. Was? Welcher Hintergrund denn? Dein Schrank oder wie? Wahrscheinlich, weil es so. Weil es so. Weil so Kann man nicht. was? Weiß ich nicht. Kann man nicht so viel Text eingeben in den YouTube-Chat vielleicht? Das weiß ich nicht, du. Weil der Satz aufgehört hat bei ihm. Genau, So der duzt Hinweis er nicht hier auch vielleicht. von Royal, einem der Moderatoren, im Anschluss von diesem Stream gibt es noch ein Community-Turnier auf LeeChess. Aber jetzt, okay, könnt ihr nochmal den Link posten zu dem Community-Turnier. Denn das war jetzt der Link zu Instagram. Aber da könnt ihr selber noch spielen, wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, selber eine Partie zu spielen, könnt ihr da mitmachen. Was für ein Community-Turnier? Ja, das organisieren die Mods gerade scheinbar. Ah, okay. Unter sich. Ja, also wer Bock hat, noch eine Partie Schach zu spielen heute Abend oder ein paar mehr, kann da gerne mitmachen. Können wir das sagen, dass wir beide vom Schach leben? Schon, ne? Ich weiß nicht genau, was du meinst mit können wir das sagen. Also, ob das so, ob das eine Behauptung ist, die so zutreffend ist oder. Genau. Ja, das kann Kann man man so sagen. sagen. Ja. Kann man sagen, ja. 200 Zeichen im Chat ist Minimum, das Maximum. Ah, Deswegen, okay. das. Ja. So, jetzt müssen wir nur noch den Schinken einfahren. Bring the bacon home. Sagen, bring den Schinken nach Hause, sagen das ist der Quatsch. Aber auf Englisch kann man es sagen. Das kann man doch nicht sagen. Bring the bacon home? Auf Englisch schon, ne? Ehrlich? Wusste nicht. Oder? Freunde, was meint ihr im Chat? Bring the bacon home? Geht, oder? Schinken nach Hause. Oder vielleicht verwechsel ich auch was, aber dann war es auch Noch nie witzig. gehört. So. Dorina Lampe ist kein Cheater. Von wegen, wenn überhaupt, Dorina, sie, eine sie, und natürlich ist sie keine Cheaterin. Das war jetzt auch keine Partie, wo man sagt, irgendwie, die hat jetzt unglaublich gut gespielt. Einfach gut gespielt, aber nicht Ja, irgendwie, gut verteidigt auf jeden Fall. ja, war nicht überirdisch oder irgendwas Auffälliges. Das war alles völlig normal. Es fällt schon auf, Leute, wenn man mit einer niedrigen Zahl. Was ist denn hier los? Du spielst jetzt Bullet Ja, ich musste gegen mal Henry? kurz hier, damit ich wach bleibe, habe ich gedacht, ich spiele mal eine schnelle Partie. Ja. Haben wir Genau. ja, zwischendurch kann man ja auch mal eine schnelle Partie hier spielen. Das geht ja auch schnell, ne? Also Ja, darf man auch nicht sicher, vergessen. mach ruhig. Oh, jetzt habe ich hier alles eingestellt. Warum machst du Pre-Move Läufer, Turm? Warte erst mal ab, was er zieht. Ja, aber das ist ja jetzt nichts, Der schädlich Läufer ist. nervt. Springer F2. Verstehe nicht. Also das passiert ja nur, wenn er schlägt, dass dieser Pre-Move eintritt.
Achso, Läufer D8 hättest du auch Pre-Move Turm D8 gemacht, ne? Weil die Dame hängt, okay. Ach so, ja, darüber habe ich nicht nachgedacht. Wie, ich bin gar nicht am Zug. Oh, ups. Ich habe gerade Dame schlägt G5 Pre-Move gemacht. Aber er hat nicht so schnell gezogen, dass er es ausnutzen konnte. Ja, wir kriegen auch eine Sekunde hier oben drauf und da ist es ziemlich entspannt. Eigentlich ist gar nicht richtiges Bullet. Okay, Turm ins Spiel bringen und dann Sachen nach Hause bringen. So, was haben die Leute gesagt? Bring the bacon home, das kann man sagen, oder? Weiß ich nicht, habe ich ja nicht. Ach so, hat Lawrence Trent von Steinitz Memorial heute auch gesagt. Bring the bacon home. Ja, und wenn Lawrence Trent Das, das sagt, dann passt das auf jeden Fall. dann, ja, dann das stimmt auf jeden Fall. Okay, wir haben nochmal eine Frage von Kuchen TV. Yeah. Findet ihr, dass in Schachmeisterschaften Ultra-Fan-Gruppierungen mit Bengalos fehlen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist genau das, was Schach fehlt und natürlich die Cheerleaders. Die beiden, die fehlen mir am meisten. Groupies, auf jeden Fall auch, ja. Nee, das war natürlich ein Scherz. Okay, danke an Enrico für die Partie. So, dann such Meist. du mal wieder aus. Ja, sicher. Stevino, hier, Stevino. Wo ist er? Oben. Da. Ja, wenn ich da. Wieso geht das nicht da rein? Ich mach schon, ich mach schon. Wieso geht das nicht? So, Ja. jetzt musst du mal wieder Figuren ansagen, Okay, oder? okay, okay. Bauer. Bauer. Eigentlich hin. Bring the tofu home. Hey, ich wollte das vielleicht gar nicht spielen. Läufer. Läufer? Kennst du das? Das ist eine coole Variante. So ein bisschen. Läufer? Dame? Das ist meine Kindervariante, die habe ich zu Jugendzeiten gespielt. Ist kacke, aber ja, kann sein. Werden wir sehen. Ist nicht so, ist das nicht die Variante, mit der Nigel Short seinen legendären Königsmarsch gemacht hat? Nein, 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 nein. Das war auch. Nee, 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 nee. Okay, Dame? Sondern? Warum schlägst du nicht auf E5? Oder macht man das so? Ach. Okay. Egal, Dame F3 gefällt mir auch gut. Aber den Bauern zu schlagen, hätte auch unangenehme Fragen gestellt. Ja, aber auch das ist unangenehm. Bauer? Ja, nochmal Dame. Weil es so schön war. Springer? Gegen Stevino. Das heißt, Short gegen Timmermans war nicht in dieser Variante. Okay, König. Nicht in dieser Läufer C4-Variante, ne? Das Okay. war ganz normal mit Springer F3 und dann G6 Läufer C4. Ach so, sowas in der Art, ja, okay. Wäre auch zu schön gewesen, wenn Short so eine Variante spielen würde. Niklas spricht übrigens über den legendärsten Königsmarsch der Schachgeschichte. Könnt ihr auf meinem Genau. Video sehen, auf Zu meinem Kanal. finden auf Läufer. Zu finden auf dem Kanal von The Big Greek. Und wo wir gerade drüber sprechen, schaut da auf jeden Fall vorbei. Sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Über The Big Greek findet ihr ziemlich schnell. Und da könnt ihr, Tom, auch gerne mal ein Abo dalassen für täglichen guten Schachcontent. Und wenn wir gerade über Schachabos sprechen, wenn ihr hier noch nicht abonniert habt, könnt ihr es natürlich auch gerne nachholen. Springer. Denn wir machen sicherlich noch viele weitere solche Streams, also einzeln oder auch mal zusammen. Der nächste übrigens nächsten Sonntag, Bauer. Da kommt die Rückrunde dann auf dem Kanal von The Big Greek. So, Springer. Du willst schon die Boah, ganze Zeit Niklas die ist so Dame stark. ziehen, ne? Niklas ist so stark. Ach, einfach alle Figuren da Richtung König bringen, von daher, dann passt das. So, jetzt Springer. Ja, stellen wir mal den Springer da rein, muss er schlagen, Läufer, Dame. Jetzt müssen wir nur noch die Dame nach H6 bringen und dann können wir das matt setzen. Also wenn das nicht matt wird, dann wachsen mir noch Haare. Okay, also bist du sicher.
Dann setze ich, glaube ich, mit freiwillig nicht matt. Springer. Ja, hast schon recht, Bauer wäre besser gewesen. Aber ich dachte, ich will den König nicht schwächen. Nee, alles gut. Springer D4 geht auch gar nicht, dann nimmt Ja, er. genau, er kommt wieder. Das hatte ich auch nicht auf der Rechnung. Ja. Oh. Guter Zug. Guter Zug. Ja. Gegenwehr. Bauer. Wir gehen trotzdem hier aufs Matt. Wir sagen, sein König ist schwächer als seiner. Sein König ist schwächer als unserer. So. Ja, es ist Ich hab's gar mittlerweile nicht ja um halb gehört. zwölf, ne? Also ich kann nicht Ich mehr hab's so gar gut nicht sprechen. gehört. Also nächste Woche bei mir, ne, auf dem Kanal, Leute. Ah ja, auf jeden Fall. Wir überlegen dann, ob wir dann eine Stunde früher anfangen, vielleicht, wegen den Genau. Kindern. Aber das sagen wir euch natürlich Bescheid. Schach, ne? Ja, König. gut, aber da muss ich jetzt nichts sagen, ja. Naja, ne? Du weißt, was kommt. Turm. Das ein Witz sein? Warum? Oh, das wäre schön gewesen, ja. Aber ich habe Turm gesagt. Ja klar, jetzt muss ich Turm ziehen. Ist ja noch nicht zu spät, ne? Vielleicht kann. Ja, du hast meine unsterbliche Blitzpartie jetzt zerstört. Ja, okay. Also so. Guck mal, jetzt für dich, Springer. So Das muss ich unsterblich aber wäre gleich jetzt nochmal auch zeigen. nicht Das muss ich aber geworden. gleich nochmal zeigen. Bitte? Ja, zeigen wir gleich Bitte. nochmal. Musst du eigentlich die Kopfhörer drauf aufhaben die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Ich dachte, es könnte heilen sonst ein bisschen. Okay. Ein Raid nachher nicht vergessen. An Chess24? Naja, gut. Verstehe ich jetzt nicht genau. Raid denn nachdem das hier vorbei ist, oder wie? Aber Ja, Chess jetzt. 24, da läuft doch jetzt gerade nichts, oder? Das weiß ich auch nicht, warum die das machen. Keine Ahnung. Also Spin, erklär nochmal genau, was du meinst mit Raid an Chess 24. Okay. So. Der Link übrigens steht schon fest für den. Für nächsten Wochen, nächste Woche. Für nächste Woche, genau. Genau, zeige ich das nochmal hier. Ich poste den Link. Ja, Springer schlägt F5 wäre sehr schön gewesen. Wenn der Bauer schlägt, dann gut, könnte man die Dame einsammeln oder auch auf Matt gehen mit Dame H6. Und wenn Schwarz die Dame schlägt, dann kommt das Matt auf E7. Ja, das hatte ich hier auf die Schnelle nicht gesehen, aber auch der gewählte Zug Turm E4 gewinnt, denn der Damentausch wird vermieden und der schwarze König ist einfach zu schwach. Hast du gezeigt, das Matt? Springer L5? Habe ich gezeigt, ja, natürlich. Okay. Schönes Ding. Okay, eine noch oder was? Eine letzte noch, genau. Eine letzte noch. Eine letzte noch und die können wir ja gemeinsam spielen. Wie meinst du gemeinsam spielen? Ja, abwechselnd meine ich. Ach so, abwechselnd nochmal, okay. Ich tue mich wieder schwer mit dem Auswählen. Ja, ein paar kenne ich, die meisten kenne ich nicht so vom Namen. Ja, dann sag mal einfach jemanden, den du kennst. Katja Krat. Wo steht denn Katja Krasser Witz? Komm, ich spiele gegen Katja Krasser Ja, Witz. gut, für den guten Usernamen wird angenommen auf jeden Fall. Ich muss auch aber spielen jetzt. Okay, komm. Vor allem, der Wobei das jetzt nicht jemand ist, der hat gerade erst angefangen hat, ne? Oder? Wie kann das denn sein, dass er schon so eine Zahl hat? Ja, weiß ich nicht. Hä? So, ich bin. Ja. Du bist jetzt überrascht, ne? Vielleicht ist das jetzt wirklich Katja Krasavice. Ist klar. Warum hast du denn jetzt auf E5 getauscht? Das ist doch Theorie, oder nicht? Echt? Ich glaube schon. Ach, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich verwechsel was, ist ja wurscht. Du bist dran. Ja, ich habe gezogen. Jetzt bist du dran. Hä? Hat er schon gezogen? Ja, er oder sie, ne? Das wissen wir jetzt nicht. Stimmt. Katja, bist du das?
So, was geht hier? Ach, wir sehen, wir gehen mal, gehen wir nach vorne. Ja, warum nicht? Komm, gehen wir nach vorne mit G4. Ja, sicher. Immer nach vorne mit den Teilen. Okay. H5. Das ist gewagt, sage ich mal. Ja, aber bringt dich erstmal in Erklärnot. Tut es das? Weiß Ja, Der sieht machen doch wir mal super aus, den. der Zug, oder nicht? Ja, sieht vernünftig aus. Hä? Erstmal was drohen hier. Ja, genau. Aha, was? Na, der hängt. So, Zu schnell der hängt. gespielt. Zack, ist Ja, zu weg. schnell, Katja. Zu blond den Bauern genommen. So. Den Turm können wir auch schlagen. Ach nee, komm, wir lassen es so stehen. Gefällt mir gut, der Springer da. Der hilft vielleicht beim Mattsetzen. Du mit deinem Matt immer. Was für ein scheiß Matt hier. Da, zack. Ja, da ist doch schon das Matt. Das droht ja schon. Ja, droht ja schon. Das So ist ja schnell kann schon das Matt. nämlich gehen. So schnell kann das gehen hier. Na gut. Matt. Ui. Okay, eine machen wir noch, würde ich sagen. Das war jetzt sehr schnell. Danke an Das Katja. schönes Matt aber. Schönes Matt. Ja. Deshalb sollte der Springer am Leben bleiben hier. Okay. Kann ich also ein Video rausbringen? Geh am Huschmidt und The Big Greek spielen gegen Katja Krasavice, Alter Lachs, das gibt uns ganz ne? schön Klicks wahrscheinlich, aber das ist dein Video dann. Ja, okay. Es ist auch ziemlich Clickbait-mäßig, muss man sagen. Okay. Eine Partie machen wir noch. Das war jetzt sehr schnell. Bam, 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 bam. Kuchenliebhaber. Cheese-Clan. Ah, vielleicht nicht ganz so schnell, nicht ganz so langsam. Okay, komm, wir nehmen hier Escadira, wenn wir gerade schon dabei sind, hier bei den Promis. Dann nehmen wir jetzt auch noch Kedira hier mit rein. Kedira. Und das Ja, ist wusste ich auch Schottland. gar nicht, dass er Schach spielt, ne? Ist Aber nur das so. ist Schottland, Kedira, ne? Das ist sein Bruder. Nicht, wie ist der nochmal der normale Kedira? Sammy, Sammy. Sami Kedira, ja, stimmt. Ja, aber er steht doch da, S. Kedira, was laber ich denn? So, ich fange an. Ja, bitte. Okay, ja. Uah. C5. Ja, ist doch hier Theorie, oder? Ja, ist Theorie. Ja. Das habe ich sogar mal gespielt. Wobei Springer C6. Warum nicht? Ja, kann man sicherlich alles machen, aber ich dachte erstmal hier. Läuft E7 und so. Aber Springer BD2 scheint mir ein bisschen seltsam. Ja, da gehört er nicht hin. Aber Springer 1 D2. Ja, jetzt haben wir einfach das Zentrum, ne? Die Eröffnung ist schon mal ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Ja, Okay. du Versucht jetzt bist um das Zentrum zu zurückhaltend. kämpfen. Ja. Ja, schlagen wir mal. Ich hätte ja Läufer G4 gedacht. Ach so, einfach stehen lassen. Ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Das macht nichts. Auch so ist unsere Stellung ziemlich angenehm. Entwickeln wir mal den Läufer mit Tempo. Oh je. Oh, verdammt. Leider gesehen. Ja, Aber echt noch. nicht so schlimm, ne? Es geht noch. Vielleicht schlägt er jetzt auf C6. Nee, leider nicht. Dann hätten wir die Dame gefangen. Okay, zumindest keine Figur eingestellt, aber Ja, Läufer A3 war doch eher ungünstig gespielt. ich hätte natürlich auf E4 nehmen sollen, ne? War wahrscheinlich schon ein Fehler. Oder ungenau. Nee, ach. Nee, man hätte ja irgendwas anderes machen können, auf jeden Fall. Ja, die Stellung gefällt mir jetzt überhaupt nicht hier. Nee, mit dem Doppelbauern ist nicht so schön, ne? König H8. Jetzt kommt er rein, ne? Nö. Wie nö. Verstehe ich nicht. Scheiße. Ja, gut, egal.
Wir haben schon schlechtere Stellungen heute gewonnen. Okay, Konzentration hier. Ja, letzte Partie. Wir wollen doch positiv aus diesem Stream Was ist denn herauskommen. die Jara-Geöffnung? Das hat schon mal jemand bei mir geschrieben, aber ich habe keine Ahnung, was die Jara-Geöffnung sein soll. Ach, die Leute kommen mit irgendwelchen Namen um die Ecke. Ist schwer zu sagen manchmal, was da gemeint ist überhaupt. Also Niklas hat viele Groupies bei Turnieren, KuchenTV. Ich mühe mich ab. Das stimmt nicht. Also, dass ich viele Groupies habe. B6? Also du willst da verhindern, dass ich... Ja. Shit. Du kannst den Turm. Ja, so geht's auch. Ja, was Turm sonst? F6 ging auch. Ja, Turm C8 ist auch gut. Ja, zumindest hat er eine schlechte Figur, ne? Also, aber gut, so schwer ist es jetzt auch nicht, den zu aktivieren. Vor allem, wenn du Tipps gibst. Ja, aber Aber ich. Zeit, ne? Guck mal auf die Ja, die Zeit. Zeit ist gut und ich sehe auch gewisse taktische Möglichkeiten am Horizont. Endlich. Mal sehen. Ich bin dran, So, ne? Ne, du bist nee, dran. ich bin dran, ich bin Du dran. bist dran. Ja, kicken wir erstmal die Dame hier raus, die nervt mich ein bisschen. Ich hätte was anderes gemacht, aber das sieht interessant aus hier. Mir konnte den Bauern schon schlagen, Stimmt. ne? Aber egal. Auf den Bluff ist er reingefallen. So. Was machen wir hier? Es ist natürlich trotzdem, wir stehen passiv. Ja, aktivieren wir mal die Dame, würde ich. Oh ne, Moment, hier, das könnte ein Problem sein. Die Fesselung, ne. Ah, ich muss jetzt irgendeinen Zug machen. H6. Erstmal ein Luftloch. H5, guter Zug. Turm muss weg. Ja, wieder zurück, genau. Aber kein Feld außer das hier. Er kommt auch zurück. Na, Dame F7. Ja, gut, das finden wir einen guten Tausch. Jetzt haben wir einen schwachen Bauern losgeworden und haben den Bauern auf Ja, H5 geschlagen. er hat nicht gesehen, dass der hängt, wahrscheinlich. So, jetzt können wir auch mal den Turm. Boah, wir stehen besser als jemals zuvor. Ja, aber jetzt nicht übermütig werden. Werde ich nicht. Ja, wieso nicht? Ja, ich habe ein bisschen Turm H1 kommt da auch an, aber so gut, so viel passiert da letztendlich nicht. Gut, können wir nicht verhindern, wenn der Turm 1 macht. Ja, Dame E8, das ist doch super. Ist doch sehr harmonisch jetzt hier. Sehr harmonisch. Das ist an Harmonie nicht zu überbieten. So, Dame F7. Oh. Oh, jetzt muss ich aber da reinhoppern, Ja, ne? hau rein. Ja, das wolltest du doch, oder? Ja, das muss schon irgendwie gehen hier. Ja, sicher. Warte Ich mal, weiß warte. zwar nicht wie, aber Warte mal, jetzt. ich bin dran, ne? Fuck. Was ist mit sowas wie Läufer H4? Kann man, oder Turm F3 oder so? Turm F3 ist meine Idee. Droht matt. Ein Schach bringt nichts. Er hat keinen Schach. Er muss Ja, Turm F3 sieht ziemlich gut aus, ne? Läufer wieder H4 zurück. ist zwar für die Galerie gespielt, aber der Zug ist, glaube ich, einfach besser. War gar nicht so schlecht, das Opfer. Er hätte nach H1 gehen müssen. Ich glaube, er hat das nicht zulassen dürfen. Dann kommt ja auch Turm F5 oder sowas, ne? Also das sieht viel zu Ja, gefährlich stimmt, du hast aus. recht. Ja, du hast recht. Oh, hat er noch einen gefunden? Ja, der Turm hängt leider. Jetzt bin ich dran, ne? Ja, jetzt bist zum Glück du dran. Toll. Shit. Den haben wir gar Nicht nicht. so Den haben leicht, wir ne? überhaupt nicht. Der Springer hängt. Ja, aber sein König ist ja trotzdem auf Matt hier. Ja, Probieren wir ich mal den dachte. hier, Turm F5. Droht zweizügig matt, ne? Ja, den hätten wir vielleicht auch schon direkt machen können. Aber Turm G1 war eine giftige Verteidigung. Mal sehen, Giftige ob er jetzt noch Post. was hat. Ich glaube G4 nicht. kommt, geht nicht. Nö, komm, gehen wir zurück. König kann dahin vielleicht? Naja.
Naja, der findet ja immer Züge hier. Ja. Spannend. Spannend. Boah. Er findet gute Verteidigungszüge. Das kann man Das nicht gibt's anders überhaupt sagen. nicht. Scheiße, der ging nicht. Ja, das ist schwer jetzt. Der ist zurück in die Partie gekommen jetzt. Frechdachs. Von wegen, nicht nur zurück, wir stehen auf. Ja, Dame G4. Dame G4 ist doch gut. Du bist dran gleich, ne? Ja, so jetzt geht Ja. es doch in die richtige Richtung. Meine Güte, Eskedira, was spielt er hier für eine Verteidigung? Nimm den Turm und Schluss ist. Niklas ist Okay. immer so ehrgeizig, wie geil, Ja, ich wollte jetzt nicht den Stream mit einer Niederlage beenden. Ne? Das war, meine Güte, was hat er hier für Verteidigung? Dame D1, Turm G1, das war echt Weltklasse verteidigt. ja, war gut. Wenn wir Ja. sofort Turm F5 Ja, machen dann ist hier. Schluss, oder? Direkt Turm F5 hier. Ja, mach doch mal. Ja, warte. Minus 10, also Matt und 11, jawohl. Ja, Turm F3 war auch gut. Turm Scheiße. E3. Okay, wer spielt denn Turm E3 und Turm E2? Das ist ja völlig abgefahren. Die Computer. Ihr seht auch unten an den Centipawn-Verlusten, das ist keine besonders gute Partie, ne? Wir Nee, stellen das können sehr Sie jetzt, viel glaube ich, nicht sehen aktuell. Aber wir können das hier sehen, ja. ein. Ach so. Du hast recht, ja, das stimmt. Turm F5 wäre gut gewesen. So, das war Dame D1. Jetzt, oh, G6 schon. Jetzt schon weiß liegt vorne. Ja, nach Jo. Ja gut, in Zeitnot, guck mal, wie sich das geändert hat die ganze Ach Zeit du mit der Scheiße, der war Bewertung. der auch nur. Ja, Turm, Dame F3 stark, ne? Ja, ich hab's auch gemerkt. Jeder Zug ein Fehler. Jetzt plus 8 für Weiß. Und Dame D5 war nicht gut. Und jetzt haben wir es noch geschafft. Uiuiui, okay. Vielen Dank an Marius nochmal. Der hat am Anfang gespendet und jetzt schon wieder. Super Ja. nett von ihm. Ja. Vielen Dank an Marius und vielen Dank für alle, die den Stream verfolgt haben, die die ganze Zeit mit dabei waren. Fast 4 Stunden haben wir jetzt hier gespielt. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und wir hoffen natürlich euch auch. Und das Beste ist, wir machen das nochmal. Und zwar nächste Woche. Und dann bei The Big Greek. Ja, auch von mir einen herzlichen Dank, ne, an alle. Schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Genau, bis dahin abonniert gerne unsere beiden Kanäle, The Big Greek und GM Huschenbeet. Dann werdet ihr immer direkt benachrichtigt, wenn neue Videos erscheinen. Und da kommt so einiges jeden Tag. Und ich denke mal, gute Schachunterhaltung und außerdem auch sehr lehrreiche Videos. Von daher könnt ihr gerne mit dabei sein. Dann bedanke ich mich an Georgis, The Big Greek, dass er Und heute dabei war und. vergiss nicht den Marco für die 5 €, die uns gespendet hat, Oma. Okay, Da war Marco, noch. sorry. Ja, vielen Dank, Marco. Hier noch ein Fünfer für die Weinkasse. Also für Georgios. Sehr gut. Beim Penny an der Reeperbahn gibt es dafür 3 Flaschen. Ja, vielen Dank. Dann ist ja der nächste Stream auch gerettet. Okay, dann macht's gut zusammen. Wir verabschieden uns. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute.